Schönen guten Abend, Ladies and Gentlemen. Heute zum Plankenschnack. Welche Nummer haben wir? Haben wir schon eine Nummer? Oh, wartet, jetzt kommt. Haben wir eine Nummer? Was denn für eine Nummer? Sechs? Hast du nun, die Nummer sechs sind wir, richtig? Ja, sechs, glaube ich. Sechs, wunderbar. Oh. Und im sechsten, im sechsten haben wir eine Dame dabei mal wieder. Ja, die quasi. Die Nummer. Die, ja. Wie wäre es eigentlich, wenn wir erstmal schönen guten Abend sagen? Hallo. ich wollte gerade sagen, lasst uns doch einfach winken, das kommt immer gut. So, sehr gut. Klasse. Oder wir salutieren. Der Doppelte. Lächeln. Hey. Hier wird nicht kopiert, mein Freund. Hier wird nicht kopiert. Wunderschönen guten Abend, Leute. Wir haben heute zu Gast Lunakia. Die, gleich was ist ich muss was sagen, ich muss was sagen. Ja, aber stell dich doch kurz mal vor, Lunakia. Sag doch mal Hallo. Hallo. Nein. ich bin Lilly, aka Lunakia. Ich bin 25. Ich stream hauptsächlich LOL, was hier den meisten wahrscheinlich sehr fremd ist oder eher sogar abgeneigt gegenüber sind. Aber ich hoffe, ich kann trotzdem ein bisschen was beitragen heute. Wer würde denn sowas sagen? Weil die erste Frage, junge Dame, habe ich direkt schon auf dich zugeschnitten. Die erste Frage habe ich wirklich schon auf dich zugeschnitten, weil mich das wirklich brennend interessiert. Weil du bist ja Vollzeit-Streamer, richtig? Mhm. Also du machst das ja quasi auch beruflich. Und genau. Meine Frage wäre es, wie zum Kuckuck hast du es hingekriegt in League, so eine, ich sag's mal, um ein bisschen Zucker um die Schnude zu schmieren, eine bezaubernde Community hinbekommen? In League. Also ich meine, ich bin jahrelang schon dort, also das Wort an dich. Wie hast du das hingekriegt? Ja. Also es heißt ja immer, dass die League-Community relativ toxic ist und sehr anstrengend und voller Flamer, was auch zu 80% zutrifft. Ich habe es allerdings so gehalten, dass ich in meiner Community, beziehungsweise von Anfang an, seit ich meinen Stream habe, sehr, sehr streng mit meinen Leuten bin und Leute, die meiner Meinung nach nicht reinpassen, kriegen sofort mit der Peitsche eins. Nein, genau. Also ich banne ziemlich konkret und streng raus und meine Mods wissen das auch und machen das genauso. Und da bleibt eben nur das Gute übrig. Das heißt, wir nehmen nicht jeden, sondern wir suchen uns die Leute auch raus, die gut sind. Und da schafft man es auch bei einem Spiel wie League of Legends, wirklich gute Leute zusammenzusammeln. Was mich selber auch immer wieder überrascht wurde, merkt. Bannt ihr in der Regel viel? Also hast du, ich sag mal, viel Alarm oder ist das eher so dezent? Früher viel, weil ich es noch alles nicht gewöhnt war. Mittlerweile mit fähigen Mods definitiv sehr wenig. Echt selten. Also wenn ich 4 Stunden am Tag streame, habe ich vielleicht 4 Leute, die mal aufmucken, die irgendwas wollen. Die wenigsten, wohlbemerkt, schreiben mittlerweile Boobs. Das war immer so ein Ding. Als Frau hat man es ja sowieso nicht so besonders einfach, dank anderer Frauen, wie auch immer. Dass das größte Kommentar eigentlich immer Boobs waren oder zeig deine Boobs. Das Ganze, ja. Ne? Hat man viel gehabt, habe ich mittlerweile so gut wie gar nicht mehr. Was mich selber überrascht. Also scheinbar hat es sich rumgesprochen, dass ich meine Boobs nicht zeige. Dementsprechend gehen die Leute auch so drauf zu. Das ist ganz angenehm. Wie lange bist du jetzt da schon unterwegs? Ein Jahr und ein Monat genau. Und immer nur League, ja? Nicht nur League. Ich habe am Anfang nur League gestreamt, aber ich habe nach ein paar Monaten angefangen, auch hauptsächlich Horrorspiele zu spielen, weil ich Horrorspiele alleine, also nur für mich am PC überhaupt nicht spielen kann. Mit dem Chat ist es eigentlich ganz angenehm. Zumindest hat dann jemand was davon, wenn ich mir vor Angst in die Hosen pinkel. Ja, also sonst, ich spiele Horrorspiele, ich spiele auch Storygames, sowas wie Life is Strange habe ich ganz gern gespielt. Ich spiele auch so kleine Spiele wie, was waren das noch, Ori and the Blind Forest war ganz nett, so Jump'n'Run-Kram. Eigentlich alles, was mir so unter die Finger kommt, aber es muss halt irgendwie auch passen. Aber hauptsächlich Horrorgames und League, doch, ist so. Ich nehme alles mit, was geht an Horrorgames. Was mich mal interessieren würde, und die Frage geht nicht nur an dich, Lilly, sondern generell an alle, weil ihr seid ja doch schon auch alle ein bisschen länger am Stream. Wie zum Kuckuck schafft ihr das, so lange ein einziges Spiel zu spielen? Also ist das dann, ist jetzt wirklich eine ernste Frage, die wirklich auch ehrlich beantwortet werden kann. Macht ihr das wirklich nur, weil ihr wisst, okay, eure Community ist darauf eingeschossen, oder habt ihr wirklich immer noch nach diesen Milliarden von Stunden, habt ihr da noch Lust auf die Spiele? Garak, vielleicht du? Erstmal, keiner will meine Boobs sehen. Ich finde das total scheiße.
Was? Ja. Oh, Lilly, Shots fired. Das war der eine, den du hast, ja? Okay, ich. Komm aufs Okay. Knie, was denn? Ja, also, nö. Ganz ehrlich, es macht mir nach wie vor Spaß, aber nicht jedes Mal, wenn ich streame. Und es gibt Tage, wo ich sage, das muss nicht unbedingt sein. Ich habe heute eigentlich gar keine Lust, in irgendein Flugzeug zu steigen und von A nach B zu fliegen. Weil es ja auch harte Arbeit ist, was ich da treibe. Denn im Gegensatz zu einem normalen Game, wo immer Action ist, wo man immer irgendwas macht, egal welches Spiel das ist, ist es ja bei mir so, dass wie gesagt, ne, ich verliere viele Zuschauer nach dem Start, ja, und die kommen dann zur Landung wieder. Und dazwischen habe ich 2 Stunden zu überbrücken, in denen eigentlich nichts passiert, außer dass ich die Leute irgendwie unterhalten muss. Das ist schon schwer. Oder sagen wir mal so, es ist nicht mega schwer, aber es ist schon, wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat, ausgepowert ist, sowieso einen anstrengenden Tag hatte und jetzt genau weiß, in einer Stunde bist du in der Luft und dann musst du 2 Stunden lang überbrücken, bis die Landung kommt. Da habe ich dann auch so Tage, wo ich da nicht so richtig happy mit bin. Und aber du wolltest ja eine ehrliche Antwort. Wenn ich wechseln würde, weiß ich nicht. Also, wenn ich ab und zu mal wechseln würde, ist es, glaube ich, kein Problem. Wenn ich generell dauernd wechseln würde, seh ich für mich eigentlich, weiß ich nicht, ich bin halt gut in dem, was ich mache, das, was ich mache. Und wenn ich jetzt anfangen würde, Fallout zu streamen, das ich mir heute gekauft habe, das werde ich aber nicht streamen, da würde ich total verlieren, ja? Also, das ist vielleicht auch nett anzuschauen für den einen oder anderen, aber nee. Also ich würde sagen, zu 99% habe ich immer noch Lust, Flugsimulationen zu fliegen. Und das nach über einem Jahr. Ja, also mir wird es nicht langweilig. Bis Kann auf die paar Tage mal. ich mal fragen, wie viele Stunden du runter hast im Flugsimulator? Also so, du kannst ja auch alle zusammenfassen. Wir wissen ja, du hast ja damals schon auch gespielt in anderen Teilen, sage ich mal, früh schon angefangen, sage ich. Ja. Wie lange Zu ungefähr? Zeiten von Orville und Wright, als die Doppeldecker erfunden wurden. Nee, Flugsimulation, Stunden würde ich sagen 8 bis 10.000, so irgendwo in dem Bereich. Also das würde ich schon sagen. Alter Verwalter. Alles zusammengerechnet. Ich weiß, dass ich bei IVAO, das ist so ein Online-Netzwerk für Flugsimulationen, wo man eben auch Lotsen hat, die mit einem dann, also die einen dann lotsen wie echte Fluglotsen. Ja, das macht das ja aus. Das ist ja das Spannende. Da habe ich einen Stundenzähler und da habe ich alleine über 2000 Flugstunden seit 2006. Ich habe aber 4 Jahre zwischendurch pausiert dort. Also das heißt, wenn ich das jetzt zurückrechne, das sind neun, also in 5 Jahren etwas über 2000 Stunden. Also das sind locker 10.000 Stunden insgesamt. Kommt da einer rüber mit irgendeinem Spiel von euch beiden? Lilly? Slabby? Ne? Absolut nicht. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Also dann da noch die Begeisterung zu haben, ist echt schon. Ja. Naja, ich habe ja, manchmal fliege ich rote Flugzeuge, manchmal blaue. Ich meine, ich habe ja Abwechslung. Ja, gut, aber die siehst du ja dann auch wieder 3 Stunden lang, weißt du? Ja, stimmt schon. Aber es ist schon doch immer ein bisschen Abwechslung. Aber es gibt auch Zeiten, ich meine, ich habe auch zwischendrin mal ein Jahr oder zwei keinen Flugsimulator angefasst und dann einfach andere Sachen gegamed. Viel Mass Multiplayer Online Games. Und Like Age of Kevin welches? Gut, dass ihr fragt. Gut, dass ihr fragt, ja. Natürlich Dark Age of Es gibt doch Camelot. nur eins. Und ja, aber in der Regel, nö, ich habe da auch, ich glaube auch nicht, dass das aufhören wird. Also das ist einfach, das ist aber die Begeisterung an der Fliegerei. Also das ist eher eine Verknüpfung zwischen der Realität und dem Game oder dem Rechner. Und insofern ist es für mich jetzt nicht ein Spiel, was nach 50 oder 100 Stunden zu Ende ist oder was ich einfach weglege, wie Fallout. Das werde ich garantiert nie durchspielen können, weil ich die Zeit gar nicht habe und irgendwann wird mir dann langweilig. Aber egal, ich fange es trotzdem an. Nur irgendwann ist es dann vorbei. Und bei Flugsimulation, das geht halt immer weiter. Zum Glück hast du es schon aus dem Vault geschafft. Das ist schon mal eine ganz große Kunst. Also, da hast du schon die ersten 10 Minuten investiert. Eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, glaube ich sogar. Das ist ja so viel Story zum Zugucken. Geil. So eine Spiele mag ich.
Um nochmal ganz kurz die Running Gags aufzuklären, Leute. Also, falls es um Spiele geht, bei Garak immer. Garak bezieht sich immer auf Dark Age of Camelot, egal was, ja. Die Geburtsstunde von Spielen, bestes Spiel, Dark Age of Camelot. Und wegen Lilly. Lilly kommt aus Kiel und hat somit bei Garak einen Bonuspunkt. Deswegen kann sie solche schlechte Witze machen. Denn das ist die Entschuldigung für Garak, okay? Also, dass ihr nur zwischendurch auch lachen könnt, weil sonst geht das mal ein bisschen unter. Slappy, wie viele Stunden hast du in Minecraft runter jetzt? Mittlerweile. Ich wünschte nicht. Ich weiß es zum Glück nicht. Ich will es nämlich ehrlich gesagt gar nicht wissen. Es wird auf jeden Fall mehr als 1000 sein. Davon gehe ich sehr, sehr schwer mal aus. Weil wenn ich überlege, ich habe jetzt gerade 450 in Binding of Isaac und das fühlt sich nicht so lange an wie Minecraft, von daher. Seid ihr denn alle wahnsinnig? 450 Stunden? Aber ich habe in Arma habe ich über 600, also... Ich habe nebenbei auch mal Arma gespielt. Wann hast du das noch gemacht? Ja, du. Sagen. Letztes Jahr im Sommer. Rede verrückt. Lilly, wie viel sind bei dir ungefähr jetzt? League dann? Ich habe gerade mal nachgeguckt bei League. Es sind 1200 knapp. Nur. Hey, da komme ich zum Glück noch über. Da muss ich mich noch nicht so schlecht fühlen, obwohl ich es nie gestreamt habe. Doch, stimmt, im Frühjahr in der Vergangenheit. Ich spiele ja richtig League auch erst seit ich streame wieder. Vorher war es ja mal mehr so mal, ja, hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen, aber nie so richtig intensiv. Hat sich ja erst entwickelt, als ich angefangen habe zu streamen. Leute, wo Garak schon das Fallout angerissen hat, wir wollen ja heute mehr so ein paar allgemeine Themen anreißen und nicht so ganz spezifisch. Habt ihr auch so das Gefühl, dass die Welt Kopf steht, also die Gaming-Welt Kopf steht mit Fallout, oder kommt mir das nur so vor? Also für mich selber, ich muss wirklich zugeben, ja, ich habe ja schon einige Releases jetzt mitgemacht, ich persönlich, und es ist einfach Wahnsinn, was hier passiert, also nicht nur auf Twitch, sondern generell, oder sehe ich das nur so? Überall. Ja. Was das angeht, also ich bin, wie soll ich das sagen, ich bin leidenschaftlicher Neingänger und natürlich ist man auch sonst auf Social-Media-Seiten wie Facebook und Twitter unterwegs und eigentlich läuft es überall mit Fallout über, aber so richtig extrem. Also einerseits wird es krass gehypt, überall, wo man hinguckt und das heißt immer nur Fallout, Fallout, Fallout und wir haben so drauf gewartet und letztendlich gibt es dann auch die andere Basis, die sagen, ja, Fallout völlig überbewertet, aber ist, glaube ich, der krasseste Hype, den ich dieses Jahr mitbekommen habe, was Gaming angeht, also was so die Runden in Social-Media zieht. Definitiv. Ja, absolut. Fallout ist, ich meine, dieses Spiel kann überhaupt nicht diesem Hype gerecht werden, der da aufkommt. Ne? Egal wie gut dieses Spiel ist, es kann das beste Spiel aller Zeiten sein, aber dieser Hype ist einfach vollkommen übertrieben. Ist jetzt nicht negativ gemeint. Ich will jetzt nichts Negatives über Fallout sagen. Aber der Hype ist einfach, das liegt auch nicht wahrscheinlich an Bethesda, das hat Bethesda gar nicht gemacht, die haben es nur ein bisschen initiiert, aber Fallout, Bethesda, beide Punkte haben einfach so riesengroße Fanbases mit, ne, auch Skyrim, was willst du da erwarten, das ist ein Selbstläufer, da kannst du noch den größten Mist rausbringen und die werden es trotzdem noch hypen. Ist verrückt, oder? Also ohne Witz, mich haut das komplett aus der Latschen und ich bin auch so ein Idiot, der das jeden Tag 12 Stunden spielt, davon mal abgesehen. Wie ist das für dich? Ich meine, du hast es ja jetzt gekauft, Garak, oder? Also du bist ja, wie du ja selber schon sagst, du spielst ja eigentlich generell nicht so viel anderes. Aber warum hast du dir das jetzt gekauft? Wolltest du auch mehr mal eine Coca-Cola trinken? Ja. Nee, die hat, glaube ich, zu viel Zucker. Aber ich habe es mir gekauft, weil ich finde die Story ganz cool. So. Also der Hype interessiert mich nicht und den habe ich auch nicht wahrgenommen. Aber das ist... Ich lebe halt in meiner Blase und da gibt es diesen Hype von Fallout nicht. Da ist das überhaupt gar kein Thema, aber ich bekomme ja alle Hypes nicht mit. Insofern ist das nichts Besonderes. Doch, wenn ein neuer Flughafen rauskommt. Ja, genau. Ja, vorgestern war das übrigens, ist Korfu rausgekommen. Ja. Ein super geiler Flughafen in Griechenland, glaube ich. Aber nein, also für mich war das nicht der Hype, sondern ich habe ein bisschen zugeguckt, bei dir hauptsächlich, nicht bei den anderen vorher. Hatte ich keine Zeit und ich finde so Games geil, die Story haben und ich bin da auch nicht so, da ich sowieso so eine Games nie zu Ende kriege, ist mir das Ende auch egal. Also ich gucke mir quasi erstmal an, so ist da irgendwie ein bisschen Story,
ist das nett? Kann ich da Kino gucken? Muss ich da viel tun oder nicht? Und das Schlimmste bei Fallout ist, glaube ich, dass ich mir allein in der ersten halben Stunde 6 Tasten merken musste. Das überfordert mich komplett. Ja? Ich brauche beim Fliegen ja nicht so viele. Also da drücke ich zwar viele Knöpfe und so, aber ich brauche da nicht so das. Ich habe einen Autopiloten, das geht da halt nicht. Das finde ich schon sehr umfangreich, das muss ich mir alles aufschreiben, das kann ich mir nicht merken. Aber nicht wegen dem Hype. Ich habe es einfach gekauft, weil mir die Grafik gefällt und weil das Ding eine Story hat. Und ob die jetzt gut ist, weiß ich noch nicht, das werde ich dann ja erleben. Aber das war der Grund. Jetzt mal Butter bei den Fischen. Wir haben ja dieses Jahr, wir haben uns ja vorhin schon kurz mal drüber handelt, dieses Jahr wurden ja schon echt ein paar Bomben auf den Markt geschmissen. Also wenn man sich nochmal rekapituliert das Jahr, auch ich denke mal an euch wird das ja nicht vorbeigehen, die jetzt sage ich mal League spielen oder dann Flugsimulator. Wie, seid mal ganz ehrlich und legt mal den Schniedelwurz auf den Tisch, ja? Wie seht ihr diesen Kampf von Witcher und Fallout 3? Witcher 3, Fallout 3 dieses Jahr sind ja wirklich abnormale Spiele, die rauskommen. Sie sind wirklich beide abnormal in meinen Augen. Wie ist das? Wie seht ihr das? Also diesen Kleinkrieg, so, also der geschaffen wird von den Communities. Ich glaube, den Kleinkrieg gibt es bei den Unternehmen gar nicht. Lilly, vielleicht du? Du hast ja bestimmt beide gesehen, oder? Also ich meine, den Hype. Den Hype, ja. Den Hype habe ich bei beiden gesehen. Ich habe allerdings keins der beiden Spiele gespielt, weder Witcher 3 noch Fallout 4. Fallout 4 steht mir jetzt noch bevor. Das Einzige, was ich da spiele, ist faszinierenderweise Fallout Shelter. Richtig schön auf dem Handy, richtig schön suchten. Aber ansonsten bin ich da absolut raus bei diesen Games. Ich habe es auch gerade wieder im Chat gelesen, wie groß der Hype um Witcher 3 ja gewesen wäre. Den habe ich nicht so krass empfunden wie bei Fallout 4 jetzt. Aber ist für mich ein Thema, wo ich halt wirklich gar nichts zu sagen kann, weil ich beide Spiele nicht kenne. Worauf ich da nämlich hinaus wollte, Deswegen. deswegen habe ich dich gefragt, hast du überhaupt gar keine Ambition, solche Spiele zu spielen? Also bist du wirklich, dass du sagst, nö, das liegt mir überhaupt nicht, oder denkst du einfach, du fühlst die nicht, so sage ich mal, weil, also ich fühle die Spiele halt Also irgendwie wenn nicht. ich spiele Originalspiele nur, wenn ich streame. Ich spiele Offstream eigentlich gar keine Spiele mehr. Ich benutze halt diese 4 Stunden am Tag, die ich am PC sitze zum Stream, wirklich für alle Spiele. Und deswegen spiele ich hauptsächlich nur Sachen, die mir wirklich auch liegen oder wo ich denke, dass sie mir liegen. Und gerade als Witcher 3 rausgekommen ist, hat halt mein Freund vorher Witcher 1 und 2 durchgespielt und ich habe es mir komplett angeguckt und habe halt gemerkt, dass es absolut nichts für mich ist. Im Gegensatz zu Fallout 4, was ich mir jetzt doch angucken werde und auch streamen werde, denke ich, wo ich mir vorstellen kann, dass das ein bisschen eher noch was für mich ist und ich da vielleicht auch richtig Spaß dran habe und mich richtig reinspielen könnte. Was schön wäre, weil mir ein Spiel fehlt, wo man richtig drin hängt und wo man immer weitermachen möchte und was einen richtig fesselt. Und da habe ich die große Hoffnung, dass mir dieses Spiel das ermöglichen könnte. Aber Witcher 3 war so. Ja, es sah cool aus, aber ich glaube, für mich war es nichts. Dass man, oh, und das hier mit dem größten Fanboy von The Witcher, ja. Es tut mir ja leid. Slabby, du bist ja, mach du, Garak, Verzeihung. Ja, ich stehe aber bei. Ich finde das ähnlich. Ich finde Witcher, ich habe ja Witcher 2 mir gekauft, als Witcher 3 rauskam, weil ich wollte so die Vorgeschichte haben und habe dann beschlossen, dass ich Witcher 3 nicht kaufe. Also jetzt nicht kaufe. Irgendwann werde ich es vielleicht machen. Ich glaube, es ist ein sehr geiles Spiel. Aber aus dem gleichen Grund, warum ich sehr lange überlegt habe, Fallout zu kaufen, das mir aber von der Thematik her eher zusagt, werde ich wahrscheinlich dann eher Witcher nicht kaufen, weil es ein sehr, sehr langwieriges Spiel ist. Wann soll ich das noch schaffen? Ja? Also man muss da ja rein und man muss da reinsinken, sich versinken lassen, in dieses Spiel eintauchen. Ja? Und ich denke, da gehen wieder so viele Stunden drauf. Ich weiß nicht, wann ich das hinkriegen soll. Also jetzt, ich habe zwar jetzt demnächst ein bisschen Urlaub, aber da will ich nicht nur gamen. Also insofern ist das alles ein bisschen schwierig. Also deswegen, also Witcher ist, sagt mir weniger. Und ich sehe auch, um zu deiner Frage nochmal zu kommen, also mich amüsiert immer dieses, ich sag mal, pubertierende, mein Game ist aber besser als deins, ja, oder Witcher ist aber geiler, oder Fallout ist total das Loser-Game, weil die haben ja gar kein Roleplay und dieser ganze Blödsinn, das ist, glaube ich, eher so,
In meiner Community gäbe es sowas gar nicht. Also das ist aber wahrscheinlich altersbedingt. Also ich sehe da jetzt nicht so diesen Kampf dieser beiden Games und ich glaube, dass die Hersteller beider Games sich auf den Rücken legen und mit den Beinen in der Luft strampeln und sich totlachen, was die Communities da abziehen. Fallout ist Fallout, Witcher ist Witcher und die muss man getrennt betrachten. Sie haben überhaupt nichts gemein, außer dass sie im selben Jahr rausgekommen sind und es sind mit Sicherheit zwei der größten Titel dieses Jahr. Wenn nicht sogar die beiden größten Titel. Ja. Ich glaube, der größte Punkt, den Witcher 3 und Fallout 4 gemein haben und weswegen sich diese beiden Communities und die Fanboys miteinander streiten, ist einfach, dass beide Titel um den Rang des Game of the Years halt Ja. kämpfen. Ja. Und der eine ist halt für Witcher 3, dass das Spiel das Game of the Year wird. Die anderen sind gerade mitten im Hype von Fallout 4 und hoffen, dass das Spiel halt Game of the Year wird. Und daraus entwickelt sich sozusagen dieser riesengroße Kampf. In mir selbst auch. Ich finde Witcher 3 super gut und ich merke auch in mir selbst und versuche das so ein bisschen runterzudrücken, diesen Fanboy bei Fallout 4. Ich merke, Witcher 3 muss aber das Game of the Year werden. Also selbst egal wie gut Fallout 4 wird, so dass ein kleiner Teil hinten im Kopf so die ganze Zeit gegen mein Hirn klopft und mir sagt, Fallout 4 darf dir nicht gefallen. Fallout 4 ist Kacke. Weißt du? Und das ist natürlich falsch. Das weiß ich. Und deswegen sage ich nie irgendwas mit Wertung über Fallout 4. Ich habe meine Meinung dazu, ich habe aber auch erst 3 Stunden gespielt, deswegen kann ich halt noch keine vollendete Meinung haben. Und ich glaube, daraus entwickelt sich das so ein bisschen. Wie sieht es eigentlich aus? Hat noch jemand GDR5 auf dem Schirm? Also ich meine, GDR5 kam dieses Jahr auch. Ach ja, Für den stimmt ja. PC. Warum Ja, lachst du, tja. Lilly? Ich habe eine super Erfahrung mit GTA 5 gemacht. Ich habe mir das gekauft und habe gedacht, finde ich super, kann ich on Stream spielen. Hab's on Stream gespielt. Das erste, was ich gemacht habe, ist ins Stripclub zu gehen, mir so eine Tänzerin zu holen, dann mich zu fragen, Scheiße, wird mein Stream jetzt gebannt, weil man da Brüste sieht? Dann habe ich das wieder verworfen. Das zweite, was passiert ist, dass ich rausgegangen bin und von Leuten aus meinem eigenen Stream gesniped wurde. Dreimal hintereinander und dann dachte ich mir, gut, das war ein schönes Spiel und habe ich es wieder gelassen. Aber im Multiplayer jetzt, ja? Das, ja, klar. Ah, okay. Das war es dann auch irgendwie schon wieder eigentlich. Aber der Stripclub war super. Aber GTA muss ich Ich habe. ganz ehrlich. Oh, Verzeihung, mach du. Nee, GTA ist super, das ist keine Frage. Ich habe damals, glaube ich, auf der PS2 noch San Andreas und so weggesuchtet. Das war richtig großartig. Aber GTA 5, da war der Hype schon vorbei, als ich angefangen habe, glaube ich. Das habe ich irgendwie verpasst, da so einzusteigen. Ich glaube, wenn man coole Leute hat, mit denen man das spielt, ist das richtig gut gewesen. Aber so für mich alleine habe ich ein paar Missionen gemacht und dann war es das auch leider schon wieder. Aber man sollte sich nicht Leute suchen, die keine Leertaste drücken können. Das ist ein Running Gag. Ja, Ich habe mir das ist nicht da so ein gespielt, Malheur ich habe es nur passiert. zugeguckt. Ich hatte aus Versehen die Leertaste gedrückt, obwohl ich eh hätte drücken müssen beim Fallschirm und habe halt 8 Stunden Arbeit das Klo runtergespült, weil ich einfach auf die Leertaste gehämmert habe und nichts passiert ist. Ja, das kann mal passieren. Aber der Kampf um das Game of the Year dieses Jahr, ich weiß gar nicht. Ich war ja früher auch so wie Garak und Lilly und habe immer dasselbe gespielt die ganze Zeit, ja. Und ich bin ja jetzt komplett eingetaucht in diese Story-Games. Also ich bin da wahnsinnig süchtig nach geworden. Und für mich ist das echt ein harter Kampf. Also ich liebe, mein Herz ist quasi geteilt für beide. Und dann kommt noch so, GTA kommt auch noch rein. Aber GTA Story jetzt nicht. Nicht Multiplayer, der war auch cool. Aber ich mag halt Multiplayer meistens nicht. Für mich ist das echt ein, also nicht dieser zerstörende Kampf, dass sich die Leute gegenseitig vollblappen mit Quatsch, sondern der Kampf um wirklich wie soll ich sagen, diese Meisterwerke an Spiele, was sie wirklich sind. Also das ist echt wahnsinnig. Also man ist hin und her gerissen, finde ich. Und es ist verrückt, muss ich sagen, was heutzutage geschaffen wird. Also ich meine, ich sitze ja nun schon seit einer Woche und spiele jeden Tag 12 Stunden oder mehr Fallout und da kommst du gar nicht weg. Und ich habe noch nichts gemacht für die Hauptstory, muss ich dazu sagen. Also ich habe noch nichts Relevantes Hast nur getan. gebaut. Nee, nicht mal. Ja, da sage ich immer, ich habe eine halbe Stunde gebaut, aber der Stream sagt immer, wow, Tizzy, schon 5 Stunden hast gebaut. Ich denke mir dann immer so, okay, ich habe gerade nur gegessen und ein bisschen gebaut. Was? 2 Stunden? Oh, okay, sorry. Es ist echt verrückt, was heutzutage rauskommt. Minecraft Freue ich Simulator mich. 2015 ist das, ne?
Haben ganz viele zu mir auch gesagt, das gefällt dir, Lilly. Fallout wird super, das ist ein bisschen wie Minecraft. Ich sage, ja, Ja. die große Hoffnung, dass ich endlich mal ein anderes Spiel habe, was ich richtig hypen kann. Das Minigame bauen, ja, Basis erbauen, das ist aber nur so ein Teil ungefähr, Da Lilly. kann ich mich bestimmt viele, viele Stunden mit aufhängen. Ja, bestimmt, auf jeden Fall. Aber es gibt keine Blumen fürs Interieur, das kann ich jetzt schon mal vorher sagen. Also. Sind meine persönlichen Blumen Okay, dann. oh, okay. Sieger Gut. der Herzen immer. Habt ihr eigentlich so für nächstes Jahr, auch wenn ihr jetzt weg vom Spiel geht, wir können ja mal, würde mich mal interessieren, was war für euch auch vom Zugucken her, ja, ihr müsst es nicht selber gespielt haben, was war für euch dieses Jahr, das beste Spiel, was ihr gespielt habt? Also nur dieses und vielleicht auch nächstes Jahr, worauf ihr euch freut, sagen wir mal so. Ihr müsst es ja nicht im Stream spielen, egal, sondern einfach nur, was ist es? Gara, hast du gerade eine Idee? Es ist für mich irgendwie alles gleich. Also es gibt Games, wo ich nicht zugucke, aber die, die es überlebt haben, also wo ich dann wirklich zugucke und wo ich lange zugucke, das war definitiv GTA, aber ich dachte, das wäre letztes Jahr gewesen, aber es war wohl dieses Jahr dann. Und das ist so lange her, ne? Also GTA, ja, ich habe Witcher. Nee, nicht so richtig. Ja, ich habe nicht viel zugeguckt. Also H1, Z1 gucke ich sehr viel. Also diese ganzen Battle Royale-Geschichten, auch in Arma und so. Eigentlich gucke ich das sehr viel. Also was gar nicht so zu tun hat mit anderen Games. Da ich ja aber auch so ein Story-Spiel-Freak bin. Und Fan bin, spiele ich ja selber diese Dinger und will mich nicht spoilern lassen. Das heißt, die gucke ich nicht. Ich habe also zum Beispiel keine Life is Strange geguckt, weil das habe ich durchgespielt. Ich spiele manchmal auch Games durch. Und ja. Nicht. Und aber da will ich mich nicht spoilern lassen. Das heißt, die gucke ich nicht im Stream. Genauso wie ich mir im letzten Jahr Walking Dead Oh, Season das war auch 2. toll. Ja, das sind einfach Hammerspiele, wo ich drin war, ja. Also die, aber die habe ich eben nicht gestreamt. Doch, ich habe Walking Dead, habe ich sogar gestreamt. Aber wo ich so eintauchen kann, das sind einfach geile Stories, ja. Und die gucke ich mir natürlich nicht an. Also, was ich mir angucke, ist ab und zu mal Flugsimulation bei anderen, aber nur mehr so für den Marktüberblick. Und Sehr gut. also nicht lang. Also es gibt nur so zwei Deutsche, bei denen ich noch ab und zu ganz gerne mal reinschaue, weil die cool sind. Aber sonst nichts. Und dann ist es meistens irgendein Battle Royale-Klon. Also ob es ein H1, Z1 ist oder Arma oder das ist halt irgendwie arg, mache ich nicht so. Und von den Top-Titeln dieses Jahr würde ich schon sagen, da habe ich wahrscheinlich am meisten GTA geguckt. Also das denke ich schon, ja. GTA ist aber von 2013 eigentlich, ne? Ja, auf Darf Konsole, man ja. nicht. Ja, ich Auf habe es aber Konsole. vorher nie gesehen oder nicht wahrgenommen, sagen wir mal Ja, so. Ich habe gut. GTA mal gespielt auf irgendeiner Konsole vor zigtausend Jahren. Das gibt es ja auch schon ewig, ne? GTA, die Serie. Ja. Und das fand ich ganz cool damals schon. Aber ich weiß nicht mehr, auf was ich das gespielt habe. Kann sogar PC gewesen sein. Aber das muss ewig her sein. 10 Jahre bestimmt. Ich Ich hab's glaube, auch es war auf dem PC. PlayStation. Oh, Ist genau. damals auch rausgekommen. Ja, ich habe es für die PlayStation 2 sogar gehabt noch. Das war PlayStation. wahrscheinlich dann San Andreas Ja. oder GTA 3. Ja, Weil für San die erste Andreas. PlayStation gab es damals noch, weiß ich noch, GTA 2, glaube ich, London, diese Erweiterung für GTA 2. Also die ersten zwei GTAs waren ja von oben. Und da kam, das sollte übrigens, finde ich, rauskommen, nicht irgendwie dieses Vice City oder nochmal Liberty City oder sowas, sondern für London sollte mal ein neues GTA rauskommen, dass man dann tatsächlich im Linksverkehr fahren muss und so. Das Das war wäre nämlich perfekt das für mich. Stimmt, das Spaßigste. ist Ja. lustig. Das wäre Ja. Phoenix ja völlig egal. Der Ja. fährt ja immer da, wo er will. Wollte ich gerade sagen, also bei Assassin's Creed bin ich auch auf der anderen Seite gefahren. Also das war jetzt nicht so das Problem. Gerade sagen, ich bin immer in die Autos reingefahren, mittendrin. Das Das mache ich auch immer regelmäßig. Ich fahre Ja. auch mit Pferden aneinander. Also Das das ist funktioniert. bei Assassin's Creed auch in die Pferde rein. Bam, ist gar kein Thema. Und dieses Jahr für dich ist, Lebby, was war's? Du, ich habe selbst Probleme, das Indie-Game des Jahres zu entscheiden, ehrlich gesagt. Echt? Ja, selbst da müsste ich zwischen dem DLC für Binding of Isaac und halt Undertale entscheiden. Obwohl wahrscheinlich Undertale gewinnen würde, weil Undertale, ehrlich gesagt, von den Gefühlen, die es in mir geweckt hat, sogar noch
höher steht als Witcher. Und das heißt schon was. Was ist Undertale? Kannst du das kurz mal so umreißen für den Laien? Kennst du Earthbound für den Super Nintendo? Mm-mm. Hm. Ich kenne Donkey Kong für den Super Nintendo. Der kennt so schlimme Wörter. Du kennst aber diese typischen JRPGs, wo du halt aus der Obersicht langläufst und dann kommt blim, blim, blim und dann dieser Gegner greift dich an und so. Und auf dieser Spielart basiert quasi dieses Spiel. Das hat die allerbilligste Grafik, die du dir vorstellen kannst. Das ist, glaube ich, mit dem RPG Maker sogar gemacht oder so ähnlich. Aber es hat einfach eine Story, die, wenn du es einmal durchgespielt hast und ich habe ein Playthrough in 7, 8 Stunden oder so hingelegt. Wenn du es einmal durchgespielt hast, wirst du dieses Spiel niemals vergessen. Ich will nicht spoilern, weil es ist eins dieser Spiele, ich weiß nicht, ob ihr schon mal diese Spiele gespielt habt, es ist eins dieser Spiele, bei denen in den meisten Reviews oder zumindest in den intelligent geschriebenen Reviews drinsteht, wenn du jetzt weiterliest und du dieses Spiel noch nicht gespielt hast, wirst du dich spoilern lassen und dieses Spiel wird dir nicht so viel Spaß machen, wie wenn du es einfach anpackst, einfach mal spielst und noch nichts darüber weißt. Also je weniger du darüber weißt, umso besser ist es. Tatsächlich. Okay. Und ich habe schon ein paar von diesen Spielen gespielt. Eins davon war zum Beispiel vor 4 Jahren oder so, oder vor 3 Jahren. Antimatter, das war komplett anders, aber es war halt genauso. Die Leute haben alle gesagt, nicht Antimatter, Antichamber, so, Antichamber. Alle haben halt geschrieben, je weniger du darüber weißt, umso besser wird das. Und es ist einfach so. Je weniger man darüber weiß, umso besser ist es. Deswegen spielt es. Ich weiß das Spiel. Ich habe egal, ob wie billig das aussieht, es kostet nur 10 Euro und es wird euch umhauen. Ich verspreche es euch. Ihr werdet 2 Wochen lang an nichts anderes mehr denken können als an Undertale. Ich weiß übrigens gerade, wie ihr euch beide fühlt, Lilly und Garak. Wenn Slabby erzählt, ist das auch für mich nur böhmische Wälder. Also. Für uns alle dann. Ja, also. Aber man spürt die Leidenschaft also. Ja, es ist Wahnsinn, ich kann das auch immer, ich weiß nicht, ich verurteile die Menschen auch nicht, aber ich kann es immer noch nicht nachvollziehen, wie sich Leute sowas dann reinziehen. Also für mich weckt das dann auch, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich das einfach mal so probieren. Ich meine, ich habe ja auch schon so diese, sagen wir mal, die etwas günstigere Fraktion unter Triple A gespielt, aber schon. Du musst bestimmt lesen, sehe ich das richtig? Ja, dann ist sowieso nicht vorbei. Also ich bin mehr so der Audiovisuelle. Du musst nicht kämpfen. Ja, das ist ja auch, das ist alles kein Problem. Aber mit Lesen, wenn dann schon immer so gluck, 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 wie bei Pokémon, ja? Wollen sie gluck, 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 Poké, gluck, gluck, gluck? Nein, will ich nicht. Erzähl's mir doch einfach. Ja, aber bei Pokémon geht's ja um was anderes, ne? Pokémon sieht ungefähr genauso aus. Ja. Aber es ist einfach, dieses Spiel ist einfach, ich weiß nicht, spiel's einfach. Es ist Englisch, man muss lesen. Spielt's für euch. Ihr müsst ja nicht streamen. Spielt's einfach für euch und dann entscheidet für euch. Aber die Charaktere, die man da trifft, die sind einfach. Ich weiß nicht. Es ist einfach eine Story. Ist egal. Ich werde jetzt nicht weiter davon schwärmen. Ich hab's einfach gespielt, weil ich gesehen habe, okay, es hat irgendwie komischerweise dieses Spiel, wie sieht das überhaupt aus? Und das hat trotzdem irgendwie eine Wertung auf Metacritic von 94 oder zwischenzeitlich hatte das 97. Jeder Reviewer hat es in den Himmel gelobt. Jeder, der es gespielt hat, hat es in den Himmel gelobt. Irgendwas musste ja da dran sein. Und deswegen habe ich es einfach mal gespielt. Ich habe es mir geholt und ich habe es im Stream erst angemacht und ja, ich fand es genial. Ist das jetzt denn für dich das Game of the Year für dich? Nein, Witcher ist für mich das Game of the Year. Okay. Das habe ich 7 Stunden gespielt. Witcher habe ich 90 Stunden gespielt. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Witcher hast du 90 Stunden gespielt? Fast 100, ja. Und dann bist du ein Fanboy, schäm dich. Schäm dich, das ist halt... Na, ich hab, das ich ist gar die, nicht würdig. Ich habe die langweiligen Kartenspiele alle rausgelassen, deswegen. Ja, habe ich auch. Ich habe 170 gespielt. Ja. Okay, aber ich bin ja auch bescheuert. Was ist denn für dich Game of the Year, Lilly? Hast du eins? Würde mich jetzt interessieren, weil ich glaube, jetzt kommt ein Horrorspiel, oder? Nichts, was rausgekommen ist, nein. Ich spiele ja eigentlich querbeet dann doch alle Horrorspiele, die auch vor Jahren draußen waren. Und das beste Horrorspiel, was ich je gespielt habe, war leider doch Outlast. Und das ist ja schon ein paar Jährchen alt, tippe ich mal. Ich glaube, letztes Jahr war das, vorletztes Jahr, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist es ein geniales Spiel gewesen. Dieses Jahr, ich habe, glaube ich, nur einen Neu-Release gespielt und das war Soma. Soma war auch echt gut, also wirklich fesselnd von der Story her, aber überhaupt kein... Nicht wirklich Horror, sondern eher Psycho, solche Sachen. Mag ich ja auch ganz gerne spielen.
Ich habe kein richtiges, kein Horrorspiel, wo ich wirklich sagen würde, dass es toll ist, zumindest kein Neurelease. Fällt mir jetzt oft spontan überhaupt nichts ein. Ich habe zugeguckt, die einzigen Spiele, die ich zugeguckt habe, waren Witcher und glaube, nee, ich gucke wirklich wenig andere Streams und wenn dann halt auch, wenn es ein Storyspiel ist, was mich packt, das einzige war Witcher, Witcher 2, Witcher 3 und Metro habe ich gerne zugeschaut. Das war auch echt gut, aber das sind ja alles schon ältere Spiele. Also so von den neueren Releases müsste es wohl dann Witcher sein, weil Fallout habe ich auch noch nicht angetestet und selbst noch nicht geguckt, weil ich mir dachte, ich spare mir den Spaß für mich selbst. Aber leider sind halt so Sachen wie Witcher überhaupt nicht meins, weil das alles so Mittelalterkram ist und ich fahre bei Skyrim schon. Irgendwie liegt mir das nicht. Dieser Mittelalterkram liegt mir leider überhaupt nicht. Ich weiß, es ist bei euch wahrscheinlich gerade großes Nein, Thema, Vorsicht, aber. vorsichtig, Lady, das Internet ist böse. Sag nicht, Skyrim ist Kacke. Mache ich auch immer. Ich Und habe dann, nicht gesagt, dass Skyrim ist, was? um Du Gottes bist wohl Willen. bescheuert. Weder Skyrim noch Witcher sind Kacke. Ich fand die Spiele toll. Ich habe da auch gerne zuguckt. Die Storys waren großartig. Vor allen Dingen Witcher 2 fand ich richtig gut. Richtig, richtig gut. Aber für mich persönlich ist das nichts. Du sagst Das Skyrim. legal ausgedrückt. Ja. Legal. Du kannst das Du sagst, einfach. Skyrim ist Kacke, aber Fallout 4 gefällt dir? Das Ich sind auch habe noch nicht Welten. gesagt, dass Fallout 4 mir Nein, nein, gefällt, nein, aber Fallout 4 hat ein Thema von. Was? nein. Meine, Ich? Izzy. Ach so. Was habe ich gesagt? Nee, ich sage nur immer, Skyrim ist nichts für mich. Obwohl ich Ja. eigentlich Witcher gespielt habe, also von der Sache her. Also ich habe mir Skyrim, ich weiß nicht, vielleicht komme ich da irgendwann rein und spiele es dann auch 8000 Stunden. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also Ist bis die gleiche jetzt. Engine wie Fallout? Ja, darum geht es mir eigentlich gar nicht mal mehr. Also mich interessiert Ich bei. meine, Ja. es fühlt sich einfach exakt genauso an wie Ja, Fallout. den Vergleich treffen oft die Leute. Aber manche vergleichen ja auch Hühnereier mit Kokos, mit Dings hier. Wie heißen sie? Die anderen, Straußeneier. Was ja auch nicht geht, wenn du verstehst, wie ich meine. Was ich gerne mal aufgreifen würde, weil Slappy davon gesprochen hat, diese ganzen Spielbewertungen, Leute. Geht euch das heutzutage auch so richtig auf den Sack, diese ganzen Bewertungen von Spielen? Und wenn du das liest, kriegst du immer schon so Brechreiz? Mir geht's auf die Eier, wie ernst manche Leute das nehmen. Nicht, weil jeder weiß, jeder Reviewer weiß eigentlich, dass es nur seine subjektive Meinung, die er da bringen kann. Und die intelligenten Leute, bei denen man so liest, halt, die wissen das und die schreiben das auch immer, ne? Manche Blogs oder was auch immer, Reviewer, die geben noch nicht mal mehr Noten. Die sagen einfach nur, solltest du dieses Spiel spielen oder wie fandet ihr das, gut, schlecht und, ne? Weil Noten ja auch nur, was sind Noten schon? Ne? Ja. Ja, ich gebe diesem Spiel jetzt 90, weil ein 100 das beste Spiel ist, was überhaupt möglich ist. Was ist das für eine Bewertung? Kann man überhaupt nicht. Aber trotzdem kann man es trotzdem sich durchlesen und sich denken, okay, der hat jetzt eine 90 gegeben, der hat eine 95 gegeben. Irgendwo muss dieses Spiel gut sein, also spiele ich es mal. Man sollte niemals viel zu sehr das ernst nehmen. Und wenn ich dann lese, dieses Spiel hat nur eine 8,5 bekommen oder eine 8, bei Fallout 4 zum Beispiel, gab es ja auch ein paar Leute, die haben dem nur eine 7,5 oder 7 gegeben und dann sind alle ausgerastet. Wie kannst du so einem Spiel nur, obwohl sie es noch nicht mal selber gespielt haben, wie kannst du so einem Spiel nur eine 7 geben? Ja, er hat 40 Stunden gespielt. Das ist seine subjektive Meinung. Du brauchst ja jetzt noch nicht abzugehen, nur weil da jemand gerade öffentlich schreibt, dass ihm das Spiel halt nicht so gut gefallen hat wie andere. Aber gut. Dazu. Mal so zwischendurch, Leute. Ihr könnt uns unter Twitter erreichen oder bei Twitter erreichen unter dem Vierfachkreuz oder auch Raute Hashtag, wie man das unter den jungen Leuten sagt, Plattenschnack. Ja, wenn ihr Fragen habt, wir haben heute genug Zeit für euch extra eingeplant, dass ihr eure Fragen stellen könnt. Wir haben nämlich zwei, die würde ich nachher noch aufgreifen, aber ihr könnt da ruhig reinrammeln unter Vierfachkreuz oder Gartenzaun Hashtag, diese ganze Palette durch Plattenschnack. Und Garak. Von dir, du bist ja hier immer der größte Kritiker und du bringst es immer auf den Punkt, ja? Was hältst du denn? Liest du dir überhaupt diese Kritiken durch von den Spielen? Nö. Gar nicht? Nö. Oh, danke schön, Garak. Das ist Genau mir das. vollkommen, das ist mir sowas von Latte, was irgendwelche Leute schreiben. Das ist doch, das ist ihr Job. Also im besten Fall ist es ihr Job und sie werden dafür bezahlt. Das heißt, ich muss mir das nicht durchlesen, weil wer für etwas bezahlt wird, um irgendetwas in der Zeitung zu schreiben oder in einem Magazin zu schreiben, der schreibt halt das, was er schreiben muss, weil er dafür bezahlt wird. Und denn eins dürfen wir nicht vergessen, Journalismus ist das nicht, was diese Spiele, wie auch immer, Bewerter da schreiben. Ja,
So, und deswegen ist mir das sowas von egal. Ich gucke immer nach Sternchen. Wenn ich irgendwo was sehe, dann viele Sternchen, wenig Sternchen. Dann muss ich immer schmunzeln und sage ich, ja, was heißt das jetzt? Gar nichts. Es ist völlig egal. Ich gucke mir die Dinger nicht an, ich lese mir die nicht durch. Habe ich übrigens in den letzten 30 Jahren nicht gemacht. Also auch zu der Zeit, als ich noch sehr, sehr viel anderes Zeug kreuz und quer durcheinander gespielt habe. Ich habe mir das nie angeguckt, weil ich habe gesagt, oder für mich, ich habe eh meinen eigenen Kopf und ich will so ein Spiel spielen und selber entscheiden, ob ich es gut finde oder nicht. Und das kann mir auch gar kein anderer abnehmen, weil keiner hat meine Gehirnwindung, also mein Empfinden, das, was ich denke, das weiß keiner. Also ist das immer, wie Slevi schon sagte, eine subjektive Meinung. Ja, und subjektive Meinungen habe ich genug, also da brauche ich keine anderen. Ja, und insofern gucke ich mir das nicht an. Nein, völliger Bullshit, braucht man nicht. Selber Erfahrung sammeln, fertig. Ich habe auf Dark Age of Camelot gewartet. Ich glaube, Slappy auch, er musste so grinsen, aber er ist leider nicht gekommen. Es tut mir leid, Leute, aber das sind so Running Gags, die müssen raus, weil das ist. Außerdem, ich meine, dafür ist doch Twitch da. Also finde ich jedenfalls. Ich habe Twitch, als ich Twitch das erste Mal, also hier hieß es noch Justin TV, also ist schon ein paar Tage her. Und als ich das erste Mal entdeckt hatte, dachte ich, geil, endlich mal etwas, wo ich mir vorher angucken kann, ob es das Geld wert ist, was ich ausgeben will. Also ich kann einfach mal Games sehen bei anderen und dann entscheiden, okay, kaufe ich oder kaufe ich nicht. Und so halte ich das nach wie vor. Aber ich gucke mir keine Bewertung von irgendwem an. Das macht nichts. Das macht keinen Sinn. Und Spiele, wo ich nicht gespoilert werden will, die gucke ich halt auch im Stream nicht. Ganz einfach. Ja. Wie ist es bei dir, Diddy? Liest du dir sowas durch nebenbei? Eigentlich absolut nicht. Das Einzige, was ich mache, ist im Nachhinein, wenn ich selber beurteilen kann, ob ich ein Spiel gut oder eben nicht gut fand oder auch nur so mittelmäßig, dann schaue ich bei Steam gerne mal und vergleiche quasi meine Meinung mit anderen Meinungen. Einfach nur so, um zu gucken, wie andere Leute das fanden. Nicht um mich vorher von dem Spiel, lasse ich mich quasi nicht beraten, sondern erst im Nachhinein. Ist eigentlich ganz nett, wenn man dann mal mehr wissen möchte, ob die eigene Meinung der Allgemeinheit ähnelt oder ob es eher so ein ob es ein Spiel war, was man selber ganz toll fand, aber was andere vielleicht nicht so gut fanden. Letztendlich kriegt man ja aber auch sowieso im Stream, wenn man ein Spiel streamt, häufig genug zu hören, ob das Spiel toll ist oder nicht, egal was man selber tut. Dementsprechend. Ich meine, wie oft habe ich Spiele gespielt, wo Leute sagen, nee, fand ich voll kacke, ist voll das Scheißspiel, und ich sitze und denke, aber ich find's gut, darf ich das jetzt bitte weiterspielen? Und dann heißt es, ja, aber ist doch voll nicht gut, warum spielst du nicht was anderes? Das sind mir genug Rezensionen und Kritiken, die ich bekomme, da brauche ich mir das nicht noch durchlesen. Es ist echt wahnsinnig. Also Das ist immer wieder ich schön. merke das gerade bei Fallout. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich muss Spiele verkaufen. Ich bin der Mann von Mediamarkt. Es ist unfassbar. Also wirklich unfassbar. Technik. Ja, Ja, genau. Ich stehe bei Technik. Mediamarkt Technik und verkaufe gerade Fallout 4. Es ist unfassbar, Leute. Ohne Witz. Also, wenn ich das mal aus meiner eigenen Sicht kurz mal kritisieren darf. Also diese Bewertung, sind ja immer gut und schön. Das ist ja aber immer aus dem Auge, wie er das gesehen hat. Und viele Leute geben viel zu viel darauf, was andere Leute schreiben, habe ich das Gefühl. Und auch wenn du jetzt bei einem Streamer reinkommst, zum Beispiel, bei mir ist ja sehr häufig die Frage: Und Dizzy, jetzt hast du ja 5 Tage gespielt, wie findest du Fallout? Und dann denkst du dir immer so: Mann, Leute, also ganz ehrlich, das ist genau, also das vergleiche ich dann immer so mit der Zeitung, ja? Die Leute haben dann irgendwas geschrieben und dann muss ich sowas auch noch erzählen. Und ich denke mir dann immer, ich meine, 60 Stunden sprechen doch für sich. Und das finde ich übrigens ist, deswegen habe ich auch das Thema aufgegriffen, weil ich euch das gerne mal fragen würde. Das finde ich immer so verrückt, dass ich meine, du kannst live denjenigen fragen, wie er das Spiel findet, aber guckt sich das überhaupt noch einer an? Also manchmal habe ich echt das Gefühl, die Leute gucken sich das überhaupt nicht an. Also ich zum Beispiel, ich gucke gerade parallel noch zu meinem Fallout-Playthrough 3 andere Playthroughs mittlerweile. Also von anderen Leuten noch dazu. Und ich weiß gar nicht, seid ihr da auch mehr so die Typen, um weg von diesen Bewertungen zu gehen und einfach euer eigenes Bild zu machen, dass ihr euch hinsetzt, ihr macht euch einen Kaffee und dann sagt ihr so Vollbild und jetzt gucke ich mir das an, wie das ist? Oder seid ihr auch mehr so die Typen, die dann so, naja, aber dann hier und so und also darüber dann redet? Oder seid ihr mehr so die Leute, die sich das dann einsaugen und sagen, ja, so finde ich Bewertung geil. Einfach den Typen spielen lassen und sagen, löbt. Lilly? Ich beschäftige mich den Oh, ganzen Slevi fängt. Tag
mit Videospielen. Das heißt, nur Streams gucken wäre auf Dauer langweilig. Das heißt, ich muss nebenher noch YouTube konsumieren. Ich muss mir Sachen, Blogs durchlesen, Rezensionen durchlesen und sowas. Ne? Das ist einfach meine Hauptbeschäftigung. Selbst wenn ich nicht streame oder nicht selber Videospiele spiele, informiere ich mich halt über Games. Das heißt, ich lese mir immer noch Bewertungen durch. Weil mich einfach interessiert, ich kenne mittlerweile die einzelnen Typen, die das bewerten. Ich gucke dem Total Biscuit, dem, wie heißt der? Der andere Brite, seinen Namen vergessen. Und wie sie alle heißen halt, ne? Ich follow den halt allen auf Twitter und wenn die irgendeine Meinung haben, dann lege ich auch Wert darauf, weil ich weiß, die haben ungefähr, oder mittlerweile weiß ich, dass sie haben ungefähr einen Geschmack, der zu meinem Kongruent ist. Und das heißt, wenn die ein Spiel mögen oder ein Spiel zerreißen, dann lege ich natürlich mehr Wert auf deren Meinung. Das heißt aber jetzt trotzdem nicht, dass ich da diese Subjektivität nicht mit Objektivität verwechsle. Das kann ja trotzdem sein, dass mir ein Spiel gefällt. Und wenn die jetzt geschrieben hätten, Witcher 3 ist total kacke, hätte ich es trotzdem gespielt. Einfach weil, ne, ich schon von vornherein wusste, dass mir das Spiel gefallen wird. Recherchierst du echt so viel? Ja. Ich glaube, warum Echt? ich nicht zum Stream komme. Das ist Wahnsinn. Also ich lese mir gar nichts durch. Ich Nee, ich wüsste auch nicht. nicht. Also mir schicken die Leute halt auch immer gerne Reviews und dann lese ich mir den ersten Satz so, oh, pack schon weg, habe ich schon gar keinen Bock mehr zu lesen, der Kesaja. Also ich Ja. Also lese mir. Leute, ne, wenn ihr einen gut recherchierten Stream gucken wollt. Aber ist. Also ich bitte dich, ja. Ich bin ganz ehrlich, ich bitte dich. Oh. Ich Da glänze bin ich mit wirklich eigenen jetzt hart Erf vom Stuhl gefallen. Ich erglänze mit eigenen Erfahrungen. Aber möchtest du nicht selber deine Erfahrungen machen? Doch, natürlich. Naja, aber warum liest du dir das denn durch? Weißt du, wie ich meine? Also so richtig schön die unbefleckte Empfängnis von Witcher. Das war richtig geil. Ja, genau. Bei Witcher wusste ich. Bei Witcher habe ich auch nichts durchgelesen. Bei Witcher wusste ich ganz genau, ich will mir das nicht spoilern lassen. Ich habe es mir nicht spoilern gelassen. Ich habe es erst 4 Monate, glaube ich, nach Erscheinung oder 3 Monate nach Erscheinung gespielt. Und ich war so froh, dass ich mir nichts angeguckt habe. Nicht einen einzigen Stream. Vielleicht mal so 2 Sekündchen, nur um zu sehen, wie es läuft und ob Leute sehr darüber meckern. Aber das war es schon. Und da muss ich sagen, da gefallen mir diese Zahlen, die am Ende des Artikels stehen, weil da sind in den Zahlen stecken keine Spoiler. Das heißt, ich kann auf so einer Seite ganz schnell runterscrollen, wenn es so ein Storyspiel wie Witcher ist, kann mir die Zahl angucken und habe trotzdem nichts über das Spiel erfahren, nur wie es dem Reviewer gefallen hat. Das heißt, ich habe immer noch den vollen Spaß. Und okay, es gibt Spielreihen, da würde ich mir nie irgendwas, noch nicht mal Zahlen durchlesen. Zelda zum Beispiel. Das ist mir vollkommen egal. Zelda-Spiele gefallen mir alle. Ich spiele sie und dann will ich keinen Hype. Ich will auch nichts vom Hype zum neuen Zelda-Spiel wissen. Nichts. Da, wenn ich Zelda lese, bevor so 2 Monate bevor ein neues Zelda-Spiel rauskommt, will ich nichts darüber lesen, weil ich vollkommen unbefleckt da reingehen möchte, wie die Mutter Maria. Aber das war's dann auch. Also sonst. Was Also, soll ich denn sonst den ganzen Tag machen, wenn ich hier vom Rechner hocke? was sinnvolles Spielen oder so nebenbei. Aber es ist, das macht ihr beide aber gar nicht, oder? Also ich meine, Garak, du hast ja gesagt, du guckst dann fix mal bei Twitch und du hast ja auch gesagt, du bist bei Steam dann. Also Slappy, du bist echt der Einzige, der so wahnsinnig ist. Ich lese Ja. halt gerne. Okay. Wo wir gerade bei diesen ganzen aktuellen Titeln sind. Dieses Jahr ist ja ein riesiges Fauxpas passiert mit Batman. Das neue Arkham City. Nee, Arkham Knight, Verzeihung, Arkham Knight. Und nur um das kurz aufzuklären, es ist ja so, dass Rocksteady Arkham Knight rausgebracht hat und die PC-Portierung total, sagen wir es mal, an den Baum gefahren ist. Und sie haben es ja zurückgezogen vom Verkauf sozusagen. Und für mich war das dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich war das echt der Move des Jahres. Also hätte ich niemals erwartet, dass sowas wie so eine Bude wie Warner Brothers sagt, okay, you know what, runter vom Markt und wir machen das erstmal neu. Wie seht denn ihr das? Also ich habe das vorher noch nie mitgekriegt. Habt ihr vielleicht aus der Vergangenheit noch irgendwelche Ereignisse, die da so passiert sind? Kennt ihr irgendwas? Ich bin ja für Vergangenheit zuständig hier in diesem Radio. Nee, kenne ich auch nicht. Aber ich fand das erstmalig einen grandiosen Schritt eines Publishers. Weil, ja, das ist eine
eine große Sache eigentlich. Hat sich kaum, die haben jetzt alles verrissen und so, aber im Grunde genommen muss man sagen, okay, die haben es gemerkt, da ist was nicht ganz okay. Notbremse, wir ziehen das ganze Ding zurück. Und das kommt demnächst besser, wenn wir dann soweit sind und das begriffen haben, wie man programmiert. Und andere, und davon gibt es jede Menge Beispiele, ich erinnere an Mad Max und Co., bringen Spiele raus, die einfach Müll sind. Ja, und lassen die laufen, weil die sind halt so, wie sie sind. Und es gibt ja auch bei den Mass-Multiplayer-Games, Arc Age ist so ein Beispiel, dass das schon ein Jahr vorher verkauft wird, als Pre-Alpha, damit man früh dabei ist. Ja, Gründer wird man dann, ja, so heißt das dann. Und diese Spiele werden nie fertig. Und trotzdem werden die Leute abgezockt. Also insofern ist das Hut ab, Warner Brothers, also wirklich, das ist ein richtiger und vernünftiger Schritt gewesen. Aber Echt? Mad Max war gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Ja, ich fand's schlecht. Ja, ich meine, es war viel. Ich sag mal so, es war halt Mad Es Max, war, wie man Mad oder sagen Max. wir mal so, es war viel zu viel Hype für dieses gewöhnliche, einfache, normale Spiel. Echt, ich habe da gar nichts mitgekriegt von. Ich habe es ja in einem Tag durchgespielt, aber also. Ja. Die Story war Hammer. Setz dich in ein Auto, verlier dein V8 und hol ihn dir wieder. Okay, 17 Stunden habe ich dafür gebraucht. Sensationell, war klasse. War cool. Naja. Slammy, du wolltest noch was sagen bezüglich der Rocksteady-Geschichte. Ja, mir fallen A zu deiner Frage, mir fallen zwei Fälle ein, Okay. wo, naja, nicht Publisher das zurückgezogen haben, aber sich entschuldigt haben, gesagt haben, sie werden das Spiel viel besser machen und mit der Zeit, bla 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 bla. Am Ende ist auch nichts bei rausgekommen. Mir fällt das vielleicht deswegen ein, weil es halt auch zwei deutsche Entwicklungsstudios waren. Das eine war jetzt vor einem Jahr, glaube ich, mit der X-Reihe, X3, glaube ich. Dieses Weltraumspiel, das war der totale Mist. Da war ich so froh, mir das nicht gekauft zu haben, sondern mir eine Demo-Version im Internet geladen zu haben. Also wirklich richtiger Mist, den die da auf den Markt gebracht haben. Kein Wunder, dass die jetzt nur noch Mobile Games entwickeln. Und das zweite war, glaube ich, Gothic 3. Und das war tatsächlich so ein Fall, das war extrem gehypt. Und dann haben sie es rausgebracht und mehr als Entschuldigung hat man, glaube ich, bei Gothic 3 dann irgendwann auch nicht mehr gehört. Und es ist einfach ein schlechtes Spiel geblieben. Und dann kamen ganz viele Community-Patches und solche Geschichten. Aber wenn die Community schon dafür zuständig ist, das Spiel gut zu patchen, dann kann es ja nicht gut sein, ne? Also die zwei Fälle fallen mir ein. Die andere Sache ist die, das Problem an Batman Arkham Knight, würde ich jetzt einfach mal so ja, böse sagen, ist nicht der PC-Port, sondern dass das Spiel einfach nicht gut ist. Das war einfach kein gutes Spiel, auch nicht auf Wow, Konsole. wow, 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 wow. Okay. Da kam schon wieder dieses, okay. Ich würde es jetzt einfach mal polemisch so in den Raum stellen, das Spiel ist einfach langweilig. Ich habe darauf gewartet. Für einen Rocksteady-Titel, ne? Das muss man ja dazu sagen. Die haben zwei gute Batman-Spiele rausgebracht, die einfach die Messlatte für Third-Person-Action-Adventures einfach nach hier gestellt haben. Und dann bringen sie das hier raus. Und das ist nicht der PC-Port, ich meine auch die Konsolen. Was? Ich halte mich da jetzt mal raus. Oh. Nee, das Ding ist halt, Slappy, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja alle gespielt, ja. Ich wollte aber Lilly noch zu Wort kommen lassen, aber das würde ich dir noch los, weil guck dir die Story mal an. Also die Story ist echt der Wahnsinn. Ohne Witz jetzt. Okay, Story okay, aber das Gameplay. Gebe ich dir recht. Das Gameplay mit dem Auto ist alles Genau. Crap. Gebe ich dir recht, aber die Story ist sehr, die knallt dich komplett Ja, aus den Latschen weg. okay. Die ist der, also ohne Witz. Alle anderen Batman-Teile waren nicht so gut wie der. Okay, dann glaube ich dir und dann werde ich es vielleicht nach den Guck's dir an, 15. du musst es Ich nicht habe es ja kaufen. 15 Stunden schon gespielt, ich habe es ja. Ach so, ja, dann kannst du ja vielleicht die Story schnell mal durchhuschen ohne Auto. Das Auto fand ich auch nicht so cool, da gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Aber vielleicht sollten wir beide aufhören, darüber zu philosophieren, weil Lilly wollte uns jetzt nämlich gerade noch Ich wollte. sagen. Zu Batman will ich euch gar nichts sagen. Mit Bist Batman du. bin ich so absolut raus. Also mit Wie. Batman habe ich mich nie anfreunden können und jetzt machen mir wieder Feinde. Ich weiß, Skyrim mag ich nicht und das mag ich nicht, aber Batman ist so. Lilly, magst du überhaupt irgendwas außer Ich mag League? gar nichts. Ich mag nur League. Nein, Und nicht mal League Kiel. mag ich Du eigentlich. musst. Sag Kiel wegen Garak. Kiel mag ich besonders. Kiel ist schön. Und Dark Age of Camelot. Da geht's auf Camelot auch noch, ja.
Nee, absolut nicht. Ich bin ja echt so jemand, der nur die kleinen Spiele spielt. Also so bei Batman, ich weiß nicht. Ich hab nur den ganzen Stress gelesen, die ganzen Twitter, wo sich Leute aufgeregt haben, oh, das Spiel, das funktioniert alles nicht und was ist das und überhaupt? Und das war alles, was ich davon mitbekommen habe. Und da habe ich dann auch direkt abgeschaltet und habe gesagt, gut, macht ihr mal, Batman. Batman. Was mich, ohne Witz, Lilly, was ich wirklich, du bist so komplett unangefasst von allem, habe ich das Gefühl. Ja. Nein, es ist einfach nur, wir reden über Skyrim und Witcher, was Mittelalter-Sachen sind, womit Mittelalter, ich stehe halt wirklich mehr auf Apokalypse, Zombie-Apokalypse besonders, das sind Sachen, die mich faszinieren. Solche Spiele würde ich wegsaugen. Walking Dead habe ich nicht weggeguckt, nicht nur, sondern auch weggespielt und weggelesen gleichzeitig auch noch. Ja, ich weiß nicht, ich kann mit Mittelalter nicht viel anfangen. Und Batman ist auch, ich bin dann eher so die Marvel-Fraktion mit Avengers und ja, solche Deadpool finde ich cool. Das sind Sachen, die ich dann gut finde. Aber Batman und Spider-Man sind, glaube ich, obwohl selbst Spider-Man fand ich noch in Ordnung. Aber bei Batman ist wirklich das völlig falsche Thema für mich. Ich Lass weiß nicht uns warum. über Comic-Helden streiten, das macht immer Spaß. Weil Ja. Batman ist nämlich der beste Superheld aller Zeiten. Um Ich Gottes weiß Willen. nicht. Also Superman und Batman, glaube ich, mit denen kann ich gar nichts anfangen. Den Rest finde ich echt cool. Ich stehe total auf die Avengers und so. Das ist eine andere Sache. Aber dazu gibt es jetzt eben kein cooles Ultraspiel, was mega verbuggt war. Ich glaube, ich muss ganz kurz mal, ich muss ganz kurz mal hier, ich muss mal Flagge beziehen. Das, also ich fühle mich gerade so absolut beleidigt hier, ja? Beleidigt fühle ich mich. Ach, ich sag ja nicht, dass Menschen, die das gut finden, ne? So. Ja, nee, das ist ja schon wieder kommt. Das ist, ich weiß gar nicht, was das jetzt Jetzt wo wieder sind wir soll. jetzt gelandet? Ja, Justin weiß ich nicht. Bieber? Ich weiß nicht. Also Ich ich jetzt wollte über eigentlich Rainer nur, Montana. ich das ist der beste Comic-Held aller Zeiten. Ja. Ja. So sieht's aus. Aber wo wir jetzt gerade, wir sind ja gerade ein bisschen kindisch. Ich finde die Überleitung sehr klasse und wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Ich würde mal die Frage so in den Raum werfen: Was denkt ihr, ist so das Durchschnittsalter in euren Streams jetzt? Bei euch? Schätzt mal einfach so, macht mal eine Schätzung. Also so, ich meine, Garak schätzt ja nicht mehr. Er hat ja schon Doch, ich wieder. habe da mal eine Schätzung. Ja, aber Gareth, dann leg doch mal los. So, Ja, schätz ist doch mal los. los. Also auf Platz 1 sind bei mir im Chat, also bei mir bei den Zuschauern, ich habe nämlich eine Umfrage gemacht im Gegensatz zu den anderen, habe ich 23% aller meiner Zuschauer sind zwischen 30 und 40 und das ist damit die größte Gruppe. Dann kommt an zweiter Stelle die Gruppe zwischen 25 und 30 und dann komischerweise zwischen 15 und 20, dann erst 20 bis 25 und damit habe ich im Grunde genommen dann 90% abgedeckt. Es gibt dann nochmal 11% zwischen 40 und 50, was ich echt viel finde. Und dafür habe ich aber nur 8% zwischen 0 und 15. Und bei den 50- bis 60-Jährigen sind es mit 5% genauso viel wie zwischen den bei den 60 plus. Ich habe dann nicht mehr unterschieden zwischen 60 und 70 oder 80, egal. Ich weiß nur, dass einer über 70 ist. Aber wie gesagt, die Masse, wenn ich das zusammenzähle, liegt bei mir zwischen ja, 25 und 40. Ja, also man kann vielleicht, ja doch, 25 und 40, das ist dann schon mehr als 50%. So sieht's aus. Lilly, mach mal eine Nicht Schätzung. schlecht. Mach mal, das würde mich interessieren. Bei mir sieht es ja so aus, dadurch, dass ich hauptsächlich League spiele, aber andererseits Horrorspiele, die teilweise auch ab 18 sind, was dann die League-Leute meistens auch nicht interessiert und trotzdem mitkommen, würde man ja meinen, dass ich mit League hauptsächlich als Hauptspiel eigentlich so einen Durchschnitt von 15, 16 vielleicht hätte, weil es ja wirklich doch die Jüngeren anspricht oder man sagt, dass die ganze League-Community sehr, sehr jung noch ist. Ich hatte irgendwann vor 3, 4 Monaten mal eine Umfrage gemacht, einfach nur so nebenher aus reinem Interesse, weil ich es auch wissen wollte. Von Paaren weiß ich es ja sowieso, aber dabei kam raus, dass ich auch, glaube ich, zwischen 17 und 20 sind die meisten bei mir. Ich habe auch relativ viele über 20, ein paar sogar über 30 oder 40. Also die kenne ich dann mehr oder weniger persönlich, beziehungsweise weiß, wer das ist. Ich glaube aber, dass die meisten doch zwischen 17 und 20 ungefähr waren. Also doch nicht so tief. Ich hätte es wesentlich tiefer geschätzt. Wir haben natürlich auch welche, die erst 13 sind, glaube ich. Die jüngste, an die ich mich erinnern kann, ist 13.
Aber das ist dann doch eher die Minderheit. Also scheinbar spreche ich dann doch eher so um die 20, 18, doch volljährige Menschen an. Liegt vielleicht, wie gesagt, auch daran, dass ich dann doch oft Horrorspiele spiele und da dann die Jüngeren heimlich zuschauen. Man weiß es nicht, vermutlich. Deswegen, ich glaube, also 12 bis 30 insgesamt. Okay. Hauptsächlich halt die Volljährigen. Das Was ich aber. selbst nie gedacht hätte. Wollte ich gerade sagen, hätte ich aber auch ganz ehrlich nicht gedacht, dass das so ist. Jetzt Ja, kommt aber das. Slabby aber mit deinem Gegenpart, ja? Du hast ja League, Slabby und Minecraft. Vor allem, warum Und zeige ich? Binding Ich of zeige immer Isaac. falsch, ja. Ich muss ja so zeigen, weil mir ist das wieder Ja. in Skype anders angeordnet. Wie ist das bei dir, Slabby? Was denkst du? Naja, mir machen halt die Spiele Spaß, bei denen tatsächlich die jüngeren Leute halt hauptsächlich zugucken. Denke ich mal einfach. Das ist meine Schätzung. Und ich meine, ich unterhalte mich auch mit vielen und da kommt ja auch rüber, dass viele einfach um die 18 rum sind. Manche sind ein bisschen älter als 20, manche sind dafür aber auch wieder jünger als 18. Aber ne, wie gesagt, wir reden ja nicht über das Alter bei mir im Channel, damit ich nicht alle 13-Jährigen oder 12-Jährigen bannen muss. Und deswegen kann ich es sehr schwer einschätzen. Aber ich würde einfach mal denken, einfach weil Hauptspiele, Minecraft, jetzt in letzter Zeit Binding of Isaac, das zieht einfach viele junge Leute an. Aber damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht das Problem. Mit denen kann man sich auch sehr gut unterhalten. Das sind eher die reifen Jungen als die unreifen. Muss ich auch sagen. Also ich habe auch ein paar Jüngere bei mir, die definitiv locker an die 20-Jährigen rankommen. Also es wäre mir jetzt auch nicht aufgefallen. Also ein, zwei sind dabei, die sind noch sehr jung. Da merkt man das auch, aber bei den wenigsten würde mir das auffallen, dass die so jung sind. Nicht das, was man von der League-Community erwartet, so gesagt. Was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass die Älteren, die halt tatsächlich in meine Altersklasse halt reinkommen, also um die 30 herum sind, dass die auf jeden Fall länger da bleiben und die Jüngeren dann eher fluktuieren. Darf ich auch was sagen? Nein, Nein. ja, wie sieht's denn bei dir aus? Erzähl uns doch mal. Das ist aber nett, dass du fragst, Lilly. Er hat Ja, ne? Störteberger. Störteberger Das guckt ihm interessiert mich zu. jetzt persönlich nämlich auch. Wie Störteberger? Wo guckt Störteberger zu? Wer ist denn Störteberger bei mir? Ja, mach du. Was? Wer ist Nee, nee. Störteberger? Bist du Störteberger? Nee. Möchtest du dich heimlich outen? Weil du ziehst nämlich meinen Altersdurchschnitt ziemlich hoch bei den Viewern. Ja. Nee, Das Spaß stimmt. beiseite. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mach mal eine Wir Umfrage, ist schätzen ja echt. auch. Ja, ich sag mal so, also ich würde jetzt sagen, Mitte 20 bis hoch in die 50er. Hätte ich jetzt so grob gesagt. Ich glaube, ich mache das jetzt aber auch die nächste Woche und frage das einfach mal nach, weil mich das mal interessiert. Aber also, ich habe das Gefühl, aufgrund der Tatsache, dass die meisten sich benehmen können und das ziemlich gut und sich den Regeln anpassen und sich gepflegt ausdrücken können, gehe ich davon aus, dass sie ein bisschen älter sind. Aber es gibt auch einige, die sind erst so 15, 16, das weiß ich auch, und die können sich auch benehmen. Puh, keine Ahnung, also ich würde jetzt sagen, wir fangen bei 14 an und hören, Garak, wie alt warst du nochmal? Achso, das soll ich ja nicht fragen. Bis 60. Bis 60 würde ich sagen, geht das hoch. Aber ich sag mal, ich glaube so, der Kern ist so Da 25 hast du es. bis. Oh, was Oh, geht denn? wow. Ja, das wollten wir jetzt eigentlich gar nicht erzeugen, aber endlich ist der Chat aktiv. Okay, ja, das ist Aber doch. es ist interessant. Guck Ne? an, aber wirklich die meisten über 20. Aber so, das was, wie gesagt, ich habe, da sind schon 25 plus, ja. Also es ist schon Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, das zu sehen. Mach den Straw-Poll. Dann Ja, überträgt krasses. man das besser. Bei mir darf man 5 Wochen nicht spammen und jetzt seid ihr einmal alle hier und jetzt wird gespammt, weißt du? So viel wird bei mir in einem Jahr nicht gespammt. Also nicht Chat mal. 1, 2, 3. Der Wahnsinn. Aber wie gesagt, ich glaube, so bei 14 fangen wir an und dann bis hoch in die 60 und der grobe Kern ist 20 aufwärts 30, so hätte ich gesagt. Ich muss das auch unbedingt nächste Woche nochmal machen. Das ist echt interessant. Ist Noch wirklich. führt 25 bis 30. Also Garak hat das. Danke, Garak, ist eine coole Idee. Ohne Witz jetzt. Also finde ich klasse. Finde ich cool. Was ich mal mit euch besprechen wollte, ja, was mir so in den Sinn kam, weil wir jetzt auch gerade von dem Alter gesprochen haben, seid ihr viel im Teamspeak mit euren Communities eigentlich, im Stream? Also außerhalb vom Stream? Habt ihr so Ja, das Bedürfnis, Leute kennenzulernen? ich ja. Also bei mir ist immer was los. Also sind zwar immer dieselben, aber
Manchmal kommen dann auch neue dazu, aber ja, also es sind immer so 8 bis 10 Leute sind da bestimmt immer. Das schwankt, mal sind es auch mehr, mal weniger. Aber ich bin auch außerhalb meiner Streams, ich streame ja nur 3-mal die Woche, Montag, Mittwoch, Freitag. Und außer es kommt was dazwischen, aber dann gibt es einen Ausweichstream einen Tag davor oder danach. Und ich bin außerhalb der Zeiten in der Regel abends immer da. Nicht immer die ganze Zeit, aber doch sehr, sehr lange. Und gerade bei den Flugsimulanten ist es natürlich so, dass sehr oft eben auch Sachen gefragt werden. Ne? Wie fliege ich das? Wie geht ein VOI-Push? Wie geht eine Landung dort? Und, oder wie installiere ich das Add-on? Das läuft bei mir nicht und so weiter. Das ist ja sehr komplex. Und da können dann auch alle Viewer bei mir immer gerne in dem Teamspeak hier reinschauen. Und das tun sie auch. Und ich finde es klasse. Also ich habe tierisch viele coole Leute kennengelernt über das Stream. Also das ist, die hätte ich nie kennengelernt. Woher auch, ne? Also in Kiel läuft man nicht so vielen Leuten über den Weg. Wir sind da ja in der Provinz, ne? Ist aus Kiel. Ja, so ist das hier oben. Genau. Du hättest Also doch sagen insofern. können, du hast eine coole schon kennengelernt, Lilly, Mann. Ja, Muss ich dir das ja. jetzt noch wieder vorsagen? Ja, aber ansonsten ist es schon irre und das macht Spaß. Ne? Und deswegen finde ich auch ganz gut, dass wir bei den Piraten einen schönen Teamspeak-Server haben, der genug Slots hat. Ne? Das ist ganz gut. Ich übernehme jetzt einfach mal. Hau rein. Weil, also bei mir war es am Anfang sehr auch, also genauso, dass ich wirklich viel im TS abgegammelt habe und viel auch Leute drüber kennengelernt habe. Das Blöde ist nur, dass es nach einer Weile, also ich habe viele total nette Leute, mit die jetzt auch immer noch bei mir im Chat viel sind, mit denen ich auch immer noch Kontakt habe, mit einigen wirklich auch freundschaftlich Kontakt habe oder sogar mit sehr vielen. Leider ist es nur irgendwann einfach so geworden, dass es zu viele sind. Wenn jetzt irgendwie, wenn ich jetzt aufs TS gehen würde, würde es einfach, es ist teilweise so gewesen, dass dann plötzlich nicht nur 5 Leute bei mir im Channel waren, sondern alle sind in den Channel gekommen und alle wollten mal reden und jeder wollte mal was sagen. Und ich besitze halt ein Community TS. Die Leute sitzen da auch selber drauf, die unterhalten sich da untereinander, die finden da selber ihre Freunde in meiner Community. Und das ist auch alles ganz schön so. Aber ich schaffe es einfach nicht mehr, mich jedem persönlich zu widmen da, was das angeht. Also ich bekomme schon viele PNs, ich beantworte all meine PNs mit individuellen Antworten, ich beantworte jedem, wie meine OBS-Einstellungen sind oder wie das bei mir mit dem Stream angefangen hat oder gebe denen Tipps oder behilfe ihnen bei persönlichen Problemen, das ist alles in Ordnung. Aber diese Distanz muss ich dann irgendwie noch wahren und ich habe nicht die Zeit, dann auch noch im TS zu sitzen und mit allen Leuten zu reden, zumal ich persönlich TS nicht so unglaublich gerne mag. So in kleinen Gruppen ja. Aber das artet dann immer viel zu schnell aus und irgendwann habe ich es dann gut sein lassen und war gar nicht mehr auf dem TS. Die Leute sind trotzdem immer noch da und finden sich da untereinander und es gibt viele, die fragen, hast du ein TS? Und ich sage, ja, kannst du gerne raufgehen. Ich bin nicht da, aber die Community sitzt da. Und die freuen sich dann trotzdem, also die finden sich da untereinander und dann können sie während des Streams auch halt im TS sitzen und da auch noch zusätzlich reden, wenn sie denn wollen. Ich habe es am Anfang versucht und ich versuche auch jeden so individuell und freundschaftlich wie möglich zu behandeln, wenn ich die Leute denn mag zumindest. Aber dann auch noch ins TS wäre wahrscheinlich ein absoluter Overkill, weil es dann doch zu viele werden würden. Also so klappt es nicht. Wenn dann mit irgendjemandem eine bessere Freundschaft entsteht, was auch oft vorgekommen ist, dann treffe ich teilweise solche sogar auch im Real Life. Also zumindest bei ein paar Leuten war es jetzt der Fall. Oder schreibe mir privat mit denen. Aber TS war nicht so unbedingt der Fall. Früher ja, jetzt mittlerweile klappt es einfach nicht mehr. Slabby? Ich schließe mich dem an. Also ich nehme mir ja die Zeit für die Community, während ich streame. Und wenn ich streame, dann will ich auch so lange streamen, wie ich kann. Und wenn ich den Stream ausmache, dann bin ich fertig und möchte halt Zeit für mich haben. Und ich mag die Leute, die bei mir in den Chat kommen. Und ich habe ganz, ganz viele Leute, ganz viele coole Leute kennengelernt. Von manchen habe ich die Handynummern, von manche habe ich schon getroffen und so weiter, aber jetzt dann mir wirklich fest zu sagen, nach dem Stream gehe ich noch für eine Stunde ins TS oder sowas. Ich bin an sich, das mag jetzt vielleicht überraschend sein, aber an sich bin ich nicht diese Quatschbacke. Und Echt? ich quatsch halt nur im Stream sehr viel, weil das da einfach dazugehört. Aber sobald der Stream aus ist, will ich einfach nicht mehr quatschen, sondern dann möchte ich halt, ne, weiß ich nicht, halt mich ein bisschen runterkommen vom Stream und vielleicht dann einfach schlafen gehen oder sowas. Und dann noch irgendwie eine Stunde oder so mit Leuten quatschen. Das kann ab und zu mal lustig sein und das mache ich auch ab und an. Dann trifft man mich halt im TS an. Aber ansonsten, wenn ich mich mit den Leuten unterhalte und wenn ich Leute kennenlerne, dann meistens, weil sie mir im Chat was schreiben und ich mich dann im Ja. Stream mit denen unterhalten kann.
Und so halte ich das auch. Und einmal im Jahr fahre ich zu Gamescom und da können die Leute mich dann treffen, wenn sie möchten. Oder ich kann sie treffen. Und dieses Jahr bei der Gamescom, das war absolut genial. Das war ein richtig, richtig großer Spaß für mich. Und ich habe mega viele Leute kennengelernt. Aber ja, so sehe ich das. Ich glaube, das ist auch so, wenn man schon so durch den Stream, während des Streams viel redet und viel mit dem Chat kommuniziert und dann noch die PNs beantwortet und auch da noch mit den Leuten kommuniziert und dann noch auf Conventions oder solchen Sachen sich Zeit für die Leute nimmt, dann ist es, glaube ich, irgendwie auch nicht unbedingt nötig, noch im TS dann zusätzlich zu machen. Bei mir zum Beispiel persönlich kommt noch dazu, dass ich immer bis 23 Uhr streame und danach mache ich eigentlich den PC direkt mittlerweile aus und gehe auch schlafen. Und dann irgendwie nachmittags noch Zeit zu finden, dann noch eine Stunde fürs TS und dann sind die meisten nicht da. Ich glaube, wenn man sowas macht, ist es besonders gut, das nach dem Stream zu machen, weil die Leute dann noch da sind und zu sagen, so Leute, wir gehen jetzt noch aufs TS, kommt mal rum und fragt mich ein paar Sachen. Aber normalerweise ist halt der Chat dafür da, also für mich persönlich wohlgemerkt. Ich Bei mir muss. ist es, Mach ja, du. du, Nee, mach ja, du. bei mir ist es halt völlig anders, ne? Also nach dem Stream, da ist es bei mir auch immer so lala, mal ja, mal nein. Das ist, weil du bist ja auch ausgepowert, ne? Also wenn du da 4 Stunden streamst, das verstehen viele auch manchmal nicht so richtig, aber dann ist man echt ausgepowert. Dann muss man erstmal Ruhe haben. Und da gehe ich zwar ab und zu auch noch in Chat, aber nicht mehr so lang. Bei mir ist es aber außerhalb dieser Streamtage, weil ich ja auch nicht jeden Tag streame. Ja, Und klar. da bin ich dann schon da und bin eigentlich auch ganz froh drum, dass die Community, die ich habe, halt so cool ist. Ja? Also, dass man lernt da Menschen kennen und da geht es dann auch nicht mehr um Spielen oder Flugsimulation, sondern um Alltägliches. Ne? Also das ist dann mehr so ein, ja, als ob man einen guten Freund hat, ja, der dann den man eben aus dem richtigen Leben fast schon kennt. Und das sind ganz coole Beziehungen, die da. Und ich habe halt Zuschauer, die aus Malaysia, mein ältester Zuschauer kommt aus Malaysia, Quatsch, aus Philippinen, Manila, also auch mit A, MA, also von den Philippinen. Und ich glaube, das ist einer meiner ältesten Zuschauer, der ist knapp 70. Und den kenne ich aber schon zig Jahre und den habe ich über Twitch wiedergefunden. Total irre. Und oder er mich besser gesagt. Und andere wohnen in den USA. Ja, also das ist ist ja bei euch genauso, über die ganze Welt verstreut. Und das ist schon ganz interessant, mit den Leuten zu reden, was die so erleben, weil die eine andere Wahrnehmung haben als wir hier in unserem Deutschland. Ne? Das ist ganz interessant. Also ich bin ja regelmäßig im Teamspeak. Ich habe ja so, ich habe einen Filmeabend, nenne ich das immer. Und da alle 2 Wochen am Samstag gucke ich einen Film mit der Community außerhalb vom Stream. Und ich glaube, mittlerweile habe ich den Leuten das endlich beigebracht, dass ich einfach nur ein Typ bin, der auf der Couch sitzt und zockt, weil mich fragt keiner was. Es ist unglaublich. Also ohne Witz, da sitzen 40 Leute im Teamspeak und keiner sagt was. Dann kommst du rein, sagst, hey, ja, moin, Dizzy, moin, 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 und dann bist fertig und dann nichts mehr. Dann haben sie Angst vor dir. Ja, das glaube ich auch. Das ist Ja, oder? echt der Ja, Wahnsinn. das ist die Also, natürliche Autorität, die er mit sich ja, bringt und dann unterdrückt das. traut sich keiner mehr. Nee, aber jetzt mal wirklich ohne Spaß. Früher habe ich mir gedacht, naja, du möchtest ja immer nah an deiner Community sein, kannst ja mal ins Teamspeak kommen, bist mal so nett. Nichts. Tote Hose. Was gucken wir für einen Film heute? Ja, Gespräche. Und dann sitzt du da und denkst dir so, wollt ihr jetzt noch, dass ich hier euch noch den Hampelmann auch im Teamspeak mache? Wollt ihr nicht irgendwas fragen? Also es ist echt Wahnsinn. Es ist verrückt. Und dafür Nee, muss das ich ist. ganz ehrlich sagen, ich liebe meine Community dafür. Ja, das sind ja auch angenehm. Also wirklich, die Leute kommen da hin, genießen die Zeit und wenn keiner was zu sagen hat, hat keiner was zu sagen. Und das finde ich Traum. Ich liebe Menschen, die nicht doof rumseien, sondern nur, wenn sie was haben. Es ist fabelhaft. Und manchmal ist es auch schade. Aber kann man nicht ändern. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer noch schön, diese Abende zu machen oder so nah an der Community zu sein. Ich gehe ja zum Beispiel nicht auf diese Conventions. Ich habe ja nächstes Jahr werde ich ja Convention in Jungfert auf der Dreamhack. Und Oh, sehr gut. bist du ja auch da? Okay, dann treffen wir uns ja. Vielleicht. Mal sehen. Im Hotel mit Sauna. Das ist das Beste an der ganzen Dreamhack, dass wir ein Hotel mit Sauna haben. Ich schlafe mit zwei Leuten Aber in einem gut. Zimmer, das ist genau dasselbe. Ja. Nur, dass du danach nicht entspannt bist, Ich bin wahrscheinlich. sowas von tief entspannt. Aber ja,
Das ist echt verrückt mit den Communities. Ich liebe es, so nah in der Community drin zu sein. Also die Menschen auch so halbwegs zu kennen. Ich meine, so wie du sagst, mit einer gewissen Distanz. Aber es ist schön. Ich würde gerne eine Frage aus Twitter nehmen, wenn ihr jetzt nichts einwerfen wollt, weil da hat sich doch so einiges jetzt zusammengetan. Und die Frage finde ich sehr schön, weil die erwischt, glaube ich, uns alle auf der Kalten. Und zwar hat nämlich der Fufex gefragt: Grüße, was macht ihr, wenn die Hardware streikt? Habt ihr Ersatz und so weiter? Oder fällt dann der Stream aus, bis es gefixt ist? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich bin redundant. Ich habe zwei Internetanschlüsse für sowas. Ich habe zwei Mikrofone, ich habe zwei Mischpulte, ich habe alles doppelt, außer mein Gaming-PC, meine Capture-Card und mein Router. Mein Router ist in der letzten Woche gestorben, oder war das schon vorletzte Woche? Nee, ich glaube letzte Woche, mitten im Stream, bumm, Router explodiert. Ja, dann, also wenn Hardware kommt, dann bin ich halt offline. Ja, die kurze Antwort, dann bin ich offline. Also ich habe zwar vieles redundant, aber meine Fritzbox ist gestorben und dann war ich auch weg. Da hilft mir dann auch kein zweiter Internetanschluss, wenn das an derselben Fritzbox hängt. Ist halt so. Ey, Lilly, du bist ja gerade umgezogen. Du kennst dich ja bestimmt aus damit. Erzähl es mir doch. Ja, ja, eigentlich genau das Gleiche. Was passiert wohl, wenn man seine Sachen nicht mehr hat? Ich bin umgezogen. Wir haben 2 Monate vorher das Internet umgemeldet. Die haben uns gesagt, ja, ist überhaupt kein Problem. Zum 1.11. habt ihr euer Internet. Und wir haben 1,5 Wochen ohne da gesessen. Bis dann der Techniker, nee, erst war es der Multimedia-Adapter und dann musste der Techniker kommen und der Techniker hat aber erst in 5 Tagen Zeit und dann sitzt man hier und denkt sich, was machen wir? Und dann kommt der Techniker und sagt, es gibt gar kein Kabel hier, hier ist überhaupt kein Kabel verlegt und wir wohnen im 4. Stock. Und dann, ja, letztendlich hat er dann ein Kabel aus dem Kamin rausgezogen. Unerklärlicherweise, it's magic, irgendwo rausgepult und dann ging es dann doch. Aber wenn du dann da sitzt, dann ist halt blöd. Und wenn irgendwas kaputt geht, klar hat man irgendwie Ersatzteile. Wir haben, glaube ich, ein paar Netzteile und ein paar Grafikkarten hier rumliegen von Basti noch. Aber letztendlich, ja, was passiert, wenn das Internet schwankt, hat man sowieso. Ja, das ist eigentlich das Schlimmste, glaube ich, was passieren kann. Wenn Hardware ist gar nicht so schlimm, aber wenn das Internet nicht da ist, ist halt vorbei. Was soll man machen? Dementsprechend, ja, man ist dann offline. Ich glaube, ich kenne keinen Streamer, der jetzt für alles Ersatzteile da hat. Und das jederzeit sofort reparieren kann. Man muss dann halt losgehen und sich was kaufen. Rausgehen. Was will über das Thema rausgehen? Nee. Raus, immer dieses Raus? Rausgehen. Was? Was? Dieses Rausgehen ist furchtbar. Wie ist das bei dir, Slabby? Ich habe fast ein Jahr mit einem nicht funktionierenden PC gestreamt. Also ich habe mich daran gewöhnt. Nee, wenn bei mir was kaputt ist, dann streame ich halt nicht. Was soll ich machen? Es ist zum Glück noch nicht vorgekommen. Aber wenn es passiert, dann, wenn ich mal eben das Geld habe, gehe ich in den Laden und kaufe einen Ersatz. Wenn ich das Geld nicht habe, dann mein Handy zücken, bei Twitter eingeben, Computer kaputt, Stream fällt aus. Genau Das das. Programm verschiebt sich um mehrere Stunden nach hinten. Also, Das habe. ich habe einen Oder Backup-Plan. Tage. Also, bis auf Internet habe ich einen kompletten Backup-Plan, dass ich da sein kann. Bin in einer Stunde. Also, da ich ja 2 Rechner habe, wird das dann umgeschaufelt sozusagen und der Plan steht. Also, das wäre kein Problem. Und Ja, die, also erzähl. Nicht schlecht. die gröbsten Teile, also für den Streaming-PC, die gröbsten Teile habe ich alle da. Was ist Achso, das? aber Was für ein Teile. Streaming-PC? Also. Oh, Also, entschuldigen Sie bitte, dass ich einen ja, ich habe auch Streaming-PC einen habe. Streaming-PC, das ist doch normal. Aber ich kann nicht einen Flugsimulator mit 400 Gigabyte so schnell umkopieren auf einen anderen Rechner, das geht nicht. Der hat 400 Gig auf der Platte. Eine Menge. Ja. Aber so Internet ist, glaube ich, ja, weiß ich nicht. Internet ist eigentlich das Schwierigste, ne? Ist doch der Tod für jeden. Kannst es ja nicht ändern, wenn man dann gerade bei so tollen Anbietern wie Kabel Deutschland ist, ne? Jetzt aber bitte keine Hastrian anschnüren hier, Liebe ja? Kabel Deutschland, Nee, das wollte ich nicht jetzt mal auch, das wollte ich Internet. jetzt auch nicht sagen, aber wir wollen ja hier nicht auf den Putz hauen, ne? Es war keine Hasstirade, es war nur, es kann halt passieren bei Anbietern, auch gewissen Anbietern, Ganz dass das Internet speziell. mal tagelang ausfällt oder man keinen guten Upload hat. Aber No habt ihr davor offense. eigentlich Angst, dass das passiert? Ja, ich habe gelitten die letzten 1,5 Wochen. Ich habe wirklich gelitten, weil ich halt wieder machen wollte und auch irgendwie muss. Ich meine, wenn es dein Vollzeitjob ist oder dein Job ist, dann musst du ja auch irgendwie ja, Content produzieren. Aber was willst du tun? Letztendlich habe ich mich damit abgefunden, dass ich es nicht ändern kann und warten muss. Das Einzige, was du machen kannst, ist halt anrufen und sagen, macht mir bitte wieder, hilft mir irgendwie und das war's. Und dass sie dann sagen, ja, wir machen das schon. Regen Sie sich nicht auf. Ist halt normal.
Bei euch beiden ist das, glaube ich, nicht so haarig, oder? Dadurch, dass ihr das ja nicht, sage ich mal, Vollzeit macht, denkt ihr doch da bestimmt nicht so verbissen, sage ich mal, oder? Ich habe ein paar Sachen in Reserve, aber jetzt habe ich habe ja zwei Internetzugänge mit Absicht schon, weil der Upload auf dem einen zu gering ist, der ist auf dem anderen dann besser, aber das haut auch nicht immer hin. Und jetzt habe ich zwei Router, jetzt ist das auch abgedeckt, also Internet kann man mir so schnell nicht ausfallen mehr. Aber nö, es ist für mich auch nicht so wichtig dann. Also wenn jetzt irgendwas Gravierendes ist, was mich jetzt so in Arbeit bringen würde, dass ich jetzt wirklich Aufwand treiben müsste, wie zum Beispiel einen zweiten Rechner dafür nehmen und umkopieren. Also das wäre mir zu viel, das muss ich nicht. Dann streame ich halt einen Tag später. Also dann verschiebe ich den Stream, dann gibt es eine Twitter-Nachricht und dann ist gut. Ich habe keine Angst wegen des Streams, ich habe einfach eine Angst, weil mein PC ist mein Manta. Ne? Ich bin Manta-Fahrer und das ist einfach, ich habe sogar einen Manta-Fahrersitz. Ich meine, wenn mir der abraucht, dann bin ich aber sehr, sehr traurig Hat er wegen auch einen des Fuchs? Rechners. Hat er auch einen Fuchsschwanz? Ja, sicher, Super. mit Schlüssel. Ne? Kennt ihr noch diesen Schlüssel vom 386er, wo man Ja. das Keyboard abdrehen könnte? Egal, jedenfalls. Ne? Da wäre ich dann halt traurig. Wenn das Internet ausfällt, ist es halt nicht so schlimm. A, weil ich jetzt kein Vollzeit-Streamer bin, so wie ihr. Obwohl momentan wäre es schlimm, weil ich wieder sehr, sehr viel streame. Aber dann rufe ich halt bei meinem Anbieter an. Das ist hier bei uns halt ein lokaler Anbieter. Oder wenn die wirklich Kacke bauen, laufe ich eben die Straße hoch, weil die sitzen halt eine Straße weiter bei mir. Und dann haue ich denen auf den Tisch. Und dann müssen die halt was machen. Das ist das Schöne, wenn man halt nicht bei Unity Media oder Kabel Deutschland ist, die irgendwo outgesourced in Indien sitzen, sondern halt. Nicht mal das. Die haben ja sogar hier Dienststellen. Und wenn du hinkommst, sagen sie, Ja, eben. Das sind was nur sollen wir Verkäufer. machen? Müssen sie Das ist warten? Marketing. Wenn Hättest du mal da zu. anrufst, dann sagen die, ja, Technik. Wir sind Marketing, ihr müsst zur Technik. Ja, genau so. Ach. Ich habe seit, ohne Witz, also seitdem ich in diesem Haus wohne, hier, 9 Jahre, einmal Internetausfall. Habe ich angerufen, nächsten Tag war es wieder da. Das liegt aber auch ganz groß an dem Ort, wo man wohnt, beziehungsweise der Straße sogar. Also ich habe jetzt seit unzähligen Jahren Kabel Deutschland. In der Zwei-Wohnung vorher, gute Story, wollten einziehen in eine WG. Wir haben gefragt, ist Kabel Deutschland möglich? Sie sagen, ja, ist gar kein Problem. Wir sind eingezogen, es war kein Kabel da. Dann sagten die, nee, wir müssen hier Kabel verlegen, das kostet sie irgendwie 300 Euro fürs ganze Haus. Und wir so, nee, machen wir nicht. Mussten wir einen anderen nehmen, war super, da war also gar nichts. Dann in meiner letzten Wohnung ohne Probleme, ich bin eingezogen, Kabel Deutschland war da, es hat funktioniert, ich habe immer meinen Upload und meinen Download bekommen. Ich habe, glaube ich, in 1,5 Jahren nur einmal einen Ausfall gehabt für 2 Stunden nachts oder so. Und das war es eigentlich. Und hier halt wieder. Typisch. Meistens, glaube ich, scheitert es nur an diesem Anschließen und Fertigmachen. Ich glaube, das ist deren größtes Problem. Wenn es erstmal läuft, läuft es. Aber ich glaube, dass es viele Adressen gibt, wo das sehr schwankt, wo halt wirklich nicht viel ankommt oder mal mehr, mal weniger. Vor allem hier in Kiel, wo die ganzen Studenten sind. Wenn du in so einem Knotenpunkt sitzt, wo die ganzen Studenten sitzen, dann ja, schwankt das extrem, vor allen Dingen abends. Ich würde gerne zur nächsten Frage gehen, denn wir wollten uns ja heute ein bisschen mehr Zeit nehmen und da sind einige drinne. Und zwar hat nämlich gerade der Scarab gefragt, welche Spiele wollen die werten Herren und die werten Damen in nähere Zukunft spielen oder worauf freuen sie sich? Darauf sind wir noch gar nicht eingegangen, was die Zukunft bringt. Habt ihr was in Planung? Also nächstes Jahr, ich freue mich tierisch auf Outlast 2, weil ja wie gesagt Outlast für mich eins der besten Horrorspiele war, deswegen freue ich mich wirklich richtig doll auf Outlast 2, vor allen Dingen, weil gerade erst der Trailer released wurde. Und ich möchte gerne Tomb Raider spielen, das neue, wenn es denn endlich mal für PC rauskommt, auch nächstes Jahr. Das sind so meine zwei, glaube ich, wo ich mich nächstes Jahr wirklich drauf freue. Also auf Outlast richtig, dass ich aufgeregt bin und das ist bei mir selten. Okay, also wie macht sich das bei dir breit, die Aufregung? So, ich will Das ist jetzt so, endlich, wenn man oder? jetzt schon anfängt, irgendwie immer wieder zu gucken. Ich glaube, das ganze Jahr über, nachdem ich Outlast und das DLC durch hatte, habe ich immer wieder geguckt, habe gesucht, gibt es irgendwelche News, gibt es irgendwelche Infos, abonnierst halt die Newsletter, gibt es irgendwas zu dem Spiel, kommt es denn jetzt, kommt es nicht? Und jetzt kommen die ersten Trailer und du guckst dir natürlich alles an und liest dir alles durch, was du dir durchlesen kannst, weil ich super gespannt bin, ob sie es genauso gut hinkriegen wie das erste oder sogar besser, was wünschenswert wäre. Also deswegen, immer wenn es um Horrorspiele geht, erwähne ich Outlast 2, glaube ich. Und dass ich mich drauf freue. Slabby? Dark Souls 3, offensichtlich. Was auch Ganz sonst? knappe Antwort. Dark Souls 3, bam.
Ja, also April oder März, wann es rauskommt, dann auf jeden Fall das. Ansonsten habe ich gehört, kommen bald Modpacks für Minecraft 1.8 raus. Da sind schon welche in A Planung. Oh. Und ja. Ich weiß gar nicht, 1.8, warte mal, aber ich glaube, ich bin bei 1.7.10 Du aus. bist bei, Ja. gerade als 1.7 Ja, die genau. ersten rauskamen, hast du, glaube ich, aufgehört. Und jetzt haben Genau. sie halt Infinity, also FTB zumindest, hat jetzt heute geschrieben, glaube ich, bei Twitter, da jetzt Infinity 2 plus Hard Mode halt draußen ist und das jetzt alles stressig war, nehmen sie sich eine kurze Auszeit und dann legen sie los mit den ersten Modpacks für 1.8 tatsächlich. Was auch Zeit wird, weil 1.9 kommt ja auch bald schon. Also. Geil, hast du noch was? Ja, nächstes Jahr wird wohl der neue Amsterdam-Flugplatz rauskommen. Klasse. Für, Ich habe irgendwie auf ein pinkes Flugzeug gehofft oder sowas. ne, für den Flugsimulator von FlightTemper. Das wird bestimmt sehr cool. Und es soll vom Flightbeam Frankfurt kommen, was auch sehr geil ist, weil der alte Frankfurter Flugplatz von Aerosoft, der ist nun wirklich in die Tage gekommen, 8 Jahre alt oder so. Jedenfalls sieht er nicht schön aus. Ja, und ansonsten, nö. Also, ich würde mich ja freuen, ja, wenn mal wieder ein Mass-Multiplayer-Game rauskommen würde, im Stil von World of Warcraft, wollte ich schon sagen. Dark Age of Danke, Camelot. Camelot. Dass das ablösen würde, aber ich glaube ja nicht. Aber ich würde mich freuen, ich weiß nicht, ob da irgendwas in der Pipeline ist, mal wieder ein richtig cooles Mass-Multiplayer-Online-Game. Da hätte ich mal wieder Lust zu, ein bisschen zu suchten. Auch wenn das zeitlich heute viel schlimmer ist als sonst, als früher. Aber ich habe weniger Zeit als früher. Aber eigentlich, das wäre schön. Da ich aber keins in der Pipeline sehe, weiß ich jetzt nicht, ob da eins kommen wird. Also freue ich mich auf meine beiden Flugplätze. Ich glaube, es gibt ein paar gute MMOs. Ich meine, das letzte Final Fantasy, irgendwie 14 oder so, Das heißt ist das, nicht glaube meine ich, Welt. Ja, das ist nicht so meine Welt. soll sehr gut sein, habe ich nur halt gehört. Und ich habe da gestern auch von irgendeinem Koreanischen gehört. Black irgendwas oder Dark irgendwas, ich bin mir nicht ganz sicher. Das soll wohl auch gut sein in der Vorschau, aber. Black and Soul, glaube ich, oder? Black Wie? and Black and Soul. Soul? Das ist ein Ja. MMORPG, ne? Ja, das spielt doch Basti, Das oder? haben sie doch jetzt gerade in der Ja. Alpha gehabt. Genau, Das soll irgendwie richtig gut so. werden, ja. Ja. Habe ich aber schon gesehen. Siehst du, der Scheck gibt mir auch recht. DAOC 2 wäre der Brüller. Das ist nur so, weil sie dich mittlerweile mögen, okay? Ja, Das ist nur, weil genau. sie, das sind Sympathisanten. Ach so. Mehr nicht. Ja. Ja, okay. Nein, ich warte nicht auf den BER. Das wird wohl nichts im 2016. Also, Blade and Soul. mein persönliches Highlight wird nächstes Jahr werden Dark Souls 3 und jetzt kommt's, das neue Hitman im Anzugsstream mit Krawatte und komplett kahl rasierten Kopf. Oh Gott, ich werde das zelebrieren, das Spiel. Also das ist für mich schon Mit Cosplay. mit Cosplay, aber mit Bart natürlich. Cosplay mit Bart. Aber da freue ich mich schon richtig drauf. Also ich bin ja wirklich Hitman begeistert seit letztes Jahr und ich liebe den Magge. Das ist einfach so leise rumgehen, Klavierseite. Oh Gott, mach Mittagsschlaf. Ich gehe weiter. Ab in die Tonne, hau rein. Das ist, ich weiß nicht, ich liebe das Spiel. Das ist richtig cool. Da freue ich mich richtig drauf nächstes Jahr. Und Dark Souls auf jeden Fall auch. Also für Dark Souls würde ich sogar extra zu Herb fliegen, um mit Mr. Saltman das zu spielen. Weil, also Herb hat mir das intravenös, er hat mir das so lange in den Schädel reingeprügelt, Dark Souls zu spielen, dass ich das, ich liebe diese Dark Souls-Spiele momentan. Also Dark Souls, Bloodborne sind wirklich schöne Sachen und da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf, ja. Das wird Ja. klasse. Da wird wieder sehr viel Salz verstreut im Internet. Ist Internet-Salz. schrecklich. Furchtbar. Mr. Kitty oder Froze hieß er, hat Froze ist das, glaube ich, hat gefragt, was haltet ihr von den Square Enix-Spielen und welches ist euer Lieblingsgame von Square? Wow. Also ich muss dazu Erstmal sagen, gucken. ich kenne nur Life is Strange von Square. Tomb Raider. Tomb Raider ist auch von Square? Was denn Meine noch? Final Gesamte Fantasy. Final Fantasy-Reihe. Genau. Sowieso. Und Eidos gehört halt denen. Das heißt Deus Ex. Ja, Also mein stimmt. Lieblingsspiel Hitman von auch. Square Enix ist logischerweise Deus Ex. Und zwar der erste Teil. Ausschließlich. Der erste Teil. Kann ich ganz einfach so beantworten. Bei mir ist es auch relativ simpel. Bei mir ist es definitiv Final Fantasy-Reihe, wohlgemerkt besonders Final Fantasy 10 und Final Fantasy 12.
Und C2 war auch ziemlich gut. Life is Strange habe ich dieses Jahr auch gespielt. Fand ich richtig schön, hat mir wirklich viel Spaß gemacht, vor allen Dingen auch mit dem Chat das zusammen zu gucken und zu spielen, weil viele es auch noch selber nicht kannten und immer nur bei mir geguckt haben. Hat mich auch selbst richtig mitgenommen. Und Kingdom Hearts, aber das kennt, glaube ich, keine Sau mehr. Kingdom Hearts war damals auch von Square Enix, glaube ich, auf der PlayStation 2. Davon können sie auch endlich mal ein neues rausbringen. Kingdom Hearts ist so ein richtiges, altes, total süßes, obwohl es mit Disney gepartnert ist, war es irgendwie für mich damals so ein richtiger Brüller. Fand ich richtig gut. Aber Final Fantasy, pure Liebe. Freue ich mich auch. Darf ich ganz kurz meine Antwort geben? Die ist kurz. Nein. Okay. Raus. Meine ist kürzer. Life is Strange. Andere habe ich nicht gespielt. Meine ist noch viel kürzer. Echt? Keins. Nicht ein einziger. Also ich mag Life is Strange überhaupt nicht. Ist für mich der Fail des Jahres. Würde ich wirklich mal. Also in meinen Augen Fail des Jahres, definitiv. Und keins. Kein Final Fantasy, alles, was ihr gerade Final aufgezählt habt. Fantasy ist Nee. so. Ich Da, habe. guck, da schlägt mein Herz dann höher. Wenn ich bei Skyrim und so, bei Batman nicht mitkenne, aber bei Final Fantasy, Kingdom Hearts Das und so, ist halt ein Spiel das für ist. Mädchen. Na, Was, überhaupt Final nicht. Fantasy? Überhaupt Ja, nicht. okay, ja, Nein, natürlich. Nee? absolut nicht. Nein. Doch. Die Final Fantasy-Reihe ist nicht für Mädchen gedacht, glaube ich. Gab aber immer halt Nicht so. die Zelda-Fanboys und halt die Final Fantasy-Fanboys und ich war Mochte immer immer Zelda. beides. Ja. Ich hatte nie eine PlayStation, deswegen bin ich nie in Final Fantasy reingekommen. Ich habe relativ spät erst einen PC bekommen, deshalb habe ich immer Konsolenspiele gespielt. Guck an, da, Kingdom Hearts 3 wurde angekündigt. Schon bin ich wieder glücklich. Habe ich schon wieder was, worauf ich mich freuen kann. Slabby, du hast du eins in der Pipe dafür? Ich Ja? habe schon gesagt, Hab doch. Dark Souls 3 und Nee, Nee, von Square von Enix. Square. Ach so, Ja, die habe ich auch Frage. schon gesagt. Was denn? Deus Ex 1. Ah, okay, alles klar, das hatte Nicht ich in der nicht. Pipeline, sondern das ist Ja. einfach mein All-Time Verzeihung. Favorite, was jemals. Ich weiß gar nicht, ob damals schon Eidos überhaupt zu Square Enix gehört hat, ehrlich gesagt. Aber Eidos gehört jetzt halt dazu und deswegen. Stimmt, Hitman ist von Square Enix übrigens, DC. Hitman ist. Ja, gut, dann hat Ja, sich das ja schon dann, geklärt. ne? Also, wenn du Ich bei kümmere, Kai sitzt. ganz ehrlich, ich kümmere mich um sowas immer gar nicht. Also, ich könnte euch nicht mal sagen, von wem. Von Witcher 3 ist CD Projekt. Aber mich interessiert sowas echt überhaupt nicht. Also, mir ist das Wumpe, von wem das Spiel ist. Hauptsache, das macht Spaß. Also, ja, wenn Hitman drin ist, ist es wohl Hitman. Dann, ja. Gut, dann habe ich auch eins. Dann war deine Antwort kürzer, Garak. Danke. Hast gewonnen. Muss ich dir zugestehen. Ich hätte noch zwei ernstere Fragen gerade, oder sogar drei ernste Fragen, die mich auch interessieren würden. Und zwar von Lurchlord einmal, viele sagen ja, ältere oder auch sehr junge Leute sollten nicht zocken. Oder ist es, oder dass es komisch ist. Was meint ihr dazu? Also. Kommt jetzt die Standardantwort, Ja. lass die Leute reden, halt. Vor allen Dingen, inwiefern soll das komisch sein, wenn besonders junge oder ältere Leute. Also bei Jüngeren kann ich es ja verstehen, wenn man sagt, dass die Kids, sagen wir mal Kids, in jüngerem Alter noch irgendwie ihr Leben genießen sollen. Wenn ich dran denke, dass ich damals noch auf Bäume geklettert bin und im Garten Ninjas gespielt habe und so ein Schnickschnack. Das sind so Sachen, ich weiß nicht, da würde ich den Kindern noch gönnen, dass sie irgendwie viel draußen sind und selber noch Sachen machen und nicht nur am PC hängen, aber generell zu sagen, dass es komisch wäre. Gerade bei Älteren, warum sollen sie nicht selber entscheiden können, was sie machen? Ich finde es cool, wenn ältere Leute noch selber irgendwie sich dafür sind. Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Nee, ich habe gerade dieses Szenario vor Augen. Garak, seine Tochter kommt rein. Vater, heute wird nicht gespielt. Das ist Das komisch. Ich wollte untersage eine ich dir, Stunde das ist zocken. komisch, das machen nur meine Generation. Hör auf damit. Deswegen, eigentlich finde ich es voll cool. Die hat ja von mir spielen gelernt. Und Eben. also ich sag mal so, daran muss man sich wohl gewöhnen mittlerweile, weil alle, die heute zocken, egal wie alt sie sind, werden irgendwann alt und werden weiter zocken. Ja. Also wo ist da der Unterschied? Also Leute, die sich über so diese Frage Gedanken machen, sind eher schlichter gestrickt. Also weil die Frage ist eine Unfrage, es ist gar keine Frage, ja. Also weil es ist gar kein Thema. Ich weiß gar nicht, warum man sich da überhaupt Gedanken drüber macht. Außer bei den Jüngeren vielleicht, weil da kann ich es nachvollziehen. Man sollte, also meiner Tochter habe ich den Gameboy auch immer wegreißen müssen. Die hat den Gameboy, die ist jetzt knapp 30. Also ist die Gameboy-Generation. Und die hat, ja, in meinen Augen
zu viel gespielt. Außerdem war sie immer besser als ich, was ja gar nicht ging. Ja, Nee, und eben. deswegen musste sie weniger spielen, damit ich eine Chance hatte. Aber bei den Älteren, ich habe letztens bei Twitch einen gesehen, der muss über 70 gewesen sein. Finde ich total cool. Also, Hast du und ein ich paar dachte schon, Podcasts angeguckt, oder? was? Der war geil. Und, ja, gut. Und ich finde, das ist keine Altersfrage, sondern eine Frage der Einstellung, ne? Und ich glaube nicht, dass man das komisch finden sollte. Dann hat man irgendwie ein Wahrnehmungsproblem, glaube ich. Also selber, also wenn man das komisch findet. Ja. Ich freue mich ja auch schon drauf, im Altersheim zu sitzen und den ganzen Tag nur zocken zu Ja, können. kannst du Also, auch. viel besser als Zeitung lesen oder Es stricken. wird ja auch so sein, dass die Gamer von heute, Eben. dass im Altersheim werden die PlayStation 7 spielen, ja, Ja, oder 12, je hoffentlich. nachdem, ja. Und je nachdem, wie Deine alt sie jetzt Mutter! sind. Deine Mutter! Dann schreien sie sich an und schlagen sich über die Gehstöcke über Und zwei Sessel. dann sagt der 81-Jährige zum 73-Jährigen: Opfer, Alter. Das wird passieren, ja. Ist auch nicht schlimm. Die Erde dreht sich halt weiter. Ich habe halt das Glück gehabt, dass ich den Anfang der Computerisierung erlebt habe, miterlebt habe, über die gesamte Zeit. Und das finde ich total geil. Ich habe genau den richtigen Zeitabschnitt erwischt hier auf dieser Erde. Und das finde ich total geil. Und deswegen bin ich da total begeistert. Aber ich kenne viele, deswegen ist die Frage vielleicht ein bisschen, naja, die Frage ist an sich falsch gestellt. Aber grundsätzlich kenne ich viele in meinem Alter, die sind völlig braindead. Ja? Die sind schon gedanklich, sind die eigentlich schon tot. Ja, die gamen nicht, die sitzen, also im besten Fall sitzen sie im Garten und pütschern da ihre Blumen, was auch Vögel. in Ordnung ist, und gucken den Vögeln zu und haben überhaupt gar keine Hobbys. Und das finde ich eher arm und traurig. Und deswegen ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Finde ich Ich auch. habe. No. Also mein Stief. Außerdem bleibt ein Gamer, bleibt immer jung im Kopf. Das auch. Ja, mein Stiefpapa ist jetzt zwischen 50 und 60 und ich finde es gerade deshalb extrem cool. Mit dem habe ich auf der PlayStation auch schon was haben wir gespielt. Resident Evil haben wir gespielt, Silent Hill haben wir gespielt. Zelda Twilight Princess haben wir zusammen irgendwie quasi miteinander erlebt. Das ist total cool, sich auch mit seinen Elternteilen quasi übers Gaming unterhalten zu können. Der ist gehypt für Fallout 4, der bettelt mich an, dass ich ihm meine PlayStation 4 ausleihe, damit er das spielen kann. Solche Sachen. Das ist einfach Ja, viel ist cooler, wenn cool. die Eltern auch verstehen können, dass die Kinder zocken. So, meine Eltern wären niemals so offen meinem Beruf gegenüber gewesen oder hätten verstanden, dass ich viel Zeit in Spiele investiere, wenn sie selber das nicht nachvollziehen könnten. Ich meine, meine Mutter spielt Candy Crush auf dem iPad, aber davon wollen wir nicht anfangen. Aber gerade, dass so teilweise auch Erwachsene selber noch das so nachempfinden können und auch sagen können, dass sie das toll finden und dass sie da richtig drin hängen, so wie wir, ist eben, weiß ich nicht, nichts Komisches dran. Wollen wir weiterhüpfen? Yes. Alright, dann haben wir hier von Herrn Scraps of Paper eine Frage an euch vier. Wie haltet, nee, doch, wie haltet ihr es denn mit den ernsten Themen im Stream bezüglich zum Beispiel keine Politik etc. pp? Slappy? Also ich sage gerne meine Meinung und ich akzeptiere kurze Diskussionen darüber, aber wenn es Überhand nimmt oder Leute anfangen, zwei Meinungslager zu bilden und sich dann zu streiten, dann unterbinde ich das und sage, nee, geht ins Teamspeak, streitet euch da oder macht sonst was, aber wir sind hier des Videospielens wegen und ich als Streamer bin hier, um halt einen gewissen Eskapismus zu betreiben. Und spiele halt Videospiele, um eben nicht mit der Realität quasi hundertprozentig konfrontiert zu werden. Ich habe, ne, wie gesagt, ich habe meine Meinung dazu. Und ja, deswegen, also vor allem, ne, wir wollen jetzt nicht das Thema aufreißen, aber gestern habe ich gesagt, keine Diskussion darüber. Wir sind hier zum Videospiele spielen. Und gestern hätte ich es auch gar nicht akzeptiert, ehrlich gesagt. Von daher, das ist meine Meinung dazu. Und klar versuche ich immer ein bisschen, wenn ich denke, eine Meinung ist es wert, gesagt zu werden, dann sage ich sie auch. Ne, habe ich häufig gemacht zu dieser ganzen Flüchtlingsdebatte und so. Aber ich hatte jetzt auch nie das Gefühl, dass ich irgendjemanden, der bei mir im Chat ist oder war, erziehen müsste, weil meine Leute, die mir zugucken, die sind relativ intelligent und die haben eher halt auch die gleiche Meinung. Von daher, braunes Gesocks hat man hier eh nicht, zumindest nicht im Chat. Danke.
Also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, mir kommt zum Beispiel das blanke Kotzen, wenn ich dieses Pray for Paris sehe. Diese ganze, diese Ja. Hashtag-Blödsinn. Ja. Weil ganz ehrlich, das ist für mich wie Spendenmarathone. Schick ein Fuffi hin, helf den damit, anstatt im Internet deinen blöden Ein Hashtag. Avatar, deinen Avatar und deinen Hashtag zu benutzen. Ist eh nur Who cares? Niemand. Heuchelei. Eben, Also. das ist einfach Ja, ist ja nur. nicht mal unbedingt. Vielleicht sind, ich denke, dass großenteils die Leute einfach denken, dass es irgendwas bringt oder dass sie selber irgendwie preisgeben müssen, dass sie da quasi ihr Beileid verkünden mit. Dass irgendwie, also ich habe mich da auch komplett rausgehalten. Ich habe das gelesen, habe Twitter durchgesucht und dachte mir, ach du Kacke, jetzt geht das los. Und ich meine, jetzt so nach 2 Tagen drüber nachdenken, denke ich mir halt, dass die Leute wirklich nicht groß drüber nachdenken. Die ändern ihr Profilbild in der Meinung, soll denn wissen alle, dass ich da auch irgendwie für bin. Letztendlich kommt dabei nur nicht viel rum. Ich glaube, dass die wenigsten da wirklich was für tun oder irgendwo was für spenden oder irgendwie sich persönlich damit befassen groß. Die lesen das, denken, oh, Paris und machen Hashtag Pray for Paris. Das machen gerade alle, mache ich auch. So, Hauptsache dazugehören. So, genau, so Lemminge. ein typischer Gruppenzwang. Und das ist das, was mich so daran angekotzt hat. Ich habe das durchgescrollt und habe gedacht, ach, das kann doch nicht sein. Aber Das das ist eben Einzige, so. wo es bei diesen ganzen Hashtags darum geht, ist, dass dass Leute Angst haben, dass sie selbst vergessen werden. Weil gerade an Tagen von Tragödien denken alle Leute halt in die Richtung. Und ich war selber geschockt davon und ich habe in die Richtung gedacht. Und die Leute, die dann zu ihren Social Medias und so gehen, die hacken dann halt Pray for Paris ein. Nicht um zu sagen, ich denke an Paris, sondern um zu sagen, vergesst mich nicht. Ja, Ich ich habe es bin auch auch gesehen. wichtig. Ich habe es auch gemacht. Ich bin auch hier. Ja, genau Genau. das. Und das ist einfach so Selbstdarstellung im Internet und es ist Heuchlerei. Ja, ganz Ich finde einfach. zum Beispiel, dass es auch echt okay ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, wenn ich das sehe, ich habe es haufenweise gesehen bei mir, bei meinen Followern. Und ich denke mir dann auch, gut, ich würde es nicht machen. Es ist in Ordnung. Ich denke, viele denken da wirklich nicht so drüber nach, sondern denken, okay, die machen das alle, ich mache das auch, damit jeder weiß, dass ich auch irgendwie da Beistand leiste und irgendwie gedanklich bei diesen Leuten bin, wenn auch nur für 2 Sekunden, während sie es eintippen, ist ja auch in Ordnung. Ich sage ja auch nicht, dass jemand schlecht ist, der das macht, aber ich persönlich habe mich da absolut rausgehalten, weil ich das einfach nur, mich hat es persönlich angekotzt, das dauernd überall zu sehen, weil ich dann denke, das kann doch nicht sein, dass ihr alle nicht drüber nachdenkt. Wenn jetzt einer schreiben würde, ja, ich habe 300 € an diese Spendenaktion gemacht, spendet doch auch mal was. So, das ist dann wieder noch mal was anderes. Aber dieses, ich meine, ein Hashtag, das kommt nicht viel bei rum. Hat mich dann. Ich war selber mal von sowas betroffen und zwar zum Hochwasser 2011 in Dresden und Meißen, wo wirklich die Kacke am Dampfen war, also noch höher als 2008, glaube ich, war das. Und auch zu der Zeit war ich schon ein bisschen aktiver, was Twitter angeht und sowas. Und mir kommt echt die Galle an, wenn da irgendwelche schlechten Witze kommen und dieses, oh ja, wir denken an dich. Und dann guckst du, wo die Leute herkommen und dann sitzen die halt irgendwo, wo gar nichts ist. Und dann denkst du dir so, also ganz ehrlich, du denkst in dem Moment, Leute, ihr habt überhaupt gar kein Gefühl dafür, wie sich jemand fühlt, der gerade sein ganzes Haus bis in die erste Etage voll mit Wasser hat. Und da ist alles drin, was er sein Leben lang besessen hat. Und das ist genau derselbe Quatsch. Die Leute können gar keinen, also man kann dieses Mitgefühl, kann man gar nicht haben, weil man gar nicht weiß, wie die Menschen sich fühlen. Und im Endeffekt ist das, in meinen Augen, ist das kein Mitgefühl, sondern noch, du spuckst noch auf die Leute. Und das ist so, pff, wir denken an dich, ja, hier, mach du mal dein Ding. Wenn Leute was bewegen wollen, entweder fährst du dahin oder du lässt es einfach bleiben. Und ich finde es wirklich schade, dass das Internet immer da, was diese Bewegung angeht, so schnell ist. Und ich sehe das immer ein bisschen grenzwertig. Und deswegen habe ich das immer auch, um zurück auf die Frage zu kommen, nicht gerne im Stream, weil wir streamen ja, um Leuten was Positives zu geben und genau solche Sachen zu vergessen. Nicht um zu verdrängen, sondern einfach um Eine Weile. nach dem Tag, wo du eigentlich nur Gülle eingeladen hast, mal durchzuspülen mit ein bisschen Blubberbrause und danach fühlst du dich ein bisschen besser. Also ich bin wirklich ein ganz großer Gegner von solchen Themen im Stream. Nicht mal Stellung nehmen oder sowas. Ich finde auch, dass es schön ist. Es kann ja jeder für sich
quasi seine Empathie und seine Gefühle dafür verarbeiten. Das ist ja völlig in Ordnung. Ich bin auch nicht der Meinung, dass jeder, der einen Hashtag Pray for Paris hat, das nur macht, weil alle anderen es tun. Aber der Großteil tut es eben. Und das ist das, was stört. Und du kannst es halt auch nicht mehr differenzieren, wer von denen jetzt wirklich was damit zu tun hat. Ich habe auch einen Freund gehabt, der ist in Paris gewesen zu der Zeit. Da habe ich auch sofort wissen wollen, was ist los mit dem, geht es ihm gut. Aber es ist halt, die Medien pushen irgendein Event hoch, was gerade groß ist, was in der Nähe ist, was irgendwie sich lohnt für die Medien. Und alle ziehen halt hinterher. Und das ist nichts gegen Empathie, nichts gegen Teilnahme, nichts gegen Gefühle ausdrücken und den anderen Leuten sagen, dass da welche sind. Ich finde es auch schön mit den ganzen Italien-Flaggen, die sie überall in Deutschland dann gezeigt haben, in Lichtern und an Türmen und schieß mich tot. Das ist ja auch schön, vor allen Dingen für die Franzosen, die dann da sitzen, wo es halt wirklich aktiv passiert ist, dass sie wissen, dass Leute da auch sind und dass man zueinander hält. Das ist ja schön und gut, aber diese, aus irgendeinem unerfindlichen Grund hat es mich trotzdem gereizt, das auf Twitter halt zuhauf zu sehen. Einfach jeder Post war es. Jeder hat irgendwie was posten müssen. Jeder musste sein Profilbild ändern. Und alle haben gedacht, so, das ist es jetzt. Und dabei wusste ich von 50% der Leute, die ich da gesehen habe, wo ich mir dachte, du bist auch nur so ein Mitläufer. Du warst der, der vor 3 Monaten noch sein Profilbild in den komischen Regenbogenfarben gemacht hat, weil das nämlich auch gerade trendy war. Solche sind das dann, die so jeden Tag ihres wechseln mit dem, was gerade Trend ist. Nicht Italien, Entschuldigung. Du meintest Frankreich, Lilly, oder? Ja, das Also ich habe meinte auch ich. Frankreich gehört, das Ja, ich hatte nur habe Rauschen es gerade gerade. geknackt, Ja, das war sorry. leicht belegt mit Rauschen. Ich sehe das, falls ich dann noch meinen Senf Ja, klar. nochmal dazugeben kann. Ich sehe das aber auch so. Wir sind Streamer und wir sind hier des Games willen. Wir sind keine Politiker. Und deswegen sollte man jetzt, ne? Wir haben alle natürlich unsere Meinung und jeder sollte seine Meinung haben, aber wir sind ja auch nicht hier jetzt, um über Politik zu quatschen im Stream. Und deswegen sollte man das auch alles nicht allzu ernst nehmen. Vor allen Dingen halt diese ernsten Themen klar berührt uns das und klar haben wir alle unsere Meinung. Und ich persönlich finde es wichtiger, nicht sein Profilbild zu ändern, sondern eher in die Richtung zu arbeiten, dass die Leute verstehen, dass das eben kein Grund ist, gegen Flüchtlinge zu sein, sondern eben ein Grund ist für. Also dieses Welcome Refugees, weil genau das, was in Paris passiert ist, passiert da unten jeden Tag. Und das ist genau das, wovor die Leute fliehen. Und ich finde es viel wichtiger, das immer und immer zu wiederholen, dass die Leute, die einem zuhören, das auch verstehen. Weil viele werden jetzt auf die Idee kommen und sagen, seht ihr, haben wir doch gesagt, Flüchtlinge sind schlecht, weil das waren keine Flüchtlinge. Die haben Le Französisch untereinander gesprochen. Ne? Deswegen finde ich es viel wichtiger, das zu machen und das auszudrücken und das zu sagen und nicht sein Profilbild mit einer französischen Flagge übermalen. Lasst uns weiter hüpfen, es wird ganz schön. Halt! Ja. Darf ich mal was sagen? Ja, Ich habe zu bitte. diesem Thema noch gar nichts gesagt, Entschuldigung, Gary, ich weil dachte, du sahst ich gerade so habe. genervt aus. Ich Ja, ich bin wollte. etwas genervt, weil ich das nicht. Mir platzt gerade der Kopf. Ich habe hier nämlich tausend Sachen dazu zu sagen. Ja, Also, dann hau rein. Alfbart hat das genau auf den Punkt gebracht im Stream, im Chat gerade eben. Wir sind Personen des öffentlichen Lebens und Leute legen Wert auf unsere Meinung. So sehe ich das persönlich auch. Bei mir ist kein Friede, Freude, Eierkuchen-Stream, sondern ich sage meine Meinung. Also ich verstell mich da nicht. Das heißt, ich habe eine Meinung als Weltbürger, sagen wir mal so. Ja. Ich habe meine Meinung und ich mache da auch kein Hehl draus. Ich sage nicht, Leute, wir reden hier nicht drüber, weil wir wollen hier alle happy sein, wenn die Welt so scheiße ist. Da kann ich nicht happy sein. Ja. Das heißt, ich kann es nicht ignorieren. Allerdings muss man da ziemlich genau aufpassen, was man macht. Man muss aufpassen, wie weit man das gehen lässt und man muss schon ein bisschen gucken, den Überblick behalten, in welche Richtung sowas läuft. Ich persönlich würde zum Beispiel nicht über dieses Thema von vorgestern, über das ihr nicht reden wolltet, aber gerade 10 Minuten diskutiert habt, diskutieren. Dieses Thema ist für mich völlig Voodoo, ist mir völlig egal. Vielleicht muss ich da auch zu einem Psychiater, weil ich wieder mal festgestellt habe, dass es mich überhaupt nicht interessiert hat. Und zwar, natürlich sind da Menschen gestorben, aber es sterben in Deutschland fast genauso viele Kinder täglich. Also, nur weil die Medien da gerade mal hingucken, es ist eine verdammt scheiß Tat, klar. Die Schuld liegt nicht bei den Franzosen, die Schuld liegt ganz woanders, die Schuld liegt in der Weltpolitik. Die machen den Scheiß, keiner haut diesen IS-Idioten zwischen die Eier. Ja? Und solange das so bleibt, wird sich da auch nichts dran ändern. Also sie müssen nicht rumheulen, sondern sie müssen einfach mal was tun. So,
Nur, das kann ich als Streamer nicht ändern. Ne? Aber ich kann aber meine Meinung dazu kundtun. Und in einem gewissen Rahmen, weil der Stream ist natürlich, ja, wir spielen, wir machen hier Gaming. Ja? Deswegen, ich würde nicht sagen, Friede, Freude, Eierkuchen und so und das komplett ausblenden, weil ich lebe ja nun mal in dieser Welt. Aber ich würde es auch nicht übertreiben und im Stream stundenlang über irgendwie weltpolitische Themen zu diskutieren. Das Einzige, wo ich vielleicht sagen würde, dass es Sinn macht, weil es mit Streamen zu tun hat, ist die Netzpolitik. Über Netzpolitik rede ich doch ganz gerne mal, weil alles andere kann ich nicht beeinflussen, die Netzpolitik in der Regel auch nicht, aber zumindest passt das zum Streaming, ja. Ich rede gerne über Netzpolitik, weil was mit uns gemacht wird, dass wir permanent immer mehr überwacht werden, dass auf jeder Internetleitung der Schnüffler dran sitzt und dass wir in Zukunft Streams wie diese hier vielleicht nur noch gegen Aufpreis sehen können, ja, weil die Netzneutralität gerade ausgehebelt wird. Das kriegt der normale Mensch auf der Straße einfach nicht mit. Und ich finde, da ist es meine Aufgabe zu informieren, dass das so ist. Leute, geht auf die Straße. Das ist ja völlig unbekannt in Deutschland, dass wir Demonstrationsfreiheit haben. Das tut keiner mehr. Und wenn, dann machen das die Idioten. Ja? Die gehen auf die Straße, aber Leute mit Kopf gehen in Deutschland nicht mehr auf die Straße. Das war 1985, 86 vorbei. Die letzte sinnvolle Demonstration, an die ich mich erinnere, war die Startbahn West in den 80er Jahren oder vielleicht noch mal hier und da gegen ein Atomkraftwerk. Was da im Osten passiert, ist eine ganz andere Geschichte. Da wäre es gut, wenn wir keine Demonstrationsfreiheit hätten, aber wir haben sie nun mal und das ist auch gut so, dass wir sie haben. Ne? Und also wie gesagt, da glaube ich schon, dass es meine Aufgabe ist, hier und da, wenn ich gefragt werde, zumindest meine Meinung zu sagen. Also ich mache da nicht den Deckel auf den Port und sage, hier, wir sind halt ganz toll und wir freuen uns, dass wir hier spielen können. Das wäre ja auch Heuchelei, also von meiner Seite aus. Und das will ich nicht. Aber ich gebe euch recht, ich würde niemals über so Geschichten von vorgestern, da würde ich nicht drüber diskutieren. Ich kriege eine Krise, wenn ich diese ganzen empathischen Leute sehe. Aber sie sind halt so, wie sie sind. Und vielleicht hilft es ihnen ja auch selbst, dem einen oder anderen hilft es vielleicht auch selber, damit klarzukommen. Es ist ja auch vielleicht eine Art der Verarbeitung. Das kann man gar nicht ausschließen, ne? Also, ja, das sind meine 3 Cents, die ich dazu sagen wollte, weil ich das so sehe. Also wie gesagt, ich bin da dann doch eher nicht zu tief, aber ich will meine Meinung zumindest haben. Die ist auch gut, aber also ich zum Beispiel, ich sag dir, warum ich es im Stream nicht mache. Weil bei mir zünde ich dann einen Knaller. Und den Knaller, also meinen eigenen Knaller. Weil ich sehe die Welt nämlich ziemlich kacke. Ja, sie Und ist ja auch so. Sie ist ja auch so. eben drum. Und du weißt, wie das ist, Leute. Du weißt, wie das ist. Viele Leute können mit der Wahrheit nicht umgehen. Und wenn du denen sagst, Ja. dass dir Paris einfach gerade scheißegal ist, weil in Afrika, weiß ich, 500.000 Kinder übertrieben im Jahr oder am Tag sterben, das will dann keiner wissen. Weil das, was interessiert mich das? Und warum kannst du sagen, dass dich Paris nicht interessiert? Weil es mich einfach nicht interessiert, weil es passiert. Und das liegt nicht daran, dass es einfach passiert, sondern das, was du gesagt hast, das ist einfach mal die scheiß Weltpolitik. Und das ist genau dasselbe mit Netzneutralität. Was willst du zu Netzneutralität sagen? Entweder, das ist wie, Verzeihung, dass ich Frankreich jetzt oder zum Beispiel auch mal ab und zu in London nehme, wenn die Straßen angezündet werden. Das sind dann Sachen, die gehört werden und nicht. Naja, ich denke, man sollte aber darauf aufmerksam machen. An den meisten geht das ja vorbei, ne? Eben. Und deswegen sollte man darauf aufmerksam machen. Im Übrigen, Logfall, ich habe nicht gesagt, dass ich gegen das Demonstrationsrecht bin, sondern dafür. Und hier gab es noch irgendwas mehr. Ja, natürlich, auch meine Mütze ist ein Statement, ganz klar. Ich bin gegen das Abmorden von Walen. Aber trotzdem esse ich Fleisch. Ja, also ich gehe nicht so weit, dass ich jetzt Vegetarier deswegen werde. Also man muss immer gerade bleiben, denke ich mal, und für sich das selbst entscheiden. Das ist also so eine wichtige Geschichte. Und man muss nicht jeden Hype mitmachen, nur weil die Bildzeitung gerade irgendwas schreibt, ja, oder im Fernsehen permanent dasselbe. Es ist traurig, das ist scheiße, was da gelaufen ist. Das ist noch eine ganz klare Sache. Aber da muss man nicht eine Flagge ach, keine Ahnung. Also wie gesagt, jeder soll das machen, wie er will. Innerhalb des Streams, wie gesagt, ist das aber so ein Minenfeld, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist ein Minenfeld, definitiv. Ich gehe gerne durch Minenfelder, allerdings schon kalkuliert. Und
Manchmal, das geht dir ja manchmal genauso, manchmal kommt dann der eine oder andere Mod und shadet dann ganz kurz, kannst du mal aufhören? Ja. Und ja, ist halt so, manchmal gerät man dann halt auch in Rage, ja. Und aber auf der anderen Seite, ich habe festgestellt, dass ich mit meiner Meinung, wenn ich dann mal eine habe zu irgendwas, gar nicht so verkehrt lege, weil in den meisten Fällen kommt dann Zustimmung. Es traut sich nur keiner, ja. Das ist ja immer das Problem. Die meisten trauen sich einfach gar nicht, mal zu sagen, was sie denken. Es bringt Und es. dir auch nichts, wie du gesagt hast. Das ist ein Minenfeld. Du brauchst es nicht im Stream besprechen, wo du Spaß haben willst. Also ganz ehrlich, wie gesagt, da steht schon wieder so ein Kommentar drinne. Ihr wollt nicht darüber reden. Warte mal, darf ich das noch mal ganz kurz Ja, das hatte ich auch zitieren? gerade. Wo steht das? Wow, ihr regt euch über die Welt auf und wollt aber nicht darüber reden. Ja, ganz einfach wollen wir nicht darüber reden, weil ganz viele Leute sich A nicht verstehen können, weil Schreiben und Reden ist ein ganz großes Kacki, weil das kein Mensch versteht. Denn Mimik und Gestik zählt dazu. Und es bringt einfach nichts, Leute sich über Netzneutralität im Stream aufzuregen. Was wird das? Gar nichts. Damit bewegst du so viel. Es bringt dir was, die Leute darüber zu informieren, dass sie sich eventuell Artikel durchlesen sollen und dadurch aufmerksam werden durch die ganze Sache und die aufklären. Aber es bringt dir nichts, da Hasstiraden zu schnüren. Weil, wisst ihr, was das Wichtigste ist? Leute sollten sich selber über gewisse Dinge informieren. Denn das, was Garak sagt, ist Garak seine Meinung. Das, was Slappy sagt, ist Slappy seine Meinung. Und Lilly genau dasselbe und das, was ich sage. Und es bringt euch nichts, irgendwen. Es bringt euch überhaupt null nada. Mit, weiß ich nicht, wie viele Leute da sind, 400 Leute gegen einzureden. Weil der Mann am Drücker hat sowieso den Zünder in der Hand. Und wenn Feierabend ist, ist es Feierabend. Und genau deswegen finde ich, auch jüngste Ereignisse, beispielsweise diese Schola-Geschichte bei Twitch, ist genau dasselbe in Grün. Niemand informiert sich, alle quacken nur rum. Hier, Ja, das das war auch so ein Problem. Ding. Ja. Das Ding ist Aufklärung, Leute. Da gibt Aufklären, das es. ist das A und Ja. O. Nicht diskutieren oder Hasstiraden schnüren. Aufklären. Mehr nicht. Und das muss man nicht im Stream machen. Dafür gibt es Twitter, dafür gibt es Facebook. Da kann man Artikel raussuchen, da kann man Videos verfassen. Aber in einem Stream, Leute, wo es um Entertainment geht, ihr geht auch nicht ins Kino, um euch eine Dokumentation über Paris anzugucken, im Vorspann von 30 Minuten, um dann Avengers Total Recall 15 zu genießen, wenn ihr versteht, wie ich meine. Und ich finde, das hat im Stream nichts zu tun. Meinung, okay, kann gut sein. Aber ich finde, das hat da überhaupt gar nichts zu suchen im Entertainment. Denn guckt Fernsehen, guckt RTL und so, ist meine Meinung. Da könnt ihr euch das gerne berieseln lassen. Und dann würde ich auch die ernsten Themen wegpacken wieder, weil das eskaliert halt immer. Seht ihr jetzt gerade, Ja, ne? das ist genau Stimmungsbogen das. pff, geht gleich wieder in den Keller, wegen der ernsten Frage. Da seht ihr, das ist das beste Beispiel. Nächste Frage. Nächste Frage ist, wie unsere Zukunft aussieht. Was ist, wenn irgendwann das Stream out wäre? Was würdet ihr machen? Weiterleben. Beste Mir was Antwort. Neues suchen. Also ich würde es schade finden, weil das Spaß macht und man viele le nette Leute kennenlernt, aber einfach weiterleben, ne? Es ging ja auch vorher ohne. Ja, das stimmt wohl. Ja. Naja, bei uns ist Veränderung ist es schön. sowieso, aber ich glaube, bei mir und Dizzy ist es nochmal was anderes, weil wir ja quasi beruflich streamen. Ich meine, wenn ich jetzt aus Hobby streamen würde, wäre es halt, dann ist es vorbei, dann suche ich mir ein neues Hobby, dann spiele ich plötzlich Basketball oder werde Weltmeister, Fußballspielerin, man weiß es ja nicht. Aber Wow, das sind ein Pläne. Kugelstoßerin wäre vielleicht nicht schlecht bei mir. Aber Handball, du wohnst in Kiel, Handball ist angesagt. Oder segelt. ja, wahrscheinlich. Nee, ich werde Kugelstoßerin. Aber ich meine, jetzt wenn es mein Job ist, ist es natürlich ein bisschen blöd, weil wir müssen uns ja quasi einen neuen Job suchen. Aber ich meine, selbst das, ich würde wahrscheinlich nochmal studieren. Das Habe wäre ich was, schon das, gemacht, kann ich dir empfehlen, ist ja, cool. das ist was ich noch nicht gemacht habe. Ich würde Ich habe wahrscheinlich das studieren wollen. zweimal gemacht. Okay, du musst wieder über die Stränge. Slabby ist noch bei. Ich mach's immer noch. Und beide mal abgeschlossen, ne? Wohlgemerkt. Wow. Das haben ja viele fünfmal studiert, das hilft ja nicht. Also ich habe zwei angefangen, habe eins abgeschlossen. Ja, das ist doch gut. Ja, Das ist doch ich gut. bin stolz, aber irgendwie. Wieso Heute bist du? hat mich schon wieder jemand gefragt, denkst du, dass du in deinem Beruf nochmal einsteigen könntest? Und dann musste ich ganz ehrlich sagen, ich habe ganz schön viel vergessen die letzten 2 Jahre. Ja, du hast doch einen Beruf. Ja, aber wenn es denn mal vorbei ist, so in der Zukunft, habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht, um wirklich ehrlich zu sein.
Du machst doch was mit Medien. Ja, ich weiß nicht, wenn sich die Chance ergeben würde, wäre das gar nicht so schlecht, irgendwie nochmal in so ein. Spielebewerter. Wow, also das will keiner lesen, glaub mir. Super. Ich bin so eine, ich sag's jetzt mal, Verzeihung, Drecksau, ich rupf alles auseinander. Ich glaube auch, ja. Also das ist, das kommt nicht so gut. Glaube aber, Deswegen. dass. Ne, mach du. Ich glaube aber auch, dass gerade Streamer, so die relativ viel Erfahrung haben oder auch viele Connections haben, wenn das Stream vorbei sein sollte, später vielleicht in andere Sachen einsteigen könnten, wie Moderation oder E-Sports-Sachen. Da gibt es ja genug Möglichkeiten, in die man dann quasi schon genug Einblick hatte, diese Jahre, die man gestreamt hat und vielleicht auch genug Connections gesammelt hat, als dass man da sich dann in die Richtung jobtechnisch weiterentwickeln könnte. Also das kann man ja vielleicht vorher nicht unbedingt. So hat man vielleicht schon mal den Einstieg für den einen oder anderen. Nicht jeder. Aber Kugelschloss. Willst du jetzt mal wirklich Butter bei den Fische? Willst du wirklich Kugelstoßerin werden? Okay. Ich Du, glaube, ohne mit meinem tolles Ärmchen. Wer weiß, vielleicht hast du da die Power des Grauens drin und stößt die Murmel schon 20 Meter oder so. Vielleicht trainierst du auch abends Schön immer wär's. mit Basti, deswegen machst du auch dann immer so eine Disco-Moves oder so. Stimmt, Bizeps. deswegen, ich heb ihn immer hoch. Eben. Weiß man Die nicht. einzigen Bewegungen sind meine Maus, glaube ich. Slabby, war Aber das. es war ja nur so, ne? Ach, ja. Idee. Slabby, war das wirklich deine ernste Antwort mit einfach nur weiterleben oder hast du da noch so. Weiterleben hat Gara gesagt. Das habe ich gesagt. Nee, du ja auch, oder? Ja, so ähnlich. Ja, Ich weiß okay. gar nicht Na, mehr, meine was ich ich doch. gesagt habe. Wollte ich doch sagen. Irgendwas Neues suchen, keine Ahnung. Also, ne, ich verdiene zwar kein Geld, aber es ist trotzdem ja momentan mehr oder weniger mein Job. Ich stecke ja trotzdem 40 Stunden die Woche rein. Auch wenn ich es nur zum Spaß mache. Aber keine Ahnung. Irgendwas findet sich immer und ich mag Veränderungen. Anders als viele andere Leute, die vor Veränderungen Angst haben, fand ich das immer toll, weil ich hasse es, jetzt schon zu wissen, was ich in 20 Jahren machen will. Nervt mich. Ich will ja auch nicht 40 Jahre nur für die Rente arbeiten, sondern ich will mein Leben so leben, wie ich es jetzt gerade in diesem Moment mag. Und wenn das mit dem Stream vielleicht doch nichts wird oder ich irgendwann keine Lust mehr habe, dann suche ich mir irgendwas Neues, Verrücktes, Beklopptes, was mir Spaß macht. Kugelstoßen. Kugelstoßen zum Kugelstoßen. Beispiel, genau. Ja, es kommt in Mode, habe ich gehört. Ja, ich höre das auch. Ist der Hype. Ja. Was ich jetzt mal so unter uns mal, was ist eigentlich mit diesem Out-Käse? In und out, wie in und out? Wie kann ein Stream irgendwann mal out sein? Wer möchte nicht einen jungen, adretten, sexy Mann wie Garak beim Flugsimulator zugucken? Nee, Lilly, nee, nee, ich hab extra ausgeholt. Ich habe auch Slappy versucht, aber dann bin ich zu Garak gekommen. Ich meine, das kann doch nie out werden. Oder? Nee. Nee. Glaubt ihr, dass der Streaming irgendwann weg sein wird? Einfach Ich so? glaube, ich glaub nicht mehr. Das wird weitergehen. Es wird anders sein. Es wird sich verändern. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Es hat sich ja schon stark verändert. Und das merkt man bei Twitch sehr stark. Weiß nicht, wie das bei Hitbox ist. Ich glaube, die sterben so vor sich hin. Ja, es streamt ja keiner mehr. Und die haben halt die Marketing-Power nicht. Ja? Sonst, weil qualitätsmäßig oder so sind sie ja nicht schlechter, aber sie haben halt keine Marketing-Power, da ist keiner. Wenn du keine Zuschauer hast, dann brauchst du nicht zu streamen. Und wenn du, ne, es ist so ein Henne-Ei-Problem, ja. Wie kriegst du die Leute hin? Also bleiben sie alle bei Twitch. YouTube hat vielleicht nochmal eine Chance. Vielleicht wird sich das ändern, das Streamen insgesamt. Aber ich glaube nicht, dass sich das. Also man hat ja auch vom Internet behauptet, das ist eine vorübergehende Geschichte, aber es hält sich anscheinend doch noch 2, 3 Jahre. Wir sind noch lange nicht da, wo wir sein könnten. Nee. Wenn du dir anguckst, wie wenig, in Anführungsstrichen, Zuschauer die großen Streamer haben. Ich meine, vergleich das mal mit anderen Medien. Da Ja. sind da schon 20.000 Leute, die dir zugucken. Von daher, das wird noch ein paar Jahre wachsen. Das Und denke ich auch, ja. wir werden nicht in ein paar Jahren uns darüber freuen, dass Dan die 18.000 Zuschauer knackt, sondern. Da werden wir über ganz andere Zahlen reden in Bayern. Was ich interessant finde, ist, wie diese alten, in Anführungsstrichen, Medien da irgendwann mal drauf reagieren oder ob sie einfach das komplett verpennen, was sie ja grundsätzlich tun, wenn irgendwas Neues kommt. Irgendwann müssen sie ja aber mal drüber sterben. Ich meine, ihnen fehlen ja so langsam dann auch die Werbegucker, ja. Denn wer guckt denn noch Fernsehen, wenn er Streams guckt?
also das, die Generation Streaming-Angucker, wie auch immer man sie nennen will, ist ja nicht mehr am Fernseh gucken. Das geht ja nicht. Du kannst ja nicht beides gleichzeitig. Also vielleicht gibt es das. Frauen sind multitaskingfähig. Ich kann das nicht. Und nee, auch nicht? Okay. Und also das wird sich bestimmt noch ändern. Vielleicht kommt auch noch was von den richtigen, in Anführungsstrichen, Medien. Aber die Marktmacht von Google und Amazon ist natürlich gigantisch, ne? Also die drücken also ich glaube nicht, dass sich da so großartig was ändern wird, außer zum Positiven. Schneller, bunter, hübscher und mehr Zuschauer. Darf ich mal kurz eine These aus dem Chat aufgreifen, was ich vorhin eigentlich erreichen wollte mit diesen Game-Kritiken? Und zwar folgender Satz: Weil die Spiele immer schlechter werden. Hat es irgendwie Was? 2015 an irgendwem was vorbeigegangen? So, ich hau ab. Also ganz ehrlich, also habt ihr auch das Gefühl, dass die Spiele immer schlechter werden? Nein, das ist Nicht alles, wirklich. das ist Community, bla bla bla. Das ist, weil die Leute immer, also keiner so richtig eine Meinung hat und dann reden sie alle einfach nur irgendwelchen Leuten hinterher, die sie Ja, toll ich finden. wollte Das ist Blödsinn. Die Games werden demnach, und ich bin ja nun schon ein paar Tage älter, werden die Games seit 30, 35 Jahren, werden die Games jedes Jahr schlechter. Die waren aber ja schon 87 unterirdisch schlecht. Also wir hätten jetzt gar keine Games mehr, wenn das stimmen würde. Nein, die Games werden viel, viel komplexer und besser. XCOM zum Beispiel, geiles Spiel. Oder eben auch Dein Witcher oder das sind auch so komplexe Games. Vor 5 Jahren hätte kein Mensch darüber nachgedacht oder sich hätte träumen lassen, solche Games spielen zu können. In der Grafik, in der Tiefe vor allen Dingen auch. Das sind ja zum Teil komplette Kinofilme und da sitzt man drin und spielt mit. Also, und ich glaube auch, dass die Games-Industrie in die Richtung geht, dass man später einfach wirklich Teil des Geschehens wird und zwar innen drin. Und nicht nur draußen vor, so mit Brillen oder was auch immer. Also das Einzige, wo ich mir vorstellen kann, ist, dass es für Streaming schwierig wird nachher, wenn die Leute alle mit einer Brille davor sitzen und ihre Games spielen, weil das kann ich nicht mehr streamen vielleicht, ja, weil die Habe ja, ich auch schon gedacht. das ist, glaube ich, so eine Sache, wie will ich das denn streamen, ja, also Der Einzige, den ich gesehen habe, der hat eine Brille aufgehabt, also eine Oculus, und er hatte einen Timer laufen auf, ich glaube, alle 5 Minuten hat er geklingelt, und dann hat er kurz die Brille abgenommen, Chat durchgelesen, auf alles geantwortet, Brille wieder aufgesetzt und Ja, es ist weitergezockt. ja gut. Ja, es Aber da wird ist. es bestimmt Lösungen geben oder Ja, so, ne? wird Es es ist noch garantiert, ja. 2016 soll ja das endlich rauskommen. Ich werde einer der ersten sein, die es haben wird. Wie das streamen wird, weiß ich nicht, aber irgendwelche Lösungen. Night Dev wird sich da schon irgendwas überlegen. Also, weiß ich nicht. Dieser Kindershold, Verzeihung, für mich ist das gerade Kindershold. Ich habe auch gerade gelesen, weil Spiele immer verbuggter werden. Ja, Ach ist so. Blödsinn. Die Also kommen da früher raus. ganz ehrlich, Habe ich Leute, als 15-Jähriger auch immer ich habe, gesagt. ich Ja. ganz, ganz ehrlich, Leute, wenn man sich das mal überlegt, und das ist keine Verteidigung, ja, da kommt einfach mal so ein Witcher oder Fallout oder GTA raus und da findet man immer mal einen Bug. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin momentan wirklich begeistert, wie gut die Spiele wirklich laufen und was für Kleinigkeiten nur da kaputt sind. Ich meine, natürlich können wir jetzt DayZ zu Rate ziehen, was nach 3 Jahren auf einmal keine Zombies mehr hat, weil die nicht mehr funktionieren. Wir können uns H1Z1 nehmen und so weiter und so. Wie viel Early Access Spiele noch? Okay, schmeißen wir die mal weg. Nehmen wir mal AAA-Titel dieses Jahr. Welche AAA-Titel waren dieses Jahr kaputt? Batman? Oh, warte, da ist ja gar nichts mehr. Huch, was? Nur ein AAA-Titel hat nicht funktioniert? Der Rest ist Early Access-Gelumpe, was nicht funktioniert. Und da weiß Ja, man, was das man ist kauft. eben. Da differenzieren die Leute nicht mehr. Die denken irgendwie, dass Early Access-Titel dann nicht verbuggt sein dürfen. Und darüber wird sich dann beschwert. Letztendlich ist es ja eigentlich, sollte man davon ausgehen, dass bei einem Early Access-Titel irgendwas nicht funktioniert. Und Also ich. wahrscheinlich, wenn man dann das große Ganze sieht und denkt, okay, ich habe die ganzen Spiele gespielt, alle in der Early Access, aber die waren alle verbuggt. Also ist das alles scheiße. Ich So. finde, ich find's komisch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, um den Internetbegriff zu benutzen, ich verstehe das Hold einfach nicht mehr. Ganz ehrlich, wenn ich vor Dings sitze, vor Fallout, ist das bei mir die ganze Zeit nur so. Rubbel dir deine Nerd-Leiste. Den ganzen Tag. Und dann kommen Leute rein, boah, wie kannst du so eine Kack-Grafik spielen? Und dann denkst du dir so, oh mein Gott, ich spiele das seit 60 Stunden. Ich habe die Zeit vergessen. Was ist mit dir los? Was spielst du? Counter-Strike? Ark? H1Z1? Holy moly! Und dann,
Wie kann man dafür nur 60 € bezahlen? Okay, rechnen wir mal die Stunden hoch in Kino besuchen. Okay, 60 € ist doch recht okay. Oder, also denkt ihr auch, dass Leute da irgendwie viel zu, verzeiht mir den Ausdruck, salty sind? Es ist Ja, grauenvoll. total. Ich muss mal Aber rein. hier so ein Airport, ja, so ein Flugplatz bei meinem Flugsimulator kostet 30 €, ja. Das ist aber nur der eine Flugplatz. Ein Flugzeug kostet $140, ja. Ja, und Oh, das, was sind das ja. für Preise? Die Frage, was kostet die Welt, hat bei dir noch ganz anderen Stellenwert. Ja, und da frage ich mich immer, Leute, habt ihr irgendwie einen Schuss? Ey, das Spiel kostet 60 €, ja und? Kaufen. Ja, also, nun muss man dabei einen Unterschied sehen. Wenn man ein PlayStation-Game für 80 € kauft, dann ist man nach einer Woche damit durch oder vielleicht auch nach 2 Wochen, wenn man Glück hat. Mein Flugzeug fliege ich seit 8 Jahren. Ja? Also die Relation, das will ich damit sagen, ist immer das Entscheidende. Wie viel Spielspaß kriege ich pro Euro? So, und das halte ich für wichtig. Wenn ein Schrotttitel, sagen wir mal, ja, ich will es keinen nennen, aber nehmen wir mal so ein H1 Z1 oder was, ja? Wenn das 60 € oder 50 oder 40 im Early Access kostet, dann ist es nach meiner Meinung maßlos überzogen. Wenn aber, das dürfte mit 20 € besser bewertet sein. Also muss man auf den Sale warten. Wenn man allerdings für ein Spiel wie The Witcher 60, 70 € bezahlt, dann ist das viel zu billig. Davon würde ich auch 120 € hinlegen. Das ist es nämlich wert. Und da fehlt, glaube ich, vielen einfach die komplette Realität, also diese, ja, es passt nicht mehr zu dem, was eigentlich an Leistung da drin steckt. Ich sehe das immer so, wenn du ins Kino gehst, hast du zwei Stunden Spaß und bezahlst 12 €. Jetzt rechne das mal auf Videospiele um. 12, in welche Kinos gehst du Wollte denn? gerade sagen. Hallo, Also. wir keine Ostpreise, ja? Herr Slapstick wohnt im Westen. Bitte was? Bei uns ist das ist wirklich so, ohne Witz, Leute. Bei uns ist es schweinegünstig und da drüben ist es Echt? halt echt super teuer. Und das ist Also nicht wenn ich in irgendwie. so ein Sinister kostet auf jeden Fall so 10, 12 € für einen Film. Hier bezahlst du locker 14. What? Ich Ja. bezahle hier 6. Ja. Ich bin. Ja, du wohnst ja nun auch, ne? Ha, Ich habe nicht, ich sag da wow. nichts Nur weil ich hier in der zu. Triangulation von Polen und Tschechien wohne. Ja, genau. Aber bei uns, ohne Witz, bei uns ist das nicht so teuer. Bei uns kostet es 6, 8. Ja, kommt auch drauf an, in welches Kino du gehst. Aber wenn du für 6 € ins Kino gehen willst, dann musst du in die Sneak Preview hier gehen. Ja. Dann kommst du auch für 6 rein. Aber dann kriegst du halt auch. Oh, davon fangen wir gar nicht Ja, erst an. Da eben. kann ich nämlich Storys erzählen. Early Access Filme. Ja, genau so quasi. Weiß halt nicht, was du bekommst. Da kannst du auch mal direkt Hello Kitty Online spielen, anstatt Fallout 4. Um Soll das zu spaßig sein, vergleichen. habe ich gehört. Hello Kitty Online. Ja, vielleicht mal eine Chance geben. Nee, 6 €? Keine Ahnung. Also wir waren letztens da. Das war allerdings auch ein 3D-Film. Da haben wir 14,50 € pro Person bezahlt. Das ist schon. Und das für Paranormal Activity, den neuen. Hey, dann war mein Witz total blödsinnig gerade. Entschuldigung, ich dachte, bei dir ist es günstiger. Okay. Dann ist Nicht es wohl doch wirklich. schon angepasst, würde ich sagen. Wollen wir eigentlich mal weiter hüpfen? Ja, nächste Frage. Ich habe Sicher. hier. Hast du eine Lilly? Wolltest du? Nein, ich Ach wollte so. nur, ja, dass du weitermachen darfst. Ach so. Na, aber das ist ja sehr nett von dir, junge Dame. Ja, Und sehr zwar hat jemand höflich. gefragt, ob wir Internetleitungen, ob wir Geschäftsleitungen haben. Wollen wir das einfach kurz mit Ja und Nein beantworten? Nein. Du meinst jetzt, ob wir eine Businessleitung Ja, ob wir haben? eine Ach Businessleitung so. haben. Yes. Nö. Ich bin noch ganz normaler Standardkunde. Wenn ich da Anruf und Drama mache, kommt das besser als Privatkunde. Nee, das hat zu tun mit der Bandbreite und der Verfügbarkeit. Ja, Also okay, das ist richtig, aber ich hatte. das, ja, bei dir geht das, also in den Großstädten, und Kiel gehört ja nicht dazu, das haben wir vorhin ja schon besprochen. In den Großstädten ist es halt auch einfacher, an normale Leitungen ranzukommen, die man dann bezahlen kann. Bei uns hier auf dem Land ist das schon ein bisschen schwieriger. Bei Ich mir habe. nur, weil wir. Oh, sorry, Slavi. Nein, ich wollte nur kurz sagen, ich habe die Preise bei mir auf der Arbeit gesehen, was eine Businessleitung kostet. Nein. Hier macht es kaum Unterschied. Also Okay. wir zahlen 42 für eine normale und 50 für eine Businessleitung. Und bei uns ist es einfach wichtig, damit wir gleichzeitig streamen können. Ansonsten hätte ich auch eine normale gehabt. Aber von den Preisen ist es wirklich fast das gleiche. Okay. Wollen wir, ich hab hier noch eine schöne Frage, das würde mich auch interessieren bei Garak. Und zwar, dieses Jahr kommt der Rollercoaster Tycoon noch raus, ja? Im Dezember. Echt, Roller nächstes Jahr Coaster noch? World, ja? Echt? Ja. Nicht nächstes Jahr? Nee, dieses Jahr. Wird das gut? Im Also ist Dezember. das groß gehypt? Keine Ahnung, aber es sieht Ich höre das verdammt. erste Mal davon Ich gerade. freue mich drauf. Echt? Ja?
dachte Da freue ich Januar. mich auch drauf. Okay. Oh ja, 2016 ist verschoben worden. Mach ich doch. Was mache ich denn jetzt im Dezember? Mein ganzer Danach war es der Streamingplan ist Taifun. schon wieder kaputt. Oh Mann! Okay, aber freuen wir uns drauf? Also ich freue mich extrem drauf, muss ich sagen. Okay, alle freuen sich Ich anscheinend. freue Still. mich, doch, ich freue mich auch. Ich habe das jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, aber ich freue mich auch drüber, weil sowas spiele ich eigentlich immer ganz gerne mal für mich selbst. Ich habe das früher auch unglaublich gerne gespielt. Ich war nie so das Sims-Mädchen, ich war Rollercoaster Ich war das Tycoon. Sims-Mädchen. Du, ah, oh. Nee, Ich habe, ich war das also Rollercoaster-Mädchen. ich zocke immer noch gerne Sims 3 für mich selbst. Mache ich halt einen Sportler. Das, was ich im echten Leben halt nicht machen kann, zocke ich dann halt am Computer. Was ich aber sagen wollte, fällt mir jetzt gerade auf bei dem Thema, dass Spiele, ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt nur so ein dummer Gedanke bei mir gerade, aber kann es sein, dass Spiele gar nicht mehr so häufig verschoben werden? Oder liegt das alles an Early Access und dass unfertige Spiele einfach rausgebracht werden? Ja, ich glaube Früher schon. weiß ich, früher war das irgendwie so, da hast du ständig gehört, oh, Spiel A, B, Y wurde verschoben auf um ein Jahr, um 2 Jahre. Nintendo macht das immer noch so. Auf das Zelda muss man immer noch 2 Jahre länger warten, als sie es erstmalig ankündigen. Aber sonst habe ich irgendwie das Gefühl, kommen tatsächlich die Spiele immer dann raus. Ne? Fallout 4 wurde für dann und dann angekündigt, ist auch dann und dann rausgekommen. Es könnte aber auch sein, dass Witcher verschoben wurde. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz Nee, sicher. whichever on point. Ja. Also Irgendwie die AAA-Sachen. Projekt So. Cars ist verschoben worden. Also das ist ein Titel, der zumindest bei den Simulanten sehr bekannt ist. Um 3, 4 Monate, glaube ich, und das mehrfach. Ich meine auch, dass der Eurotruck-Simulator, der letztes Jahr im Dezember kommen sollte als American Truck-Simulator oder so, bis heute nicht rausgekommen ist. Aber sonst ist mir auch kein Game. Aber das ist wie gesagt alles Simulation. Ne? Dafür ist der Baumaschinen-Simulator rausgekommen. Das ist voll wichtig. Da kann man Mischer fahren, voll gut. Aber ganz ehrlich, Es ist weniger als früher. freut euch das nicht, dass das verschoben wird? Gerade mit dieser Neun. Brisere, Misere, Brisere, schöne Brise, mit der Misere, dass Spiele, so Early Access Spiele, das halt versauen. Ich bin Ja. ganz ehrlich, ich ärgere mich, dass Mad Max, nicht Mad Max, dass Hitman verschoben wurde und ich ärgere mich, dass Rollercoaster Tycoon verschoben wurde, ja. Aber wenn es dann rauskommt, dann ist es. Geht's dafür? Yeah! Dann Ja. geht's halt ab. So. Ist doch Ja, viel richtig. besser, oder nicht? Also, ich finde das okay. Wie gesagt, Ja, ich bin ja Nintendo-Fanboy und Nintendo macht das, aber die machen das mit Sinn. Immer wenn sie ein Zelda rausbringen, ist das Zelda auch gut. Auch wenn natürlich immer alle Kinder rumheulen, dass das letzte Zelda besser war als das neue Zelda, was sie ja das ist hatten. ja nichts Neues. Ja. Nee, aber Und eigentlich schon, man ja. müsste sich drüber freuen. Besser als wenn die Games rauskommen und auch nicht fertig sind, so wie. Darüber regen sie sich ja nämlich alle auf. Jetzt regen sie sich über beides auf. Darüber, dass die Spiele verschoben werden, dann aber gut rauskommen. Und darüber, dass die Spiele, die normal rausgebracht werden, dann kacke sind, weil sie noch buggy sind. Also irgendwie kann man es der Masse ja so oder so nicht recht machen. Das ist einfach, die Gamer sind grundsätzlich viel zu salty heutzutage. Und ich zähl mich manchmal selber auch dazu. Und ich habe auch erst über lange Zeit Spiele lieben gelernt. Also dieser ganze Salzgehalt hat mehr Salz als so ein Leckstein von der Ziege. Das geht gar nicht. Alles scheiße hier, Kacke, bla blub, alles viel zu teuer. Ja, wenn man nicht arbeiten geht, dann hat man halt kein Geld. Ist halt Luxus, ja. Computerspielen ist halt Luxus. Und so wie Garak schon sagt, entweder kauft man sich das oder nicht. Und dann kauft man sich halt auch mal für 120 € ein Flugzeug. War man's? Warte kurz, kann. Und Genau. Lilly hat wahrscheinlich auch schon ein oder anderen Riot Point gekauft und das will auch gar keiner wissen, wie teuer der ist. Das Wenig, ist halt. extrem wenig. Gott Echt? sei Dank. Okay, Ja. ich habe bestimmt dann schon mehr ausgegeben als du. 50 € oder so in die reingesteckt, denke ich. Ja, das Also von kannst mir du. selbst. Mal 5 von mir. Ich habe hier noch eine Frage und zwar hat der Kaisers. Warte mal. Kaiserslin. Kaiser Slin hat gefragt, was haltet ihr von dem ganzen gegenseitigen Hate Night rum Gebitsche innerhalb der deutschen Twitch-Community? Tja, Unnötig. welches Gehate? das weiß ich nicht. Geht an mir komplett vorbei. Dito. Ich habe eine Community, da gibt es sowas nicht. Und wenn sowas im Ansatz entsteht irgendwie, habe ich astreine Moderatoren, im Übrigen auch einen 16-Jährigen. Also es gibt auch junge, gute Moderatoren, die rigoros durchgreifen. Ich kriege das gar nicht mit. In ganz vielen Fällen so, oh, wir haben heute 4 oder 5 gebannt oder 10, keine Ahnung, passiert, ich bekomme das gar nicht mehr mit. Weil das so gut funktioniert. Also
Nee, und ansonsten, das ist Kinderkram. Und ich, wie gesagt, ich habe ja vorhin erzählt, wie der Altersdurchschnitt ist meiner Community. Da kann es sowas gar nicht geben, weil wer fängt dann an zu haten und der erwachsen ist, das gibt's doch gar nicht. Und wenn ich einen habe, der wirklich erwachsen ist und rumhatet, ja, dann wird er bei mir gebannt und ist der Fall erledigt. Sowas will ich gar nicht haben. Also das, nee. Und hier ist die Community übrigens so ähnlich. Also nicht, dass sie hatet, sondern vom Alter her. Wir haben inzwischen 411 Votes mit ihrem Alter und 30 bis 40, Nils, ist deine Community. Ich liebe meine Community übrigens. Ja. Genau, die ist nämlich auch friedlich. Also ich glaube, wir kriegen das gar nicht mit, ne? Wir sind da irgendwie bei den falschen Games unterwegs oder wir sind einfach die falschen Typen. Da wird nicht so gehatet. Also ich krieg's nicht mit. Slabby, Lilly? Also ich habe jetzt nicht speziell von Viewern, davon mal gar nicht, sondern eher so unter Streamern an sich. Ich habe mich mal eine Weile vor einem halben Jahr oder ein bisschen mehr sogar, ich glaube vor einem halben Jahr habe ich mich mal mit ein paar anderen Streamern zusammengeschlossen, habe mich mit denen befreundet, fand es auch irgendwie cool, das erste Mal mit anderen Streamern in Kontakt zu kommen, die groß waren und ja, und da habe ich halt erstmal mitbekommen, dass da unglaublich viel Hate und Geläster und schieß mich tot, was alles war. Letztendlich bin ich dann da wieder raus und seitdem ist es, Gott sei Dank, halte ich mich auch mehr so für mich und bin halt nur mit den Leuten dicke, die ich auch persönlich sehr mag und da wird auch irgendwie nicht groß gelästert. Aber ich weiß das, oder ich weiß und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch immer noch so ist, dass die untereinander extrem viel rumbitchen, wie du so schön sagtest. Was ich Ich habe persönlich nur extrem zitiert. schade finde. Ja, ist ja schon richtig. Hat dann Kaiser Slim schön gesagt, weil es stimmt schon. Also die Streamer untereinander sind teilweise, natürlich nicht jeder, gibt natürlich auch Ausnahmen, aber ich glaube, dass viele von denen sich gegenseitig extrem gerne nerven, ärgern und übereinander ablästern. Was ich schade finde, weil eigentlich sollte das absolut nicht so sein und eigentlich sollte, mein großes Motto ist ja immer leben und leben lassen. Ich finde ja, sollt ihr alle machen, wie ihr wollt. Das ist mir alles egal. Zeigt eure Boobs oder macht Junk-Streams oder verkauft euch, das ist mir alles egal. Nur Hauptsache, ich muss damit nichts zu tun haben. Das geht übrigens auch an mir vorbei irgendwie, weil, also jetzt zu anderen Streamern oder so, habe ich also außer zu den Bay Pirate Streamern so gut wie gar keinen Kontakt. Wann soll ich das alles noch machen? Also, ich habe gar nicht die Zeit, mich mit anderen Streamern auseinanderzusetzen. Ich bin froh, wenn ich es schaffe, überhaupt noch Kontakt zu haben mit der Masse der Bay Pirates. Ja, weil auch da habe ich schon. Da gibt es einige, mit denen ich, glaube ich, noch nie geredet habe, und es gibt einige, mit denen ich viel zu selten rede. Und weil das eine coole Truppe ist. Und deswegen ist das schade, aber da bleibt die Zeit nicht. Das heißt, ich habe erst recht keine Zeit für Streamer, die nicht innerhalb der B-Pirates unterwegs sind. Weil das wäre unfair den anderen gegenüber, wenn ich mich da. Also, nee. Also, insofern habe ich das. Nee. Also, ich wüsste jetzt nicht. Ich habe nur davon gehört. Also es ist ja nicht so, dass es ganz an mir vorbeigeht. Also ich habe schon davon gehört, dass sich manche Streamer gegenseitig da. Das ist aber nach meiner Meinung einfach nur ein Zeichen von Unreife und für mich egal. Wenn mir einer quer kommt, dann bin Boxing. ich manchmal enttäuscht, manchmal nicht. Und dann ist das halt vorbei, dann hat man halt keinen Kontakt mehr. Und dann ist das halt so. Aber ich werde da bestimmt nicht irgendein Queef oder Beef raushauen. Ich bin übrigens, weil das einer gerade schrieb, ich bin auch nicht eifersüchtig auf andere Streamer, ne? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ich bin eifersüchtig auf gar keinen. Also auch im richtigen Leben nicht. Also ich habe einen sehr guten Freund, der ist richtig, der hat richtig Schotter. Und ich sage mir, okay, Herz getroffen, ja, läuft. Aber trotzdem bin ich nicht neidisch. Ich freue mich für ihn. Das ist eine Einstellung, die nicht unbedingt sehr deutsch ist, aber ja. Ist halt so und deswegen laufe ich da auch nicht Gefahr, dass ich irgendeinen Streamer nicht mag. Also passiert eigentlich nicht. Ich äußere mich auch mal dazu, weil ich mich sonst zu so einem Kinderkack nicht äußere, obwohl ich das gerne manchmal machen würde. Denn für mich ist das eine Kindergartenveranstaltung. Also öffentlich bei Twitter seine Nerdstange zu reiben, mal wieder hier, ihr versteht das. Das ist für kleine Kinder, Leute. Das ist so, ich habe Lilly das Backförmchen geklaut. Wen interessiert das? Niemanden. Ich würde es auch manchmal gerne sagen, wenn Bibi Blocksberg auf YouTube irgendeinen Blödsinn macht oder so, da gebe ich auch meinen Kommentar zu ab, aber ganz ehrlich, was manchmal auf Twitter passiert, da mache ich Twitter gleich wieder aus, weil
Da steht nur Bullshit. Die Leute beschmeißen sich den ganzen Tag mit Kacke und wisst ihr, was am Ende passiert? Sie sitzen im Teamspeak und haben sich wieder gegenseitig Geld zugeschaufelt. Und ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was das soll. Und ich finde es auch sehr schön, dass, muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt noch Leute außerhalb der Piraten wie Lilly oder Lillys Freund zum Beispiel, die noch vernünftige Menschen sind und nicht total einen an der Birne haben und komische Sachen machen, damit sie vorwärts kommen. Aber es ist echt eigenartig. Und ich möchte kurz dazu sagen, ich bin nicht neidisch oder habe irgendwelche Hassgefühle gegenüber diesem Quatsch, sondern einfach, ich finde es dumm. Denn man sollte den Menschen das doch gönnen. Also ich setze mich, ohne Witz, Leute, mein jüngstes Ereignis, ja, mein jüngstes Ereignis, wo wieder sagen, man könnte sagen, man sollte neidisch sein, ja. Ich habe mir so den Arsch abgefreut, dass Co. Carnage zu Fallout 4 50.000 Zuschauer hatte. Super geil. Ich habe hier gesessen, ich habe mich so gefreut für den Menschen. Weil der rackt sich den Arsch ab, der macht die ganze Zeit und das ist auch gut so. Ja. Und da braucht man doch jetzt nicht hinter der Bühne, ja, der Kukanic, der hat so viele Kerzen und dann schenkt er das Geld mit den Kerzen. Ist doch scheißegal, lass die Leute doch machen, jeder wie er will. Ich musste das auch lernen und ich habe es über den harten Weg gelernt. Ich habe mich mit sehr vielen Leuten gestritten darüber und sehr viele Diskussionen geführt, solche Sachen nicht auszusprechen, weil das einfach, das hat kein Niveau. Das hat kein Niveau und das wird auch nie ein Niveau haben. Und dieser ganze Hate und Neid ist meistens, es ist einfach nur Penisvergleich, mehr nicht. Entweder ist es Penisvergleich oder Marketing. Und Leute, in jeder Aktion, die in der deutschen Community passiert, fast in jeder, da findet ihr den Haken, das Kleingedruckte drinne, wenn ihr ganz genau hinguckt. Und zum Glück sehe ich den Haken immer da dran. Ich sehe es nicht schlecht an, aber viele Sachen kann man einfach sich so durch den Hintern ziehen und vergessen. Also ich finde es auch schade. Ich würde es sehr cool finden, wenn Leute sich mal so wie hier treffen auf einen vernünftigen Stammtisch und normal reden können, mit nicht mit Tweefen und abgehoben und Hashtag Kappa 123, sondern noch wie normale Menschen reden. Und das ist doch viel schöner. Anstatt sich mit Kacke einzureiben und danach in irgendeinen Tümpel reinspringen und dann, cool. So erst einreiben und dann reinspringen? Ja, zum Abwaschen mit dem anderen. Ist ja auch egal, so, aber das okay. Ist mal Quatsch. Ich weiß, was du meinst. Aber das ist halt Blödsinn. Was soll das? Neid und Hate ist, was bringt uns lohnt überhaupt nicht. Lohnt sich nicht. Das ist unnötige Energie, die man reinsteckt. Eben. Ich muss es ja auch lernen, also wie gesagt, nachdem ich dann da raus war, so jetzt ist es mir absolut Latte, was die anderen da machen. Ich gucke mir das an und man kann ja auch für sich selber solche Gedanken haben und sich denken, oh, wäre schon cool, wenn ich auch so viele Viewer hätte, aber letztendlich dann Hate zu verbreiten oder das irgendwie runterzureißen, macht halt überhaupt keinen Sinn. Dann sollte man sich lieber wundern und drüber nachdenken, warum man nicht so viele Viewer hat oder warum es bei dem anderen besser läuft und lieber selber mehr Mühe reinstecken und mehr Schweiß und Arbeit und dann kann man auch gucken, dass was rumkommt dabei. Leute, ich muss ganz kurz mal wieder so eine lehrreiche, weil das ja auch mein Stream ist. Und zwar Adrian Ginspack hat schon 5-mal seine Frage gestellt, ja? Krass. Oder 6-mal bei Twitter. Und zwar, woran man nämlich ganz genau sieht, wie alt er ungefähr ist. Und da zeigt sich nämlich wieder, was du falsch gemacht hast. Und zwar, wie steht ihr zu 12-, 13-Jährigen, die ein Spiel ab 18 spielen? Haben die Eltern was falsch gemacht? Ja. Adrian... Ja. Adrian, erstens mal ja, weil sowas macht man nicht und du wirst wahrscheinlich jetzt von mir eine Predigt kriegen, dass du nicht 50 Mal posten musst, weil einmal reicht und die Frage ist schon wieder erzieherisch gemeint und das muss hier gerade nicht sein. Einmal reicht fürs nächste Mal, einmal, nicht 5-mal, weil sonst gehen die anderen Fragen nämlich unter, mein Junge. So wichtig ist die Frage dann auch wieder nicht, denn sie ist genauso wichtig wie alle anderen auch. Ihr dürft antworten, bitte. Er ist einer von den Vieren, die 0 bis 15 sind wahrscheinlich, in unserer Umfrage. Immerhin, 4. Ja, haben die Eltern was falsch gemacht? Ja, nach meiner Meinung ja. Sie verletzen ihre Aufsichtspflicht. Denn also meine Tochter hätte nie und nimmer irgendein Spiel gespielt, das ab 18 ist. Und aber die ist doch schon 30. Ja, jetzt. Aber damals nicht. Jetzt darf sie. Ach so, okay. Jetzt darf sie. Jetzt ist das sowieso zu spät. Aber das, nee, das wäre nicht passiert und das ist nicht passiert. Und
Es ist ziemlich wichtig, dass die Eltern darauf aufpassen. Das Problem ist nur, dass die meisten, naja, nee, das will ich nicht verallgemeinern, aber dass viele, so kann man es besser sagen, ich werde politisch, dass viele, nee, politisch korrekt, dass viele Eltern einfach die PlayStation einsetzen, um Ruhe zu haben. Und das ist das Hauptproblem. Und den Kids, und das ist ein Problem, was sich seit 30 Jahren immer weiter fortbildet, das ist ja kein neues Problem. Das heißt, und ich muss zugeben, ich will mich da auch nicht ganz frei von machen, es war sehr angenehm, meiner Tochter den Gameboy in die Hand zu geben und dann ist Ruhe im Gelände, brauchst du sie nicht bespaßen. Sonst musst du Kinder nämlich bespaßen und irgendwas mit ihnen anstellen und musst mit ihnen rausgehen und ihnen die Welt zeigen. Und es ist natürlich viel, viel einfacher, dem Kind eine PlayStation zu geben. Meine Tochter hätte mit 12 oder 13 niemals eine PlayStation gehabt. Also wenn es sie damals, gab es sie da schon? Ich glaube nicht. Gab es wahrscheinlich PlayStation 1 oder so, weiß ich Eins nicht. wahrscheinlich. Jedenfalls, die hat zwar einen Gameboy gehabt, aber mehr war auch nicht, weil das geht nicht. Die müssen erstmal was Anständiges lernen und dann bereit sein für sowas, in Anführungsstrichen. Vielleicht bin ich da altmodisch, ich glaube aber nicht. Denn mir hat das auch nicht geschadet. Und naja, gut, bei uns gab es ja auch keine Games. Aber. Bargeld zu Camelot? Ja, das war ja viel später, da war Ach ich ja so. schon 30. Aber insofern, nee, also ich glaube schon, nee, da war ich schon 40. Scheiße. Jedenfalls, ich glaube schon, dass es ein Versagen der Eltern ist und der Drang, immer mehr Geld verdienen zu müssen, weil heutzutage nahezu jedes Elternpaar arbeitet. Und gar keiner mehr auf die Kids aufpasst. Und mit der Begründung, ja, es reicht sonst nicht. Es ist falsch. Es reicht, wenn einer, der in der Familie arbeitet, nur der Lebensstil ist dann halt ein anderer. Und aber man könnte sich dann mit seinen Kindern beschäftigen. Und da habe ich eine ziemlich dedizierte Meinung zu. Und auch das ist immer politisch sehr gefährlich. Bezüglich der Spiele, ich finde, ich meine, wir haben alle, wenn wir ehrlich sind, in unserem Alter Spiele gespielt, die nicht unserem Alter entsprechen, weil unsere Eltern einfach. Bei mir war es zumindest so, weil mein Vater nicht da war. Aber es geht einfach. Ich glaube, früher kann man nicht mit heute vergleichen, denn heute ist eine ganz andere Zeit und ich denke nicht. Wie soll ich das sagen? Mit 12, 13 habe ich sowas nicht gemacht. Ich habe mit 16 angefangen, Spiele ab 18 zu spielen oder 17, so in dem Dreh. Und also es gibt ja ganz ominöse Videos von YouTube, wo 12-Jährige Wörter in den Mund nehmen, wo mein Vater mir damals erstmal mit der Faust eine durch die Keramikleiste gehauen hätte und dann wäre erstmal 5 Wochen Stubenarrest ohne alles. Ja, hier hast du einen Stein zum Spielen. Das fehlt heute irgendwie ein bisschen. Und ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt nicht wieder sagen, früher war alles besser und blabbedi-blabbedi-blub, aber das hat, glaube ich, nicht mit der ganzen Erziehung und Zeit für die Kinder, das hat, glaube ich, auch noch viele andere Hintergründe und das sollten wir auch hier wieder nicht diskutieren. Also ich finde es nicht in Ordnung, dass so junge Menschen solche Spiele spielen, denn heute, in der heutigen Zeit, sind es nicht mehr nur Pixel, Nee, genau. Eben, das kommt auch noch richtige, dazu. originale Und Figuren. es gibt auch keine Kinder, die erwachsen genug sind. Kinder sind Kinder. Das Jo. ist Quatsch. Also wer sagt, dass wenn Kinder erwachsen genug im Kopf sind, hat die Welt nicht verstanden. Es ist einfach Fakt. Ein Kind ist ein Kind. Und ich habe kein Problem damit. Ich meine, das haben wir doch alle gemacht. Wir haben alle heimlich geraucht. Wir haben alle irgendwas gemacht, was wir nicht durften. Natürlich. Und meine Tochter wird garantiert irgendwo bei ihrem Freundin irgendwas gespielt haben, was sie nicht kontrollieren konnte. Natürlich. Aber es muss in meinem Haus, zu Hause, wo das Kind wohnt, nicht sein. Und damit das Kind lernt, okay, ich mache es jetzt zwar mal meiner Freundin, aber ich weiß ganz genau, dass das nicht schlau ist, dass das nicht klug ist, dass sie das eigentlich nicht darf. Das muss das Kind lernen. Es geht nicht darum, dass man das zu 100% kontrolliert, sondern das muss das Kind mitnehmen, um es im Hinterkopf zu behalten. Das hilft. Das ist Erziehung. Das gehört zur Erziehung. Aber viele haben ja ein Problem damit, überhaupt zu verstehen, wie man Kinder erzieht. Da gibt es keine Prüfung für. Ja? Die einen können es, die anderen nicht. Und es gibt eben keine Lebensprüfung. Du darfst jetzt ein Kind bekommen, weil du bist jetzt, ja, du hast jetzt das Diplom für Erziehung, ja, in Dresden gemacht. Und ist also so ein Punkt für sich. Also insofern,
Aber wenn jetzt ein 15- oder 16-Jähriger sich so einen Film für 18 anguckt oder Scheiße, das haben wir auch gemacht, ja? Darum geht es nicht. Aber ein 12-Jähriger ein Spiel mit 18 spielen zu lassen, das geht nicht, sorry. Da ist, also ein 12-Jähriger ist nicht mal ansatzweise so weit, dass er sowas verarbeiten kann. Ja, und selbst wenn er so weit wäre im Kopf, schadet es ihm nicht, wenn er trotzdem noch ein paar Jahre wartet, bis er denn Genau. sowas macht. Also ich Genau. kann auch nur von meinem kleinen Bruder sprechen, der ist jetzt 10 und bei dem ist es halt auch so, der natürlich interessieren die sich gerade in dem Ja, Alter klar. für alles, was irgendwie älter ist, was sie noch nicht gucken dürfen, was sie noch nicht lesen dürfen. Ich meine, das sind solche Sachen, ich meine, lesen war jetzt natürlich doof, aber zum Beispiel Harry Potter und solche Sachen, die älteren Bände, also die 6, 5, 6, solche Sachen, die darf er auch nicht lesen. Die kriegt er auch nicht vorgelesen abends, das ist einfach so. Und damit muss er sich irgendwie abfinden. Aber der ist zum Beispiel auch zu seinem Nachbarskind, zum Nachbarskind rüber und da war die Mutter so, ja, mir ist das egal, was mein Junge macht, der kann auch mit, der ist 15 und der spielt Spiele ab 18, das ist dem völlig Latte, das ist der Mutter auch völlig egal. Und das siehst du an dem Kind auch. Der ist völlig verstört, der hat Angst vor Sachen, wo eigentlich keine Angst sein müsste. Und mein kleiner Bruder kommt nach Hause und weint abends im Bett, weil er Angst vor irgendeinem Zombie-Spiel hat, was dieser Junge ihm gezeigt hat. Und so. Und seitdem darf er halt auch nicht mehr rübergehen. Das sind so Sachen, ich finde, dass man als Elternteil schon darauf achten sollte. Es gibt Möglichkeiten, darauf zu achten, was die Kinder für Spiele spielen, auch was sie am PC spielen. Dann muss man sich die Zeit nehmen und gucken, was sie halt spielen. Oder ab und zu wenigstens schauen, dass sie keinen Blödsinn machen. Klar findet da jeder irgendwie eine kleine Lücke, wo er seinen eigenen Kram mal machen kann. Aber ob ein Kind mit 15, 16 sich dann mal ein Spiel ab 18 oder ein Film ab 18 reinzieht, ist noch ein großer Unterschied. Also bis sie dann wenigstens 16 sind, kann man ja noch drauf achten. Ich habe es auch geschafft irgendwie. Und ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mein kleiner Bruder wirklich schlimmere Sachen und schlimmere Spiele mitbekommt, der guckt zum Beispiel gerne zu, wenn ich Horrorspiele streame, darf er aber immer nur unter Aufsicht am Anfang und sobald irgendwas kommt, schaltet meine Mutter ganz schnell weg. Und also das darfst du nicht sehen. Und sofort hängt das in seinem Kopf. Was war das? War das Blut? War das dies? Da war aber das und das. Und dann geht das tagelang und denkst du nur so, ach Mensch, den Lüden. Und ich glaube, dass das, auch wenn sie das selber nicht merken, dass das viele Kinder extrem belastet. Gerade eben, weil sie in der Entwicklung noch nicht ganz so weit sind und weil dann solche Spiele, Eindrücke, Filme, was auch immer, solche Szenen, die sie dann zu sehen bekommen, sie im weiteren Leben unter Umständen auch abstumpfen. Kann ich mir gut vorstellen, dass wenn man viel solche Sachen sieht und mit sowas viel zu früh groß wird, dass das echt blöde Einwirkungen auf die Erziehung und Entwicklung auch hat. Eben, und Also ich das muss. schnallen junge Menschen einfach nicht. Das ist das Ja, Problem. genau das. Die Und können genau das die gar nicht jungen Leute, nein. verarbeiten. Genau deswegen diskutieren wir täglich im Stream irgendwelche dämlichen Fragen, weil genau das die jungen Menschen sind, die sich das angucken dürfen, die das nicht Ja, verstehen, ganz einfach. richtig. Und jetzt kann wieder jeder 13-, 14-Jährige kommen, aber ich bin richtig crazy, okay, ich bin richtig alt, ich habe schon richtig Erfahrung. Das haben wir Die sind unseren ja immer Eltern da. damals auch alles erzählt. Ja, Ja, die klar. Brubbel, die Brubbel, die Blub. Und wir hatten einen Scheiß, wir hatten von nix eine Ahnung. Und So wie trotzdem haben wir dann alle, oh, sind dann rausgegangen mit Holz, pam, 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 und haben dann mit Ja. Waffen gespielt. Scheiß, wir haben die jungen Leute, da kann mir auch jeder sagen, wie reif und wie unreif, und da können wir wieder Korinthen kacken und den Studenten raushängen lassen oder Professor. Es ist, wie es ist. Die Leute haben einfach noch nicht den Horizont, um das überhaupt zu verstehen, dass das nicht Realität ist oder dass sie das draußen nicht anwenden können. Ich meine, wie Stefan, viele was Leute auch sind als. rausgelaufen und haben No. Pokémon gespielt, ja? Slippy. Verzeihung, Slebby, jetzt du, Entschuldigung. Worauf ich mich beziehen wollte, ist diese Sache noch zwischen früher, das waren nur Pixel und heute ist das alles echt. Ich habe damals als Elfjähriger auf der PlayStation auch schon, wie heißt es, Mortal Kombat gesehen. Das war auch echt, das waren auch keine Pixel. Und ich war Ja. verstört danach von den Fatalities. Also, ne? Ja, klar, für Kinder ist es dann nochmal was anderes. Aber Es. ich meine, jetzt ist es da als Kind, kannst du vielleicht noch so weit denken, dass du denkst, okay, diese 3 Pixel können nicht unbedingt echt sein. Letztendlich natürlich verarbeitest du das dann doch so, dass es echt rüberkommt. Aber ich glaube, heute ist es trotz allem vielleicht nochmal ein Stück schlimmer. Vor allen Dingen bei Horrorfilmen und sowas. Ich meine, ich habe mich damals vor Gremlins auch extrem gegruselt, wo ich gerade irgendwo Gremlins in seinem Chat gesehen habe. Ich habe richtig Angst davor gehabt und ich habe auch jahrelang Albträume von irgendeinem anderen Gruselfilm mit einer Hexe gehabt. Ganz albern. Aber ich glaube, wenn ich mir irgendwie, wenn ich jetzt geboren wäre und jetzt mit 10 Jahren irgendwie einen Horrorfilm gesehen hätte, und die sind ja teilweise wirklich richtig ekelhaft, wäre es vielleicht noch ein schlimmerer Knacks in meinem Kopf gewesen, als ich eh schon habe. Und wenn es Man nur weiß die es nicht. Albträume sind, ganz ehrlich. Und wenn es nur die Ja. Albträume sind, die du Ja, davon es hast. ist schlimm genug.
Eben. Und Das das, halt nicht ach, so. das ist gar nicht so schlimm. Ich habe voll gut gepennt. Und dann abends unter der Decke, ja, oh Gott, scheiße, die Zombies von Walking Dead. Oh! Zum Genau Beispiel, sowas. ja. Also, und wenn es Nein. nur, Ja, und wenn's nur das ist. das sind auch die, die heute sagen, mir hat das auch nicht geschadet. Quatsch, natürlich hat es geschadet. Sonst würden sie es nicht schreiben, mir hat es nicht geschadet. Das ist ja schon Eben. ein Zeichen dafür, dass es sehr viel geschadet hat. Also, sorry, also, naja, egal. Haben wir noch eine Frage? Ja, ich wollte gerade sagen, lass uns das Thema lieber wegpacken. Das ist nämlich genauso hochexplosiv wie. Ja. Na, ich wollte jetzt was anderes sagen, aber gut, das lassen wir auch mal. Habt ihr Vorbilder auf Twitch oder anderen Streaming-Portalen? Gibt es noch andere Streaming-Portale? Ach so, ja, stimmt, die anderen. Nicht mehr. Habt ihr Vorbilder? Nicht mehr. Ich hatte sie mal. Oh, Als ich echt? angef also, was heißt, ich habe sie immer noch, aber mittlerweile gucke ich so viele verschiedene Streamer und ich glaube, ich habe nachgeguckt. Ich folge mittlerweile 200 Leuten und davon sind viele, viele groß, viele, viele klein. Was? Ich hatte, als ich angefangen habe, klar, ich habe sowieso mit Minecraft angefangen und mein großes Vorbild war halt Wild. Und ich würde den immer noch als Vorbild ansehen. Vor allem halt, wenn ich Minecraft streame. Aber ich muss sagen, ich gucke, wenn dann nur immer, also ich gucke immer so, was, wenn ich ein neues Spiel anfange, wie zum Beispiel Isaac, dann gucke ich immer, was machen eigentlich die anderen, vergleiche das, guck, machen die das gut, könnten die was besser machen, vielleicht könnte ich das einbringen oder sowas. Also mittlerweile sehe ich niemanden mehr als großes, großes Vorbild, sondern eher nur so halt, ne, der macht das ganz gut, das könnte man vielleicht auch machen oder so, ein Vergleich halt. Ja, aber ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass ich große Vorbilder habe, denen ich nacheifere oder so. Also bei mir ist es so, ich habe angefangen zu streamen, da habe ich selbst noch überhaupt keine Streams geschaut. Also ich habe nur für mich selber gezockt, viel, alles Mögliche, auch damals schon ein bisschen Horror, hauptsächlich LOL. Und ich habe angefangen zu streamen, ohne überhaupt einen Plan davon zu haben, was es für andere Streamer gibt, was da die Großen sind, wen man vielleicht gucken könnte. Und ich habe erst ein paar Monate später angefangen, überhaupt Streams zu schauen. Also ich glaube, dass ich da irgendwie immer ein eigenes Bild hatte von dem, was ich. Wie ich rüberkommen möchte und was ich erreichen möchte, ohne irgendwie ein bestimmtes Vorbild zu haben. Zumal ich mir jetzt auf Anhieb auch keine Streamerinnen einfallen würde, wo ich jetzt irgendwie von der Art her sagen könnte, oh, so würde ich auch gern werden, muss ich sagen. Könnte jetzt was Böses sein. Ich kann es mir so ungefähr denken. Ja. Ich wollte es auch nicht sagen. Shots fired. Shots fired. Ich sehe es schon. Das ist ein ganz anderes Thema, da wollen wir gar nicht erst drüber anfangen zu reden. Nein, gibt's für mich sowas nicht, weil ich halt auch ohne. Ich habe nicht angefangen zu streamen, weil ich Streams geguckt habe und weil ich das cool fand, sondern einfach durch Zufall mehr oder weniger. Also ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man anfängt zu streamen, weil man selber viel Streams schaut und weil man die Leute cool findet, denen man zuschaut und die als Vorbilder sieht, dass man denen nacheifern möchte. Aber so war es bei mir dann halt einfach nicht. Garak, ich meine, danke, dass du mich nominierst, aber du kannst auch einen anderen sagen. Ah. Gar keinen. Also, Oh, was? nee, also Jetzt bin ich Vorbild. traurig. Vor Jetzt bin ich traurig. und wenn überhaupt, dann Nils natürlich. Dankeschön. Aber nee, eigentlich nicht. Also, nee, Vorbild würde ja, nee. Also, nee, das hat ja was mit Bewundern auch zu tun. Und nein, tue ich nicht. Also, das gibt es ja im richtigen Leben schon gar nicht. Also insofern, nee, das habe ich nicht. Also ich bin bei einigen, empfinde ich Respekt vor ihrer Leistung. Das ist aber was anderes. Und da zähle ich auch Leute zu wie Gronkh. Also wenn ich jetzt mal mich auf die deutschsprachigen, da würde ich Gronkh sagen oder Sarrazar, Respekt vor der Leistung, was die auf die Beine gestellt haben und wie sie es vermarktet haben. Und man muss sie mögen oder auch nicht. Das ist völlig irrelevant. Das ist ein Business. Ja? Die betreiben eine Firma, die Spaß produziert. Und das machen sie sehr erfolgreich. Und da habe ich da würde ich sagen, Respekt. Aber Vorbilder nein. Nö. Ich habe auch keine, weil ich sehe keinen, der so ist wie ich. Nö. Gibt's ja auch nicht. Also, Du bist einmalig. ja, nee, nein, aber ich meine auch so von der Art her. Ja, Also, genau. nee, muss ja auch nicht sein, dass du jemanden findest, der so ist wie du, sondern vielleicht auch jemand, der anders ist, dem du nacheiferst.
Ich eifere eigentlich Oder? niemanden nach. Ich habe einfach nur Ja. Leute, die ich extrem cool finde. Also wirklich, die coole Socken sind. Und aber ich habe keine Vorbilder. Ich hatte auch noch nie ein Vorbild, weil ich immer gerne mein eigenes Ding mache. Also ich gucke mir auch nicht gerne von irgendwem was ab, Ja, weil kann ich verstehen. ich habe lieber so meine eigenen Sachen. Und wenn sie auch nur schlicht und vielleicht ein bisschen kacki sind, aber so bin ich halt, ne? Ich schmeiß auch einfach Nicht bei so Fallout kacken. keine Granate, sondern einfach eine Mine auf den Gegner und stehe 20 Zentimeter neben ihn und sterbe halb davon. Aber hey, das ist mein Weg auf Killing the People. Nee, ich habe kein Vorbild. Also, nee. Ich bewundere nur Garak. Was? Nächste Frage. Spezielt Schlangenpause-Stunde. Nächste Wow. Frage. Ich hab hier eine sehr schöne. Und zwar ist die von Kirindo, ist das, glaube ich. Mich würde interessieren, wie Streaming sich in ein, zwei Jahren entwickeln sollte. Oder also wie wir das sehen, beziehungsweise also bezogen auf Marketing, Werbung, Review, Partnerships und solche Sachen. Meinst du allgemein Twitch, wie sich das wohl entwickeln wird, was wir glauben? Ich denke mal, wir beziehen das auf Twitch jetzt, ja. Das Streaming hier. Wir reden nicht von den Ach anderen so, Sachen. ja. Slabby? Ein paar Sachen wissen wir ja schon, ne? Die Playlists kommen bald. Was kommt noch? Was haben sie noch angekündigt? All diese Sachen, die sie angekündigt haben für Twitch. Das heißt, das wissen wir schon. Es wird sich wahrscheinlich ändern. Ich finde, so das Layout könnte mal ein bisschen moderner angepasst werden. Das ist jetzt schon relativ veraltet. Oder es veraltet so langsam. Okay, auf Twitch bezogen, jetzt allgemein könnte endlich mal das HTML5-Video durchgesetzt werden. Nein. Also Flash abgelöst. Was? Kein Flash Ansonsten, mehr? ich hoffe, dass sich nicht, also beziehungsweise natürlich wird sich viel verändern, aber es wird sich hoffentlich nicht viel zum Schlechten verändern. Ein paar schlechte Sachen werden dazukommen, aber das Schöne liegt ja im Unbekannten, von daher lasse ich mich da einfach überraschen. Okay, ich spreche einfach mal Lilly an. Ja? Ich dachte eigentlich, sonst hat es Lilly gleich immer so das Mikrofon, gib her das Ding, ich erzähle. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist Nee, gar nicht wahr. nee, Jetzt nee. die letzten Fragen vielleicht. Und wenn keiner redet, dann ist so, Ist dann doch fange völlig ich in halt Ordnung. an. Darauf haben wir, darauf setzen wir ja immer, damit du richtig Ja. schön zum Zug kommst. Aber du Das Schöne willst. ist, dass ich bei dieser Frage so gar nichts dazu sagen kann, weil ich meine, ich glaube nicht, dass Twitch auf dem aktuellen Höhepunkt ist von seiner Laufbahn. Also ich glaube, dass es noch ein ganzes Stück höher gehen wird, dass es noch bekannter werden wird, gerade jetzt auch, weil ja, sich die Generation halt dafür besonders interessiert und es halt die Generation Internet ja auch irgendwie ist. Und ich denke mal, dass es noch ein ganzes Stück an Leuten zugewinnen wird. Und ansonsten, ich weiß nicht, was soll sich groß verändern jetzt? Ja klar, wir können sagen, es wird vielleicht noch ein bisschen hübscher und sie werden neue Features rausbringen. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt da so spezifisch drauf zugehen sollten. Ich weiß es nicht. Ich meine, das Einzige, was ich sagen kann, ist, ich glaube noch nicht, dass Twitch auf dem aktuellen Höhepunkt ist. Garak, bist du oder so ich? Ja, ich mach mal. Du meinst diese Frage hier, mich würde interessieren, wie Streaming in ein bis zwei Jahren sich entwickeln. Bin ich bei der richtigen Ja, Frage? genau das hatte ich gefragt, ja. Weil Schön, die dass du es Frage nochmal ja. vorliest. Ja, weil die Antworten waren ja völlig daneben. Nee. Also die waren auch gar nicht auf Twitch bezogen. Da steht, mich würde interessieren, wie Streaming sich in ein bis zwei Jahren entwickeln sollte mit Werbung, Marketing, Review, Partnerships. Ja, Das ist doch eine und? ganz andere Frage eigentlich, oder? Oder habe ich Nee. die Frage nicht verstanden? Das war Na. das, wie sich. Wir haben das bezogen auf Twitch, ja. Die anderen beiden haben nur den Rest nicht verstanden. Ach so, alles Deswegen klar. kommst du jetzt wieder rein und dann kommen die anderen dazu. Mann, Garak, du machst das immer kaputt, Mann! Ich mach das doch, lass mich das doch tun. Ich habe die Frage doch verstanden. Ich hätte Ach so, jetzt du. auf dich Ja. geschwenkt, du hättest wieder alles erzählt und dann wären die anderen beiden gekommen. Ihr Ja, seid okay. so Meta, ne? Ja, sind Also, wir total. es ist furchtbar. Wir Okay. verstehen die Frage. Ja, also, ja, jetzt weiß ich aber nicht mehr, was ich dazu sagen wollte. Ich glaube, dass mehr Werbung stattfinden wird, mehr Marketing. Review weiß ich jetzt nichts zu, aber Partnerships, schwierige Sache. Also ich glaube schon, dass sich das dahin entwickeln wird, dass es in der Bevölkerung mehr ankommt, also noch mehr als jetzt schon. Es ist nämlich jetzt eine Nischengeschichte. Kein Mensch kennt Twitch. Das haben wir ja in einem unserer letzten Sendungen schon festgestellt. Also in der letzten, glaube ich, sogar war das mit Herrn Juhl. Da ging es um Gaming in der Gesellschaft und da ist es ja so, dass wir für uns festgestellt haben, dass keine Sau Twitch kennt.
Und das ist tatsächlich so, ja. Wir alle, die hier jetzt in diesem Kanal sind und die zugucken, natürlich kennt ihr Twitch, aber ihr seid halt eine Minderheit, genauso wie wir auch. Das wird sich ändern. Also das wird niemals so sein, dass es eine Mehrheit der Bevölkerung sein wird, aber es wird sich stark in die Richtung ändern. Also es, wie Lilly schon sagte, Twitch ist noch lange nicht auf dem Höhepunkt. Partnerships, das ist so eine ganz schwierige Geschichte, glaube ich. Das wird sich wahrscheinlich auch irgendwie verändern. Es ist ja heute schon sehr, sehr schwierig, in der Masse der Streamer überhaupt noch wahrgenommen zu werden oder genügend Content zu produzieren oder genügend interessanten Content zu produzieren, um ausreichend Zuschauer zu haben, um dann überhaupt in die Sphären zu kommen. Weil es einfach so viele Streamer mittlerweile gibt. Eine Partnerschaft heute ist nicht mehr vergleichbar mit der von vor 2 Jahren. Da denke ich, das wird Nils wahrscheinlich bestätigen können. Es ist alles einfacher gewesen, weil es eben viel, viel kleiner war, viel, viel weniger. Oder ob es nur einfacher war, will ich gar nicht mal sagen. Es gab ja auch weniger Zuschauer. Wahrscheinlich ist das Verhältnis gar nicht anders als früher. Nur es gab halt eben auch insgesamt weniger Zuschauer. Ich glaube, das wird sich auch noch ändern. Wer weiß, in welche Richtung, das weiß nur Twitch. Nicht mal die wahrscheinlich. Und wahrscheinlich nicht mal die, ja. Es gibt da ja gar keine so richtig klare Perspektive. Man weiß es einfach nicht. Ich glaube, keiner weiß es. Wir haben alle keine Glaskugel, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Es wird nur größer. Das ist, glaube ich, sicher. Ich denke mal, was man jetzt auch sieht an der ganzen Creative-Geschichte, ne? Bob Ross und so, Kaparos, dass sich das alles noch ein bisschen weiter öffnen wird. Also der Gaming-Bezug wird immer schwammiger, was ich ehrlich Ja, gesagt gut finde, ja. Das wird persönlich. eher Also, so eine Gesellschaftsplattform, ne? genau. Ja. Ne, das, was eigentlich Justin TV von Anfang an war, dass sich dann irgendwie, wo sich die Gaming-Nische quasi viel, viel schneller vergrößert hat als der ganze Rest, das dann abgeschnibbelt wurde, zu Twitch wurde, Justin TV dann geschlossen wurde, kommt jetzt wieder als kleine Unter. Ja, das kleine Unterteil bei Twitch halt raus, als Creative-Bereich, was ich jetzt schon gut finde. Und ich denke, gerade der Creative-Teil wird noch sehr, sehr stark wachsen, sodass nicht nur halt Leute halt, okay, Bob Ross ist jetzt ein Spezialfall, aber halt nicht nur, dass Leute, die jetzt halt malen oder Skulpturen machen oder häkeln, halt auf Twitch zu finden sein werden, sondern vielleicht sogar Leute, die Videospiele programmieren, gibt es ja auch schon, oder halt Schreiber, und alles so, ne, dass du bei Twitch einschalten kannst und zum Beispiel jetzt irgendjemandem bei seinem Beruf zugucken kannst, den du halt vorher, weiß ich nicht, der dich vorher halt vielleicht interessiert hat, aber der nie zu sehen war oder nur in irgendwelchen schlechten Sport-TV-Sendungen, ja, Hardest Jobs in the World oder wie diese Sendung hieß. Das kannst du dann vielleicht live zugucken und ich denke mal, da wird sich die Twitch öffnen. Also dass wir als Gaming-Teil immer noch so oben stehen werden, aber dass da unten drunter noch viel, viel mehr passieren wird. Und das, ehrlich gesagt, finde ich super gut. Ja. Oder fände ich super Ja. gut. Jetzt ist doch die Frage, in unseren Augen, wie sollte sich das entwickeln? Habt ihr irgendwelche Vorstellungen? Wie zum Beispiel, ich habe die Vorstellung, dass Twitch endlich seine Regeln durchdrückt. Ja. Egal in welchem Fall. Zum Beispiel, dass Wert auf die AGBs gelegt wird. Ja. Oder dass Partnerschaften nicht random vergeben werden durch Vitamin B, bloß weil einer den anderen empfiehlt, sondern durch einen konkreten Satz. Oder Was jeder nachlesen kann, quasi. dass, sage ich mal, sich so ein bisschen der Service verbessert, zum Beispiel. Solche Sachen würde ich gerne sehen. Oder dass zum Beispiel nicht immer die Großen als Marke genommen werden für wie muss mein Content aussehen zum Beispiel. Also nur mal als Beispiel, gerade Fallout 4, Code Carnage, das Overlay des Grauens, der hat für jedes Spiel ein eigenes Overlay. Ja? Der hat Leute angestellt für seinen Stream, die ihm für jedes Spiel ein Overlay machen. Er hat Menschen, die über Remote auf seinem Streaming-PC sind, währenddessen er streamt und seinen Stream lenken. Dass sowas nicht als Marke genommen wird, ja? Ich meine, okay, das ist cool. Der junge Mann fährt genug Geld nach Hause, um sich das leisten zu können. Aber qualitativ ist es echt schwer, da ranzukommen. Und sowas würde ich nicht als Messlatte nehmen. Und das würde ich mir in der Zukunft für Twitch auch wünschen, dass wir
so halbprofessionell sind, finde ich. Und die auch die Let's Plays, weil es gerade jemand gesagt hatte, die Let's Plays nehmen auch einfach einen überirdischen, schauspielerischen Charakter an heutzutage. Für mich ist Stream gar nicht mehr Stream oder Let's Playen gar nicht mehr Let's Playen, wenn ich Let's Play mal in den Mund nehmen darf. Ich finde, wenige Leute spielen überhaupt noch Spiele. Sie machen eine Show und das Spiel ist Begleitmittel, damit sie das machen können. Also bei einigen ist es eine Comedy-Show, bei anderen ist es die Satire-Show, bei wiederum anderen ist es, ich trinke mir die Hucke voll, bei wiederum anderen, die haben sich auf der Seite verirrt, die sollten eigentlich auf einer anderen sein, die mit den Hamstern und dem X vorne dran. Ihr wisst, was ich meine. Also es sollte irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich wünschte mir, das würde back to the roots gehen. So der Typ, der in seiner Bude hockt und einfach nur das Spiel zockt, einen dummen Kommentar abgibt, ein bisschen Chatlies quatscht und dann ab dafür. Aber das ist halt die Professionalität, die auch jetzt hier reinkommt. Und es wird immer verrückter und der Wahnsinn, was alles passiert, was einige gar nicht verstehen, sondern immer nur davor sitzen so, what? Also wie seht ihr die Zukunft, Alter? Was würdet ihr gern sehen in den nächsten paar Jahren? Du hast nicht irgendwie schon eigentlich alles gesagt, was Nee, ihr habt ja, nee, gut klingt. habt ihr so nicht gesagt. Also, wenn man das so sieht, also, ne, wie sollte Twitch in 5 Jahren aussehen? Dann hatten wir ja schon ein paar Sachen erwähnt, zumindest. Also, bitte diesen ganzen Flash-Kram weg, ja, also was die technische Seite angeht. Die Professionalisierung kannst du, glaube ich, nicht aufhalten. Es ist nach meiner Meinung auch ein Fehler, nur die Superstreamer, also in Anführungsstrichen Superstreamer, das sind ja auch nur Gepushte. Aber du kannst ja aus jedem Streamer einen Superstreamer machen, indem du ihn einfach auf der Frontseite hostest. Wo ist Lyric denn so groß geworden? Nicht, weil er cool spielt, sondern weil er dauernd gepusht wurde. Und das gilt ja für jeden Streamer, der gepusht wird. Und das ist auch nichts Negatives, das ist völlig in Ordnung. Aber was macht denn der Nachwuchs? Ich meine, es müssen ja Leute Content produzieren. Die Plattform lebt ja nur dadurch, dass jemand Content produziert. Und die 3 oder 5 oder 17, die da oben an der Spitze hausen, die produzieren natürlich Content. Aber langt das auf Dauer? Ich bin mir nicht sicher. Wenn der Rest vernachlässigt wird, nämlich die Mitte, also die breite Mitte, die da drunter hängt, dann kann das irgendwann auf die Füße fallen. Könnte ich mir vorstellen, dass das dann ein Problem wird oder eine andere Plattform plötzlich genau diesen Markt adressiert. Da muss Twitch nach meiner Meinung eher aufpassen, dass nicht YouTube plötzlich, genug Kohle haben sie und außerdem live geht ja auch schon. Die können sich nur nicht organisieren, das hat Google noch nie hingekriegt, irgendwas vernünftig in irgendeine Richtung zu lenken. Aber irgendeiner wird es vielleicht machen und dann fällt plötzlich diese breite Masse weg. Also das könnte ein Problem sein. So, und ansonsten würde ich eine Altersverifikation einbauen, um zu verhindern, dass Kinder entsprechende Streams gucken. Ja, das würde ich in jedem Fall einbauen. Ich bin nicht so der Typ, der die Überwachung und diesen ganzen, das mag ich nicht, aber es hat ja keinen Wert. Wenn die Eltern das nicht können, dann müssen halt die Anbieter das machen. Und das wird auch irgendwann passieren, dass das kommt. Da wird irgendwann auch unser Staat eingreifen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und ansonsten, das ja, weiß man nicht. Eigentlich läuft es sehr gut. Ich glaube, sie sollten technisch noch ein bisschen mehr aufrüsten. Ich habe in letzter Zeit festgestellt, dass durch die Massen der Top-Gamer so viel Ressourcen verbraucht waren, dass man abends sehr schwierig einen Quali-Button kriegt, wenn man nicht gepartnert ist. Das war etwas einfacher in den letzten Monaten. Ich bin aber froh, dass es überhaupt geht, denn es gab ja lange Zeit gar keinen Quali-Button für Nicht-Partner. Insofern bin ich da ja schon ganz zufrieden. Ich glaube, es geht da in die richtige Richtung. Wollt ihr noch was draufhauen? Ich habe meinen Ausblick gegeben. Okay. Ich habe mit jetzt auch nichts. Glaube, ihr habt das eigentlich ganz schön gemacht. Ich wüsste jetzt auch auf Anhieb überhaupt nichts. Ich würde mir wünschen, wisst ihr, was ich mir wünsche? Und was ich mir sehr wünsche, dass Leute endlich aufhören rumzuheulen. Ich krieg Über keine, was? ich Über krieg, alles? nee, ich krieg keine Viewer mehr und ich krieg hier nicht und das alles scheiße und sowas. Und weil damit macht man den Platz nicht besser und Leute haben keine Ideen und das wird mich wird das mit dem Alter sowieso. Das ist schon mal das Erste, weil manche Leute, da merkt man sofort, dass sie zu jung sind für dich. Ja?
Man merkt sofort, dass man da, okay, es tut mir leid, eigentlich, du wirst bestimmt netter sein, aber ich muss dich bannen, weil ich weiß, dass du zu jung bist, das geht nicht. Und die benehmen sich dann dementsprechend. Wäre schon ganz cool. Aber dieses ganze, ich weiß nicht, also ich sag mal, Twitch in den großen Regionen ist Happy Place, da ist alles cool, jeder macht seine Witze, da werden die Trends gemacht. In den mittleren Bereichen, da wird dann von da oben die Trends übernommen. Und da weitergemacht, damit die von da nach da kommen. Und je weiter du nach unten gehst, desto mehr Mimimi hörst du. Egal in welche Richtung. Ich krieg keine Viewer, ich krieg das nicht, ich krieg jenes nicht und ich habe die Technik nicht und sowas. Und das würde ich mir auch wünschen, dass das endlich mal aufhört, dass es irgendwann mal einen Messias gibt, der sich hinsetzt und wirklich mal so eine globale Nachricht verfasst, die durch das ganze Internet geht, dass Leute endlich aufhören rumzuheulen. Ach, Es, den gab's schon. wer denn? Arnold Schwarzenegger in den 50ern. Ja, okay, cool, den meine Der ich hat da nicht. auch schon gesagt, in der Zeit, in der du rumheulst, sitzt ein anderer im Fitnessstudio und ne, für ihn jetzt halt gedacht Ja. und baut sich auf. Und in der Zeit, in der kleine Streamer rumflennen, dass sie keine Viewer bekommen, sitzt ein anderer da und gibt gute Unterhaltung mit wenigen Viewern und kriegt ein, zwei, drei, vier Viewer und du heulst immer noch da unten rum. Heul nicht so viel rum. Das gilt auch nicht nur für die kleinen Streams mit wenig Zuschauer, das gilt auch für die kleinen Streams ohne Sub-Button. Während kleine Channels haben sich den Sub-Button einfach kaputt gemacht, weil sie zwei, drei Bewerbungen an Twitch rausgehauen haben und dann angefangen haben, im Stream öffentlich rumzuflennen, dass Twitch sie ja nicht partnern will. Ja, kein Wunder. Wenn du im Stream sitzt und darüber rumheulst, dass du nicht gepartnert wirst von Twitch. Mach doch einfach dein Zeug und wenn du gut bist, dann kriegst du den irgendwann. Deswegen einfach nicht rumheulen, einfach machen, einfach arbeiten und ohne Arbeit kommt nichts. Oder von nichts kommt nichts. Das sehe ich auch Und sehr kritisch übrigens in der Zukunft, denn es macht sich ja immer mehr der Trend breit, dass einige Leute davon leben können oder den Weg bestreiten, sich selbstständig zu machen damit. Und das sehe ich als sehr kritisch an, denn viele Leute wollen das auch. Und es wird, ich sag's mal ganz, ganz ehrlich, es wird sehr salzig in der Gegend und man kann das auch immer fühlen und also man merkt richtig, wie die Leute danach eifern und das so mit Biegen und Brechen wollen sie das erreichen und das würde ich mir auch wünschen, dass das in der Zukunft bei Twitch mal ein bisschen entspannter wird, dass die Leute einfach mal so die Nippel entspannen und kein Glas damit schneiden. Also, das wäre auch ganz schön. Das sehe ich auch in der Zukunft als sehr, sehr schwierig an. Was ich mir übrigens auch für die Zukunft wünschen würde, ist, dass zum Beispiel in Deutschland Unternehmen endlich mal sich nicht nur die Markt, verzeiht mir den Ausdruck, Huren nehmen, sondern auch mal Leute, die ein Statement bringen. Ja? Also beispielsweise ein Garak zum Beispiel, dass Ubisoft mal sagt: Wow, Garak, du bist zwar nicht so ein großer Hecht, aber. Das, was du sagst, da hat Hand und Fuß. Psst, rin, ab, wir machen was mit dir. Kannst du knicken. Dann holen sie sich dann immer den letzten Lulli rein, der da nichts darstellt, schluckt Wasser in eine Kurve, hat, weiß ich nicht, drei Haare am Kinn und erzählt irgendwas von Schnubbelibu und dann interessiert sowieso ein Gassmann, aber er hat am meisten Potenzial, was er mitbringt. Und das finde ich persönlich manchmal, ja, weiß ich nicht. Ich finde es manchmal ein bisschen eigenartig, dass Firmen da so komisch reagieren. Aber ich bin auch kein Typ, der in der Firma sitzt. Da geht es natürlich um Profit, das verstehe ich auch. Aber das würde ich mir in der Zukunft auch irgendwie wünschen, dass das mal ein bisschen andere Wege einschlägt. Weil in Amerika zum Beispiel, was Twitch angeht, funktioniert es ja auch, dass, sage ich mal, kleinere, so mit 300, 400, 500 Leuten und vielleicht auch 200 mal zu EA eingeladen werden oder zu Blizzard fahren und solche Sachen. Das würde hier zum Beispiel niemals passieren. Niemals. Weil du bringst keinen Profit mit. Und das ist schade. Wobei ich ja noch Glück habe, ne? Ich habe ja einen ganz coolen Sponsor und der hat erkannt, dass ich nun mal hier der Chefsimulator bin. Und das ist halt ein Shop, der verkauft Flugplätze. Und so.
Und ja, für den war ich ja Gold. Ja? Also es passt gut zusammen. Aber du hast schon recht, mich würde jetzt niemals ne Haribo ansprechen, ja. Oder sonst wie irgendeiner. Also das ist halt, aber das gilt ja für alle Streamer. Also ich kenne jetzt keinen, der da, wenn, dann ist es immer irgendwas hier, Maus, weiß ich nicht, die Mäuse verticken wollen oder irgend so ein Quatsch. Aber es kommt nicht aus dem richtigen Leben. Es ist alles irgendwie Computergedöns, ne? Ja, aber selbst da bist du Und selbst recht. da ist es wenig. Und du wirst natürlich abgespeist, ne? Also Ja. ich kenne viele, die dann, ja, kannst du hier für uns Werbung machen, kriegst die Maus umsonst. Ja, ich meine, was, die ticken doch nicht. Und das Schlimme ist, dass die Streamer das machen und die sind selbst schuld. Aber das Na, Thema hatten wir für auch den, schon mal, das müssen wir ja, nicht unbedingt genau. nochmal vertiefen. Nächste Frage. Nächste Frage. Was haben wir denn hier? Das mit der Alterskontrolle. Ja gut, das könnten wir vielleicht noch mal kurz aufgreifen. Würdet ihr eine Alterskontrolle befürworten oder zu Ja, viel Umsatzverlust? absolut befürworten. Und zwar Das. auf Kanalbasis. Wenn ich einstelle, ab 18 ist mein Channel, dann will ich da keinen sehen, der jünger ist. Und bei Spielen? Lasst uns beides einfach aufgreifen. Ich glaube, es war für Twitch gesehen jetzt, ne? Aber Lasst uns Spiele auch mit aufgreifen. bei Spielen gibt es das ja. Also, USK. ja, die gibt es ja. Aber die wird Also, ja nicht durchgesetzt. ja, aber was willst du denn sonst machen? Du kannst doch nicht da bei jedem Spieleshop einen Sheriff hinstellen oder so. Also das ist ja ein Problem. Also es gibt ja dieses, wenn die Eltern nicht aufpassen, das ist die Pflicht der Eltern. Ich meine, wenn der Kind schlau genug ist, die Games halt nicht bei Amazon Deutschland zu bestellen, wo ich sogar meinen Personalausweis zeigen muss, ja. Ich mache es nicht mehr, seitdem kaufe ich nicht mehr bei Amazon Spiele, die 18 sind, sondern ich kaufe sie bei Amazon UK, weil da brauche ich das nicht. Ja, die kommen übrigens genauso schnell, habe ich festgestellt. Und da ist keine Alterskontrolle. Habe ich jetzt einen Tipp gegeben? Ja. Also wie gesagt, das ist doch bescheuert. Schizophren ist das. Also die Eltern haben da aufzupassen. Und was Twitch angeht, wäre es schon sinnvoll, wenn man auf 18 stellt, dass dann wirklich irgendeine Alterskontrolle stattgefunden hat, in irgendeiner Form. Wie, weiß ich nicht. Das ist eine völlig andere Diskussion, dass, wie das technisch gemacht wird und keine Ahnung. Ja, aber es wäre sinnvoll. Das wird irgendwann kommen, wenn auf Personalausweisen genug Chips drauf sind und jeder ein Chip-Lesegerät zu Hause hat und vor einem Online-Kauf seinen Personalausweis irgendwo reinschieben muss, sonst kriegt er nichts. Spätestens dann wird es soweit sein. Aber da wären wir wieder beim Thema Vorratsdatenspeicherung und Datenschutz, bla, bliblub. Und ich glaube, das Fass wollen wir nicht aufmachen. Nee, ich glaube nicht. Du hast auch bejaht, oder? Möchtest du noch was dazu machen, Lilly? Nö, absolut nicht. Also genau das Gleiche. Ich denke auch, dass es für einen Twitch-Channel gar nicht so schlecht wäre, wenn es sowas geben würde. Zumindest nicht unbedingt, dass man den ganzen Channel dafür einstellt, sondern für jedes Spiel immer neu einstellen kann. Zum Beispiel ich spiele, weil ich spiele halt, wie gesagt, bei LOL können mir auch gerne 12-Jährige zugucken, wenn es denn sein soll. Bei einem Horrorspiel, was ab 18 ist, hätte ich es dann auch gerne, wenn die Leute ab 18 auch nur zugucken. Weil ich sehe bei mir dann im Chat auch welche, die erst 15 sind, die sagen dann, aber ich bin erst 15, darf ich das gucken? Und ich sage, nein, darfst du nicht. Aber ich kann halt auch nicht verhindern, dass sie denn gehen. Ich kann sie rausbannen, zugucken können sie trotzdem. Oh, Wäre warte, oh, halt. warte, oh, warte, darf ich dich Oh. aushebeln? Weil jetzt Ja. kommt nämlich, jetzt kommt The Beautiful Life of Twitch, okay? Jetzt Weil kommt's. jetzt kommt's nämlich. Mir wird immer gesagt, oh, du machst die Cam aus beim Rauchen, was soll der Quatsch? Du kannst ja dann auch das mit den Spielen beeinflussen, indem du einfach sowas nicht spielst. Da geht mir Ja, immer, natürlich. ohne Witz, Leute, wenn ich euch eins sagen kann, ich hasse Korinthenkacke. Und dieses ganze Korinthenkacken ist einfach immer nur, das habe ich im Studium schon gehasst, ja. Oh, Herr Dissington, hier bei dieser mathematischen Lösung gibt es aber auch noch E plus ins unendliche China und dann auf den Pluto hoch. Ich sag, okay, ist mir egal, das ist die Lösung, steht da, Lösungsheft. Ja, ist richtig. Naja, siehst du doch. Aber das ist halt, oh, das ist grauenvoll. Wir haben da keinen Einfluss drauf, Leute, weil wir spielen das, was wir spielen wollen. Und das, was Lilly auch gesagt hat. Verzeihung, dass ich unterbrochen habe. Nein, Mach alles aber. gut, alles gut. Es Ich ist hatte ja gerade furchtbar. so. Grauenvoll. Wir haben da keinen Einfluss drauf, Leute. Das Ding ist halt, die Broadcasts stehen auf Mature Content. Bei euch allen gehe ich von aus. Bei mir schon. Gut, Slabby, du machst ja keinen Mature Content, in dem Bei Sinne, mir ist es was? was die Spiele angeht, meine ich. Ja. Bei mir Und nicht. mehr nicht. Also, ja, ich meine, du hast ja auch keinen Mature-Content. Aber bei mir zum Beispiel. Doch, ich bin Ja, bei manchmal mir das Problem und dann mache ich immer, dann schalte ich auf 18. Es ist furchtbar. Also,
Ich weiß nicht. Das mit der Alterskontrolle wäre wirklich wundervoll. Aber da wird es auch wieder irgendwelche Wege geben, die... Ja, natürlich, aber die Masse, also es wird immer Leute geben, die das irgendwie umgehen. Ja. Natürlich, aber es ist, glaube ich, eine Hilfe, wenn es das gäbe. Ne? Ja, und das wäre ja zumindest Traum. Einschränken. Ja. Und dagegen sind nur Minderjährige, ist ja klar. Ich meine, waren wir auch, ne? Ist ja klar. Natürlich. Ich meine, ist nur mal so. Die werden auch erst später, wenn sie erwachsen sind, verstehen, warum das gut war. Aber das haben wir auch nicht verstanden, als wir so alt waren. Also es ist also egal. Also es sollte sein. Ich würde noch zwei Fragen habe ich noch. Wollen wir die noch schnell machen? Und ja. Wir haben die Tipps der Woche noch, ne? Ja, das kommt ja auch noch. Deswegen habe ich noch zwei und dann ist Schluss. Die letzten beiden. Würdet ihr auch mal Spiele spielen abseits des Mainstreams wie Dwarf Fortress auch mit wenig Interesse bei den Followern? Im Grunde genommen ist die Frage einfach, würdet ihr mal keine AAA-Titel spielen? Was spielen bei wir auch Spiele, die niemand sehen will. Die niemand sehen will. Obwohl wir Spaß dran haben. Ja. Ja. So übersetzt. Natürlich. Also wenn ich jetzt mal wieder das Mikro an mich reißen darf. ich finde, das ist absolut, dass man als Streamer sich nicht nur auf seinen Chat, dass man nicht nur auf seinen Chat irgendwie die Wünsche eingehen sollte. Also klar, wenn der Chat gerne LOL spielt, sehen möchte, so wie bei mir, dann ist das ja auch schön und gut, aber ich möchte trotzdem die Spiele spielen, die mir gefallen. Und ich finde, man kann Content am besten rüberbringen, wenn man eben auch die Spiele spielt, wo man mit Herz und Seele dabei ist und nicht nur das, was die Viewer gerne sehen wollen. Ich meine, die Viewer, die keine Lust dann auf mal ein anderes Spiel haben, wenn ich jetzt zum Beispiel Final Fantasy X spielen werde, das kennen die meisten, das ist ewig alt, da werde ich wahrscheinlich... Es ist wieder passiert, Leute. Wir haben schon wieder überzogen. Skype sagt uns, Regie, die Regie, oh nein! Okay, Slappy ist wieder da. Ja. Jetzt wieder dunkel und zwei das Minuten. Das wird aber gleich wieder hell. Okay, ja, es wird gleich wieder hell. Ah, Garak, du musst doch wieder reinkommen, ne? Ja, bin auch schon wieder da. Okay, aber jetzt fehlt mein eigenes Bild. Gar nicht. Oh Mann. Oh doch, Garak sehe ich. Okay, wartet. Ich mach mein Bild auch noch an. Okay, es läuft. Jetzt ist Slabby weg. Slabby, wir brauchen Slabby nicht mehr. Hä? Ich bin da. Nee, Slabby, bei mir bist du nicht da. Wir sind kurz mal dunkel. Oh ja, hier ist Slabby. Da ist die Slab-Platte. Das wird gleich wieder heller. Die Regie. Jetzt? Ich jetzt da? Sehen immer noch nicht. Nee, nee. Wir können dich sehen. Du bist so ein wundervoller Laderad. Ja, jetzt wunderbar. Jetzt okay. Leute, das ist kein Fehler an eurem Monitor. Das ist ein Special-Effekt von der Regie. Ja? Das ist der 4-Stunden-Skype-Call-Effekt. Nee, wir müssen eure Augen schon fürs Bettchen vorbereiten. Mann, mach doch nicht alles kaputt. Oh ja. Wir bereiten gerade eure Augen für den Schlaf vor. Einmal mit Melatonin-Ausstoß wird gerade gefördert von Möchtest du noch weitermachen? Ja. Wo war ich mittendrin? Ach ja, dass ich finde, dass ein Streamer das spielen sollte, worauf er Lust hat und nicht unbedingt nur... Ich finde es okay, wenn man Zuwachs braucht, gerade am Anfang, wenn man einen Stream startet, dass man viel Spiele spielt, wo auch viele Leute rankommen, wie zum Beispiel LOL oder CSGO oder was auch immer einem Spaß macht. Wenn man sich damit gut identifizieren kann, ist das völlig in Ordnung. Aber ich finde, dass man auf jeden Fall auch Spiele spielen sollte, die nicht so viel Interesse erwecken, nur weil man selbst Spaß dran hat. Weil letztendlich kommt es ja darauf an, was man selber als Streamer rüberbringt, was für eine Atmosphäre man rüberbringt, was für Unterhaltungswerte. Und das kann man am meisten mit Spielen, die einem selbst auch Spaß machen. Völlig egal, wie viele Leute dazu gucken. Also ich würde auch was spielen, wenn da nur 30 Leute zugucken, dann ist das halt so. Dann interessieren sich nur 30 Leute vor, dann kommen vielleicht andere, die das Spiel trotzdem gut finden. Aber Hauptsache, ich als Streamer kann noch genug Unterhaltung rüberbringen, weil es mir eben selber Freude macht. Wenn du Spiele nur deswegen spielst, um Viewer zu bekommen, dann werden, also die Leute, die du haben willst, zu anderen gehen. Weil es gibt größere Streamer, die genau das spielen und bringt dir auch nichts. Du willst ja deine Community aufbauen und da bist du als Streamer halt nicht der Mittelpunkt, aber ne, das Oberhaupt. Und da bestimmst du einfach, was du spielst und was du tust und nicht das Spiel bestimmt dich. Ich mach das ja quasi täglich, ne? Also ich spiel ja in Randgruppen. Zeugs. Also ich spiele ja auch nicht, ich simuliere ja. Insofern, ich habe sogar mal The Walking Dead gestreamt und ich habe auch ab und zu, Anfang des Jahres habe ich sehr viel Projekt Cars gemacht.
Also meistens hängt es dann schon mit Simulationen irgendwie zusammen. Zugsimulation habe ich auch schon gemacht. Zugsimulation, also Train Simulator, ist dann so das Extremste, weil da findet man dann gar keine Zuschauer mehr. Und trotzdem war noch ausreichend da, weil ich das ja nicht jeden Tag streame. Also insofern, ich experimentiere da schon mal aus, obwohl ich in der Masse schon bei der Flugsimulation hänge. Aber das wird sich auch wieder mal ändern. Also das ist eher so. Also ich habe da auch keine großen Skrupel vor. Ich habe eine einzige Regel in meinem Stream, die für mich selber ist. Und zwar, ich spiele, was ich will und ich spiele die Spiele, wie ich das will. Und, Das waren zwei Regeln. Nee, das ist, da war ein und dazwischen. Das war Verbindung, okay? Wir haben jetzt zwei Hauptsätze mit und verbunden. Ich merke das bei Fallout zum Beispiel, ja? Wenn Leute dann, oder ich habe ein viel besseres Beispiel. Bei Metal Gear Solid hat wirklich jemand geschrieben: Dizzy, deine Community findet das hier voll scheiße, dass du alles auf leise machst. Echt mal. Nehm dich auch Ich gucke mal einfach. auf den Tacho, wie spät das ist. Ja, interessiert hier keinen. Es ist wirklich so: ich liebe meine Community, ich liebe jeden einzelnen Menschen, aber ich hasse es, wenn Leute mir mit ihrem Backseat Gaming auf den Sack gehen. Du musst das, das, das und jenes. Und das ist genau dasselbe für die Spiele. Denn ein Streamer ist nur interessant und lustig zu schauen, wenn er in seinem Element ist. Ja. Und nicht in irgendwas, was irgendwer anderes will. Und wenn es dann Tetris ist und er einfach die totale Rakete in Tetris ist, weil das lustig ist. Oder Minesweeper. Interessiert überhaupt niemand. Ich habe auch schon Mahjong auf dem Stream gespielt und da haben 250 Leute zugeguckt, weil es lustig war. Und es interessiert auch niemanden. Und ja, niemand sollte eine Grenze haben, was das Spiel angeht. Jeder sollte das spielen, worauf er Bock hat. Das Ding ist, die Leute sollten dir sowieso wegen dir und nicht wegen dem Spiel zugucken. Wenn es danach gehen würde, und wenn ich jetzt wirklich ehrlich sein darf, dann hätte ich heute den Plankenschnack ausfallen lassen sollen und den Fallout-Stream durchziehen sollen. Ist mir aber egal, weil wir machen, was uns Spaß macht. Und genau deswegen gucken uns Leute zu. Und das sollte das Schlusswort für die Frage sein. Wollen wir die nächste machen oder hatte noch einer was? Yes, ich durfte das Schlusswort für die Frage sagen. Strike. Ich wähle mal die letzte Frage. Wir haben zwei Fragen, Leute. Ich weiß nicht, welche wir jetzt nehmen sollen. Okay, wir nehmen die. Was werden Streams 2016 anders machen als 2015? Hatten wir nicht schon beantwortet? Naja, es ist speziell eigentlich auf Streams gerichtet. Die Frage ist eigentlich ziemlich schnell zu beantworten. Denkt mal drüber nach. Die haben wir schon beantwortet, so grob im Angerissen. Soll ich es euch verraten? Soll ich euch verraten? Darf ich das beantworten? Sie werden professioneller und viel mehr Bling-Bling und Blum-Blum und Ja. Animation und Noch mehr und viel mehr technisch Schnickschnack. crazy, crazy Videos und Zwischenschnitte und Leute werden weiterhin über Remote auf dem Streaming-PC vom Streamer sein. Es werden Sekretäre angestellt und so weiter und so fort. Das wird Das glaube ich passieren. auch. Das ist Sehr viel 2016. Regie wird gefahren bei den Streamern, die sich das leisten können und so. Das wird passieren, ja. Rollercoaster-Tycoon? Das wird Auch. 2016 mit den Streams sein. Auch. Und das Gute daran ist wieder, dass kleine Streamer, die in ihrem Wohnzimmer streamen mit einem Kaffeepot in der Hand, viel sympathischer rüberkommen werden. Ja. Wollen wir die andere gleich noch mitmachen? Ja, Weil ja. die, Schnell. kommen wir. Wir machen die noch mit, Leute. Was motiviert euch und wie entspannt ihr euch? Das finde ich perfekt. Ist ein super Ende. Slappy. Bartcam? Wir haben ja na, wir haben nach 10, nein, ich wollte jetzt, nein, das sage ich nicht. Nein, nein, nicht das, um Gottes Willen, so ähnlich. Was motiviert mich, einen richtig guten Stream zu gucken, einen richtig, richtig guten Stream zu gucken? Ich weiß nicht, kann jetzt kein Beispiel nennen, aber das motiviert mich auch dabei selber zu streamen. Und wie entspanne ich mich nach 10 Stunden Videospielen? Mit Videospielen. Noch Sehr mehr gut. Videospielen. More Video Games. Komm nicht mit Hühnern. Ich. Nee. Mich motivieren meine Zuschauer, würde ich sagen. Weil dem bringe ich was bei, dem einen oder anderen. Nicht allen, manche wissen mehr als ich. Was völlig in Ordnung ist, was auch manchmal ein Thema ist. Es gibt ja, ich habe eher so Besserwisser manchmal im Kanal. Aber Ja.
Ich glaube, ja, das ist das, was mich am meisten motiviert, sind meine Zuschauer, die einfach total cool sind und vor allen Dingen durch mich etwas lernen können. Und wenn sie ein bisschen was mitnehmen und wenn es nur ist, dass man 30 Meter vor dem Aufsetzen das Fahrwerk nicht mehr einfährt, dann ist das doch schon mal etwas. Und das motiviert mich. Die Entspannung, oh, die hole ich mir überall. Ich meine, ich fotografiere ja sehr gerne. Und das ist für mich pure Entspannung, als auch Arbeit, aber auch Entspannung pur. Da habe ich das immer mit sehr netten Mädels zu tun, die vor meiner Linse stehen. Und das ist Entspannung pur, das könnt ihr gar nicht glauben. Mich motiviert meine vergoldete Badewanne und mein Lamborghini. Cool. Und nicht wahr? Nein. Nein, natürlich blödsinnig. Mich motivieren genauso wie bei dir, Garak, auch meine Viewer, also meine Zuschauer. Einfach, selbst wenn ich einen Tag habe, wo ich keine Lust auf Stream habe, wo ich eigentlich denke, boah, eigentlich wäre es jetzt geil, liegen zu bleiben und vielleicht noch ein Buch zu lesen oder hier meinen Film zu Ende zu gucken, wenn ich gerade eine spannende Serie gucke. Aber sobald ich meinen Countdown anmache von meinem Stream, und ich die ersten Leute im Chat sehe oder sogar schon vorher Leute, bevor ich den Countdown anmache, schon Leute im Chat sind und sie dann alle reinkommen und sich begrüßen untereinander und mich begrüßen, dann bin ich motiviert genug und habe gute Laune, um zu streamen und dann auch die gute Laune dafür zu haben. Mich fragen super viele Leute im Stream, wenn sie reinkommen, warum ich immer so gute Laune habe, weil ich zu 90%, glaube ich, immer gute Laune habe. Und ja, irgendwie ist es halt einfach ein wahnsinnig gutes Gefühl, wenn die Viewer immer da sind, es sind viele Stammleute da. Und es ist wahnsinnig gut, dann dieses Gefühl zu haben, wenn der Countdown läuft, die Leute sind da, die begrüßen dich, die freuen sich auf dich, die haben Bock, das zu gucken, was du jetzt machst. Egal, wie doof du es vielleicht selber manchmal findest. Und das ist irgendwie eine Motivation, die mich jeden Tag dann wieder dahin treibt. Und was mich entspannt, ist schlafen. Direkt nach dem Stream alles auszumachen und die Stille, die ist, wenn ich alles ausgemacht habe und mein Headset abgenommen habe und wieder auf Lautsprecher geschaltet habe, die Stille, das ist entspannend für mich. Nicht, dass mich jetzt stören würde, dass viel Input kommt, während ich streame und ich viel zu tun habe und viel gleichzeitig machen muss, sondern einfach, es war dann ein schöner Stream und ich freue mich dann und manchmal ärgere ich mich auch, dass er schon vorbei ist, so ist es nicht. Aber die Stille danach ist schön, aufstehen, Tee trinken und ins Bett gehen. Das finde ich besonders entspannend. Ziemlich simpel eigentlich. Ich hab eine Paradeantwort. Und zwar, weil ich das in letzter Zeit sehr häufig gesehen habe und beobachtet habe bei anderen. Und zwar sage ich das jetzt klipp und klar. Es ist, die Antwort hat sich vielleicht über die Jahre ein bisschen geändert. Aber was mich motiviert ist, eine einmalige Chance bekommen zu haben von wundervollen Menschen, die mir die Möglichkeit geben, meinen Traum slash mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Und das gibt mir so viel Kraft, dass ich wie eine Chut-Chut-Lokomotive arbeite. Das ist meine Motivation, meine Entspannung, noch mehr arbeiten. Nach dem Stream. Und dann schlafen gehen. Und dann aufstehen und genau dasselbe. Repeat. 7 Tage die Woche. Das ist meine Motivation und Entspannung. Klingt ein bisschen komisch und abgefahren, aber das ist meine Antwort auf die Sache, weil so funktioniert das bei mir einfach. Kurz und knapp. So. Wollen wir unsere Vorschläge durchgehen? Ja, gerne. Wir haben ja für euch Leute, weil ja einige doch neu auch noch bei Twitch sind und nicht ganz so viel durch die Gegend gurken, haben wir uns den Streamer der Woche rausgesucht, sozusagen. Und jeder von uns hat sich jetzt einen Streamer rausgesucht, den er quasi euch empfehlen möchte, weil er selber da war und wird auch noch ein, zwei Worte dazu verlieren. Und weil Garak ja immer so ein großer Redner ist, fängt Slappy an. Ouch. Okay, Du hast jetzt uns beide gleichzeitig beleidigt. Nein, nein, ich habe euch nicht beleidigt, ich habe einen Witz gemacht. Ach! Ich habe einen Witz gemacht. Ja, meine Streamerin der Woche, ich habe diesmal eine Dame, Was ist ist von dir? rated with Elspeth, ist englischsprachig, aber ist ja immer bei mir, weil ich im Prinzip kaum deutschsprachige Streamer gucke. Die ist eigentlich echt cool, ich vergleiche die immer so ein bisschen mit Elegy of Games, falls der jemand was sagt. Die ist nämlich, die hat eine extrem gute Stimme und die verstellt ihre Stimme auch gut. Also wenn die gerade ein Spiel spielt, wo man viel lesen muss und viele verschiedene Rollen kommen, wie zum Beispiel Zelda oder solche Geschichten oder Undertale,
dann ist sie extrem gut darin, die Stimmen halt nachzumachen. Deswegen fand ich ihre Streams in den letzten Wochen eigentlich immer sehr, sehr sympathisch und habe sie eigentlich immer sehr gerne geguckt. Und ich meine, Elegy of Games, sie ist quasi die weibliche Elegy of Games für mich. Von daher, genau. Deswegen gucke ich die gerne und kann die nur weiterempfehlen. Deswegen habe ich sie diese Woche ausgewählt zur Streamerin der Woche von Slapstick. Garak, möchtest du dich äußern? Ja. Wie ich nachher gleich wenn aus ist, kriege ich voll einen reingedrückt. Ich warte schon drauf. Garak ist halt immer so professionell, der lacht darüber, so offiziell, ne? Das ist immer voll witzig. Und nach dem Stream geht's dann richtig rund. Garak, wen hast du denn diese Woche? Widgety Bear habe ich. Das ist ein ausnahmsweise mal. Normalerweise suche ich ja die Streamer in Deutschland, deutschsprachig möglichst. Diesmal habe ich einen englischsprachigen. Ich weiß gar nicht mehr von wem auf ihn aufmerksam gemacht worden und habe mir das eine Weile angeguckt. Er ist, wie gesagt, englischsprachig und spielt Battlefield 4. Ich weiß nicht, ob er noch was anderes spielt. Ich glaube nicht. Er spielt Battlefield 4 und das spielt er extrem gut. Ich glaube, wenn man den in so einem Multiplayer-Map hat, dann macht man sofort sich vom Acker und disconnected, weil es einfach keinen Spaß mehr macht. Der Typ, der ist einfach genial. Der fliegt immer Hubschrauber und im Gegensatz zu vielen anderen beherrscht er das Ding. Der fliegt in Gebäude rein und ist irre. Also stirbt so gut wie nie. Also das passiert zwar, aber wie gesagt, er ist nach meiner Meinung also einer der Streamer, die wirklich das, was sie tun, exzellent können. Es gibt ja doch Unterschiede. Er ist jetzt nicht so unbedingt so der große Unterhaltungsbär, ja. Aber er redet zwar, aber schaut einfach mal rein. Wenn ihr Battlefield mögt, ist das, glaube ich, der richtige Streamer für euch. Oder wenn ihr Spiele wie Battlefield mögt, der Typ, der ist wirklich gut. Ja, ich Lilly, wurde du von. darfst meinen Vorschlag gerne vortragen, wenn du möchtest, ja? Es tut mir sehr leid, ich war nicht darauf vorbereitet, sowas zu machen. Das wurde mir ganz kurz vor diesem schönen Programm gesagt. Dementsprechend ist mir aber sofort der einzige, den ich immer und immer und immer wieder weiterempfehle, eingefallen, den ich einfach nur wahnsinnig gut finde. Es ist ein ganz kleiner Streamer namens Melideas, den mein werter Herr Freund vor einigen Monaten gefunden hat. Ich glaube, er hat ein ganz verrücktes Spiel gespielt, was mir nicht mal bekannt war. Irgendwas ganz, ganz, ganz Altes und hatte auch nur zwei kleine Viewer da, aber war ein super sympathischer Typ. Er ist sehr witzig, er ist ziemlich spontan und er zieht vor allen Dingen extrem straight seinen Kram durch. Also er hat sich super gemacht in den letzten Monaten. Man sieht immer wieder, wie viel Mühe er da reinsteckt. Er streamt mittlerweile 6 Stunden am Tag, glaube ich. Er hat eine ganze Weile Skyrim gespielt. Jetzt spielt er natürlich Fallout 4. Aber er macht das mit einer wahnsinnigen Leidenschaft. Und irgendwie ist es ein super sympathischer Typ. Ich kann ihm gerne zugucken. Er ist ein liebevoller Typ. Er macht gute Witze. Man fühlt sich irgendwie gut unterhalten. Und mir wird gerade gesagt, das Spiel damals war Mount and Blade. I don't know. Auf jeden Fall. Er spielt auch, worauf er Lust hat. Er gibt keinen Fick, wollte ich jetzt sagen. Mir fiel kein Besser. Er gibt keinen Fick auf Leute, die ihn irgendwie nerven oder die ihn ärgern. Und er ist ein super sympathischer Typ. Also ich lege ihn immer Leuten ans Herz, die mir auch persönlich wichtig sind, weil ich ihnen einfach nicht an meine LOL-Community zu dem Fraß quasi zum Opfer vorwerfen möchte. Deswegen jetzt hier ist vielleicht eine gute Gelegenheit, um ihm ein paar Viewer zu schenken, die ihn wirklich wertschätzen und das, was er tut, auch. Also das war jetzt gerade, ich bin erschüttert, was für ein Wort du gerade benutzt hast, ja? Schlimm, oder? Ich Ja. wollte was anderes, aber in dem Moment fiel mir nichts ein und dann musste es das halt doch sein. Aber es ist Wahnsinn. halt wirklich so. In dieser Situation passt es, weil es gibt ja viele, die sich von Hatern runterziehen lassen und er macht das straight und das finde ich bewundernswert. Und deswegen ja auch ein großes Lob an deine Community, weil ich glaube, da sind vielleicht einige dabei, die was damit anfangen können und Nur. die. Ja, Wundervoll, nur. wundervolle Menschen, gut erzogen sind sie alle. Oh, hat auch ganz schön lange gedauert. Der Saftladen. Nein, Spaß beiseite. Ich habe mir heute mal, also darf ich? Ja, ne? Ja, hau Okay. raus. Ich habe mir Barney ausgesucht heute. Das ist eigentlich immer mein Geheimtipp. Also den habe ich eigentlich immer auf dem Schirm. Nur leider ist Barney immer ein bisschen, ja, es ist immer hoch und runter. Mal ist er da, mal ist er nicht da. Aber ich liebe diesen Menschen. Schon immer, seitdem ich ihn kenne, er ist eine sehr treue Seele. Ein sehr guter Freund von mir und er spielt gerade Fallout 4.
Er ist kein Typ für Halligalli-Drecksau-Party, sondern er ist Schweizer. Und man merkt auch, dass er Schweizer ist. Er ist sehr ruhig, aber einer der wahrscheinlich lustigsten Menschen, die ich jemals getroffen habe. Also von Natur aus lustig. Über diesen Menschen lacht man, wenn er normal redet. Er versucht nicht zwanghaft lustig zu sein, sondern er ist es einfach. Das hat er selber noch nie verstanden. Ich wünschte, er würde es verstehen irgendwann und öfter den Streamer machen, weil ich bin sehr gerne da. Es ist einer der wenigen deutschen Streamer, die ich sehr gerne gucke. Und Dachte Schweizer. ja, deutschsprachig mit Achso. einem komischen Dialekt, Schweizerdeutsch. Und den würde ich euch ans Herz legen, wenn er denn da ist. Ich glaube, morgen oder so vielleicht wieder. Der spielt sonst nicht nur Fallout, eigentlich spielt er alles quer durch den Gemüsegarten, aber streamt tut er meistens Battlefield 3. Und holy moly, ich soll euch sagen, der Typ hat richtig was an der Ankern. Also das, was Witchy die Bär in der Luft macht, macht er auf dem Boden. Der knattert dir alles aus den Latschen. Und Fallout finde ich halt auch sehr lustig bei ihm gerade. Das ist mein Tipp der Woche. Hier sind die Links für euch, Leute. Da könnt ihr gerne draufklicken. Schaut bei den Leuten mal vorbei. Und ich würde ins Schlusswort gehen, Leute. Wollen wir uns verabschieden für heute? Gerne. Lilly, darf ich dir sagen, Ja. dass du das Schlusswort hast? Oh Gott, das ist jetzt. Du hast die Ehre und wirst die Runde heute schließen. Das ist immer unseren Gästen zuteil. Wollt ihr euch nicht vorher dann verabschieden? Ja, machen wir ja jetzt auch. Ich wollte dich nur vorwarnen, dass du dich schon mal sammeln kannst. Dass du vielleicht nicht unbedingt das Vor Wort dem Essen, benutzt. nach dem Essen, Zähneputzen nicht vergessen. Ja, aber Oder? ich meine ja nur das Wort, ja, Ach, nicht, alles weißt du, gut. was ich meine. Slappy, Garak, darf ich anfangen heute? Ich mach mal den ersten. Dankeschön, Leute, dass ihr heute wieder da wart. Das hat mich extrem gefreut. Auch wenn es heute ein bisschen quer durch den Gemüsegarten war, aber ich fand es trotzdem sehr edel. Wir haben sehr schöne Thematiken besprochen. Schaut bei den Vieren, also mich inklusive, falls ihr mich nicht kennt, bei Twitter vorbei. Die stehen unter den Gesichtern. Da werdet ihr die Leute finden. Jeder darf gleich noch oder wird seinen Stream reinposten. Das mache ich gleich noch von allen. Und vielen lieben Dank, Leute. Habt die Ehre, schlaft schön. Ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag, der Knicks und auf Wiedersehen. Schlaft gut. Ich moderiere mal, Ach so. Danke. Ich bin dran. Okay, ja, ich danke euch auch fürs Zuschauen. War heute ein sehr, ja, weil wir kein festes Thema hatten, ein sehr abwechslungsreicher, eine sehr abwechslungsreiche Sendung. Ich glaube, das war ganz gut so. Ich möchte mich bei Lilly bedanken für ihre geistreichen Kommentare. Danke, habe ich vergessen. Dass sie da war, hat unsere Runde. Unsere illustre Runde extrem bereichert, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen und für die Abstimmungsergebnisse. Es haben 510 Leute gewotet, was enorm ist. Und ihr könnt ja selber sehen, wie das Ergebnis ist. Sehr überraschend ist es eigentlich nicht mehr, aber ja, bis zum nächsten Mal. Ich bin dran, ne? Tschüss. Haha, jetzt habe ich euch. Das hat vielleicht beim ersten Mal gezogen, aber jetzt nicht mehr. Ja, ich sollte das zum Running Gag machen. Nein, genau. Tschüss. Ich danke euch fürs Zugucken. War auf jeden Fall extrem cool heute. Wir haben gar nicht erwähnt, dass das heute eigentlich so eine relativ spontane Geschichte war, ne? Doch, hab ich angekündigt. Ach Also, so, wir, okay. dass Herr Jule leider nicht konnte und wir. Ja, Danke, richtig. Lilly, übrigens, dass du kurzfristig Genau. eingesprungen bist und Kein das Problem. dürfen wir nicht vergessen, ne? Ja. Genau. Lilly, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Allen anderen auch Dankeschön und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Was soll ich noch großartig bequatschen? Wir haben schon genug gequatscht. Außerdem muss ich zur Toilette. Das muss ich auch. Ich glaube, das geht uns allen Tschüss. irgendwie so. Nee, mir nicht. Wow. Hast du da so einen Beutel oder so? Nee, Ein Eimer drunter, irgendwas. ich So stream jeden als Tag. Hardcore-Streamer, Ich ne? stream jeden Ja. Tag 12 Stunden, also, Siehst du? ne? Die ist trainiert. Ach so, so ist das. Nein, ich weiß nicht, was ich jetzt groß sagen soll. Ich bin relativ nervös gewesen, weil ich euch ja nun noch nicht besonders gut kenne, aber ich habe mich sehr gefreut, dass ich eingeladen wurde. Die letzte Einladung musste ich ja leider durch meinen Umzug ablehnen. Dementsprechend bin ich froh, gerade heute in so eine allgemeine Talkrunde reingerutscht zu sein, weil das, auch wenn ich Skyrim nicht mag und Batman überhaupt so nicht mein Fall ist, nun wirklich irgendwie doch,
ganz gut zu mir passt und ich da dann doch wenigstens mein blödsinnigen Dünnschiss ein bisschen mit reingeben kann. Das ist ganz angenehm. Und das hat mir sehr viel Spaß mit euch dreien gemacht. Das weiß ich sehr zu schätzen, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank dafür. Und auch dem netten Chat und den guten Fragen. Und danke, dass ihr mir die Idee zum Durchdringen gebracht habt. Das freut mich gerade sehr. Nein, das finde ich eine sehr schöne Sache. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein. Und ich wünsche auch dem Chat und euch dreien eine gute Nacht. Ihr dürft alle noch mal übrigens eure Links posten. Ja. Ja, warte mal kurz. Nee, ich muss Unsere Links. eben. Ja, warte. Ja. Ja, Okay. da der Melideas ja gerade alles am Abfeiern ist, würde ich. Und der, glaube ich, der Nein. einzige von den Vieren. Ja, bei sowas machen wir nicht, Slappy. Ach so, ja, stimmt. Ja, gut. Der ist, glaube ich, Nein. schon. Der freut sich gerade Klick. genug. Geht nicht zu Melidea, es geht nicht dahin. Bitte, ihr dürft gerne eure Links noch posten, Leute. Ich lasse noch kurz ein bisschen Musik laufen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns gleich im Teamspeak und ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht. Winke, winke! Tschüss! Garak hat wie immer keine Lust zu winken. Es Doch! ist immer das Wir Gleiche winken mit voller Garak. Freude! Juhu! Auf Wiedersehen! Bis dann!